Auch true. Irgendwo im Nirgendwo, umgeben von Bergen und Wäldern und abseits von jeglicher Zivilisation, befindet sich das beschauliche Beans Camp. Jeden Sommer finden sich dort 10 Abenteuerlustige ein, um hier ihre Ferien zu verbringen. Eines Abends, es muss kurz nach Sonnenuntergang gewesen sein, stolpert der kleine Florian in der größten Blockhütte, die sie Haupthaus nennen, über eine alte Diele. Gerade als er sie wieder wütend in den Boden treten will, stutzt er. Was ist das? Er greift darunter und holt eine verstaubte Schachtel hervor. Er wischt den Dreck weg und entziffert die Aufschrift Taro. Was soll's, denkt er sich und bringt sie mit zu den anderen ans Lagerfeuer, in die Mitte des Camps. Die Gruppe ist begeistert, endlich was Neues zu spielen, und sofort fangen sie an, jedem eine Karte zuzuteilen und sich daraus gegenseitig die Zukunft vorherzusagen. Die Unschuld, die Liebe, der Jäger und der Wolf ist auf ihnen zu lesen. Der Einzige, der wie immer nicht voll bei der Sache ist, ist Simon. Irgendwie lösen diese alten Karten ein mulmiges Gefühl in ihm aus. Damit kann doch irgendetwas nicht stimmen. Nach ein paar Stunden, alle machen sich auf Richtung Bett, fällt Simon auf, dass irgendwer fehlt. Was, wenn das, was auf diesen Karten steht, wahr wird? Hallo und herzlich willkommen hier im Beans Sommerlager. Yeah. Im sommerlichen Januar. Das ist unser neues Werwolf-Set. Wir sehen hier auch unsere neu redesignten Werwolf-Teilnehmer. Alle ein bisschen modernisiert. Ne? Das ist ein Look. Also, Werwolf gibt es jetzt seit 8 Jahren hier auf Rocket Beans. Wir haben uns gedacht, Eddie soll mal geile Haare haben. So. Haben wir uns gedacht. Ja. So, daher neues Setting, neues Glück. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wir haben eine Werwolf-Virgin unter uns. Das ist der Matthias. Bitte einmal hallo, Matthias. Ja, hallo. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Dorfbewohner, hallo. Hi, schön. Also, sonst, Bella ist hier, Simon ist da. Lydia, du warst auch noch nicht dabei hier, ne? Lydia. Ja, ich bin auch. Hast du schon mal Werwolf gespielt, oder? Boah, vor 5 Jahren oder so mal. Okay. Hm. Hattest du Lust oder haben sie dich heute hier hingesetzt? Nee, kein Kommentar. Okay. Lydia, noch eine Werwolf-Virgin. Werwolf, quasi Profi. Etienne ist dabei. Wie siehst du das heute? Kannst du schon eine leichte Einschätzung für heute Abend geben? Ja, es sind direkt schon 2, 3 Leute verdächtig. Ja. Guck niemanden an. Hm. Guckst du gerade jemanden an? Nein. Okay. Und ich bin wie immer unschuldig. Gut, das freut mich schon mal zu hören. Das ist eine gute Information für alle. Hier Flori. Hi, hallo. Florentin. Hallo, Uki, hallo. Hi, schön, dass du da bist. Mel, du warst schon mal dabei, aber da war ich nicht dabei. Ja. Daher zählt das nicht. Da bist du quasi heute auch neu. Na gut. Der gute Nils, der gute Valentin und der allerbeste Krane. So, ich würde sagen, wir spielen Werwolf. Gibt es Fragen eurerseits? Ja, gibt es. Es gibt sehr viele Fragen. Es gibt immer wieder dieselbe Frage, über die wir jetzt erstmal eine halbe Stunde diskutieren werden. Das ist ganz wichtig am Anfang vom Werwolf. Wie gehen die Regeln nochmal? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage natürlich, dürfen wir unsere Rollen offenbaren? Hier wird geschüttelt, da wird genickt. Damit sage ich, nein, wir werden unsere Rollen nicht offenbaren. Ich habe eine Frage. Ja, welche? Willst du fragen, ob ihr die Rollen offenbaren dürft? Weil das habe ich gerade beantwortet. Ich weiß. Aber es impliziert ja, dass man die Wahrheit sagt. Also man könnte ja auch einfach irgendwas sagen. Man ist... Ja, nee, aber selbst das... Das ist auch nicht erlaubt. Also das ist ja quasi, wenn du jetzt sagen würdest, ich darf nicht sagen, dass ich der Wolf bin, dass ich der Seher bin. Ich bin nicht der Seher. Damit würdest du ja... Nee, damit würdest du jetzt nicht mit sagen, dass du der Seher bist. Nein, wir sagen das einfach nicht. Das ist halt... Keiner darf sagen... Ich darf nicht sagen, ich bin... Aber ich muss ja in der Diskussion sagen dürfen, ich bin nicht der Werwolf. Das wirst du sagen dürfen. Das wird ja hoffentlich stimmen. Du darfst also was sagen, was du nicht bist, darfst du sagen. Okay. Es darf halt keiner sagen, ich glaube, wir kommen an diesen Punkt nochmal zurück. Wir kommen auf diesen Punkt seit 5 Jahren immer wieder zurück. Daher. Also es darf keiner sagen, ich bin der Seher und ich habe gesehen, er war es.
Das okay. machen wir halt nicht. Mhm. Oder ich bin die Hexe und deshalb, das machen wir halt nicht. Fabian, okay. findest du, er hat die Spielregeln schlecht erklärt? Nee, nee. Na gut, ich frag nur. Okay. Ich habe sie noch gar nicht erklärt. Also, weil wir so haben noch, passt du auf. Wir haben ja keine Mats tatsächlich. Was? Leute. Nein, was? Nein, nein, es gibt halt keine Scheiße. Mats. Das heißt, kannst du die Regeln nochmal erklären? Ich erkläre gerne nochmal die Regeln, auch für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal dabei sind. Herzlich willkommen, das hier ist Rocket Beans. Das ist ein so eine Art Internetfernsehsender und wir spielen hier seit 8 Jahren Werwolf, wer das noch nicht mitbekommen hat, hier sind noch mal ganz kurz die Regeln. Das Spiel funktioniert folgendermaßen. Es gibt einen Tag, da haben wir alle die Augen auf und reden miteinander. Hallo, hallo. Ja, wie geht's und so. Und dann gibt es die Nacht. In der Nacht machen alle die Augen zu, aber 3 von denen, die hier sitzen, sind Werwölfe. Und die suchen sich gemeinsam einen aus, den sie fressen. Sobald es Tag wird, wird der dann einfach aus dem Spiel entfernt und die anderen müssen diskutieren, wer wohl diese Werwölfe sein könnten. Sie können am Tag dann eben als auch wieder einen entfernen. Ich sag Bella und Nils. Gut möglich. Ist gut möglich. Also, ich kenne Bellas Gesicht. Aber ich darf gar nicht mitspielen. Deshalb darf ich gar nicht sagen. Aber ich kenne ihr Werwolf-Gesicht. So, und dann gibt es noch ein paar andere Rollen, die alle bestimmte Sonderfunktionen haben. Es gibt also die Hexe. Wir haben hier wunderschöne neue Karten. Die sind aber kann ich euch schon mal zeigen. Es ist ein bisschen anders als vorher. Wir haben also ein Setting. Wir sind hier also in einem Sommercamp. Es gibt die Unschuld. Ja, das ist, wer unschuldig ist, ist halt die Unschuld. Es gibt den Wolf. Das sind ganz tolle Karten. Sollten wir vielleicht im Shop anbieten. Auch gerade gedacht. Es gibt den Seher. Der Seher darf einmal pro Nacht auf jemanden zeigen und hat dann eine Eingebung, ob das jetzt ein Wolf ist oder nicht. Das mache ich dann mit meinem neuen Zeigestock. Angst vor einem Zeigestock. Kann man gleichzeitig was anderes machen? Der Bestrafungsstock. Ja klar, wer sich scheiße benimmt. Das ist alles ganz toll. Das ist hier alles ganz neu und toll geregelt. Die Hexe hat einmal pro Spiel die Fähigkeit, jemanden zu heilen oder jemanden zu töten. Also sie kann beides. Wenn jemand, sie wacht auf in der Nacht, ich sage ihr, wer gefressen wird, sie kann sich entscheiden, ob sie diese Person heilen will oder nicht. Ja. Hat jemand noch Fragen? Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Learning by doing. Dying. Deine Frage. Genau, es gibt normalerweise. Mach ich nicht zum Feind, schon bevor die Karten verteilt werden. Es gibt einen Anführer, also einen, keine Ahnung, einen. So ein Campleiter, Coach. Keine Ahnung, so ein Coach, so einen, der für die Spiele, so ein Animateur oder sowas. Animateur. Head of Animateur, ich weiß nicht. Der quasi, falls es einen Gleichstand gibt, also falls abgestimmt wird und 4 Leute stimmen für den einen, 4 für den anderen, der dann letztendlich die entscheiden darf. Darüber können wir jetzt schon mal abstimmen, das dürft ihr da draußen machen. Wer soll die Gruppe als erstes anführen? Und währenddessen verteilen wir hier mal diese, wie ich, schönen neuen Karten. Also der muss so ein bisschen moderieren, der Coach. Der muss gar nichts machen. Der muss gar nichts machen. Der muss gar nichts machen, nur wenn... einfach nur der Chef. Ach so, geil. Naja, wenn halt Gleichstand ist, dann sagt er, nee, ich entscheide mich für diese Person. Ja, okay. Das wird dann mathematisch spannend, wenn dann... Was ist, wenn der Coach stirbt? Dann wird jemand anders Coach. Das darf der Coach dann entscheiden. Ach, der Coach sagt, wer der nächste Coach ist. Genau. Haben wir eine Coach-Mütze eigentlich? Nee. Bräuchte noch eine Coach-Mütze? Damit wir das auch wissen, wir wer der auch, Coach ist. Das merken wir. Der Coach hat den Ball. Der Coach hat den Ball. Ja, sehr, sehr gut. Yeah. Der Coach hat den Coach. Klasse. Hammer. Starke sehr guter Punkt. Gut, ich gebe die Karten aus. Vielleicht gucken wir alle mal ein bisschen nach oben oder so, oder weil das total blöd ist. Denn außer Bella, die kriegt nämlich die erste Karte. Bitteschön. Dann kriegt die zweite Karte der Krane. Krane, kannst du mal hier diese. Genau, gib die. Könnt ihr nicht drauf gucken? Wir gehen natürlich durch viele Hände jetzt. Matthias, ja, genau. Aber das Tolle ist ja, dass keiner guckt, weil alle gucken ja nach oben. Ach so. Valentin. Schön in den Nerven. Achso, jetzt darf ich kurz nicht nach oben gucken. Das ist. Simon. Nils. Ja. Wo sollen wir die einfach hier? Mel. Ja, so, dass die sich nicht irgendwie umdrehen. Mhm. Hier, Ede und. Richtig schöne Karten. Merci. Jetzt habe ich meine nicht mehr da, aber. Zeig doch mal. Nicht verlieren. Gut, seid ihr soweit? Seid ihr glücklich? Gibt's noch Fragen?
Als ich letztes Mal dabei war, hat irgendwer gesagt, man darf nicht sagen, hier hat's geraschelt und hier sollen wir das auch wieder weglassen? Nö. Nee, rascheln gehört dann. Das ist alles, was wir haben in der ersten Runde. Rascheln ist unser einziger Freund. Und er meinte, wir dürfen das nicht sagen. Und ich so, was rascheln? Rascheln ist einer der wichtigsten Eckpunkte von. Also wir halten das Rascheln. Das Tolle ist halt, also solche Jacken hier oder solche Jacken. Also der Trick ist ja die ganze Zeit zu rascheln. Sehr, sehr gut. Der Trick ist die ganze Zeit zu rascheln. Ja, ich mach mal. Weil nein, das ist schon sehr gut. Das finde ich sehr gut. Hast du gerade einfach einen von der rechten auf die linke Hand? Ey, das Problem ist, wir sitzen auf einem Sitzkissen. Ja. Der kriegt das denn ja immer mit und umgekehrt. Ja, sehr gut. Dann sag uns Bescheid. Du sollst ja nicht aufstehen. Ich muss dazu, ich hatte mich sehr gewundert. Ihr seid hier reingekommen, ihr habt euch beide, es war alles frei, ihr habt euch beide gemeinsam auf diesen Sack gesetzt. Ich mag den Simon. Aber hier ist nur noch eine Lücke. Wovor hast du denn Angst jetzt eigentlich? Egal, wo ich sitze, der andere kriegt das ja schon. Verdächtig. Cool, dass wir nebeneinander sind. Ja, total. Das Camp kann sich auf mich verlassen. Ich passe auf ihn auch. Ja, wenn du unschuldig wärst, würdest du doch sowas gar nicht sagen. Ja, ich will. Gut, ihr habt entschieden. Florentin, wieso? Tut mir leid, Florentin. Ich weiß nicht, was Florentin ist. Florentin, du bist der erste Coach. Oh, okay. Ui, gut. Go Tigers! Wir sind die Tigers, oder? Wildcats? Was? Ja. Wildcats oder Tigers? Nein, wir sind die Innocent Villagers. Innocent Villagers. Dilemma. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr soweit seid, fangen wir an. Und es wird Nacht hier im wunderschönen, beschaulichen Sommerwohnencamp. Immer wackeln. Toll. Also ihr seid quasi alle im Bett. Also ein paar haben sich noch ein bisschen geziert und so und wollten nicht als erstes schlafen gehen. Aber irgendwie ist es dann doch jetzt notwendig geworden. Ihr schlaft ein, die Grillen zirpen. Ein paar von euch wurden schon von ein paar Mücken gestochen. Aber das ist das tolle Sommergefühl hier im Bohnencamp. So macht es richtig Spaß. So. Als erstes erwachen jetzt die drei Werwölfe und schauen sich an, damit sie auch wissen, wer sie gegenseitig sind. Gut. Sie können meinetwegen auch direkt entscheiden, wen sie gerne fressen möchten. Ist ja immer ganz gut, wenn man das schnell am Abend entscheidet. Gut, die Werwölfe schlafen wieder ein. Als nächstes erwacht die Hexe. Und die Hexe hat nun die Möglichkeit, irgendjemanden, die Person, die vielleicht gefressen werden sollte, zu heilen, wenn sie möchte. Oder jemanden zu töten, wenn sie möchte. Als nächstes erwacht der Seher. Der Seher kann, wie gesagt, auf eine Person zeigen. Und dann wird die Person erfahren, ob das Wolf ist oder eben nicht. Gut. Soweit so schön. Am Morgen klingelt dann der Wecker. Um 6.30 Uhr, so ist das hier im Camp, wird aufgestanden für den Frühsport. Die einzelnen Camp-Teilnehmer klettern aus ihren Hochbetten. Aber eine Person kommt nicht mehr nach draußen zum Frühstück. Und herzlich willkommen, unser Ton! Jetzt fängst du hier an. Tot. Ja, ich glaube auch. Ich habe Angst. So, wer hat was gehört? Da drüben. Ich habe gehört, die Kelly und der Alex, die haben letzte Nacht miteinander rumgemacht. Was? Ja. Nein. Die ganze Nacht? Aber das die sind doch gar nicht im selben Haus. Ja, ich weiß. Die haben wer sind denn Kelly und Alex? Weil dann sind das beide Wölfe. Was? Nee, ich habe... Das ist nicht, also... Ich habe mit mir selbst rumgeknuscht. Ich habe es gesehen. Aber er ist. Er hat zugeguckt. Keine Ahnung. Mit offenen Augen geküsst dann. Nein. Geschlossenen Mund auf jeden Fall. Mund zu, Augen auf. Ich habe da drüben was gehört. Das ist irgendwie. Ja, aber das kann doch einfach nur so allgemeines Bewegung gewesen sein. Aber so aus dem Feld. Aber ich weiß es nicht. Hier war es zumindest sehr ruhig. Und
War ja auch nichts. Möchte denn jemand nach Hause fahren? Will jemand abgeholt werden? Ey, ich muss auf Klo und ich will lieber zu Hause. Lass es laufen. Okay, du möchtest nach Hause. Drei Wölfe sind hier. Mein Kuscheltier. Ja, es sind, also ihr habt jetzt gerade gestern Abend habt ihr dieses Tarot-Spiel gespielt und irgendwie war es so ein bisschen komisch und jetzt fehlt hier jemand. Das ist also ein bisschen merkwürdig, ne? Also ihr überlegt euch schon, was haben wir hier gestern Abend gemacht? War dieses, vielleicht war da, stimmte da irgendwas nicht? Der Ede möchte gerne darauf aufmerksam machen, dass aus irgendeinem Grund ich der Werwolf bin, oder? Nein, ich guck dich nur an. Ja, das ist genau, ich kenne den Blick. Das ist der Todesblick. Wir sind zu neun, das heißt, jeder Dritte ist Werwolf. Also, eins, zwei, drei. Ah, ungezählt nicht, na gut. Drei? Aha. Nein. Okay. Eins, zwei, drei. Also, jeder ist sehr ruhig, also, finde ich auch. Du, ja, du hast was schon mehr gesagt als Valentin. Nee, ich habe leider nichts gehört. Ich wünsche mir etwas. Ja, okay. Okay. Ich kann dich nicht beschuldigen. Also, es ist halt so. Valentin, du darfst ja gerne was sagen. Es ist halt so, die erste Runde ist immer am schwierigsten, weil man hat ja noch nichts, was man machen kann. Aber es sind ja sehr viele erfahrene Spieler dabei, die sich auch schon lange kennen und vielleicht auch in den Gesichtern der anderen Sachen lesen können. In der ersten Runde ist meistens der Hinweis, hat man was gehört, irgendwie hat's geraschelt, das muss dann schon meistens ausreichen, um jemanden unschuldig zu überführen. Ich glaube, es ergibt aber Sinn, total Sinn, dass man den anschuldigen würde, der gegenüber sitzt. Weil gerade am Anfang, man ist noch nicht so drin, der Wolfskörper, er will noch nicht so richtig Haare an Stellen, die man nicht erwartet. Dann zeigt man einfach mal auf die andere Seite. Ja, das wäre ja aus deiner Situation, sag ich mal, perfekt gewesen. Ja, das ist schon. Ja. Das stimmt. Aber ich habe, also hier hat sich nichts bewegt. Wir beide sind safe. Deswegen, also da. Aber vielleicht sollten wir erst mal so dran gehen. Wer hier hat was kann denn Bella nicht leiden? Aber da kommt Valentin. Ja, gut, Valentin. Aber das kommt natürlich jeder jetzt in Frage. Klar, wir hassen uns. Aber das heißt ja nicht, dass ich, wenn ich hier nicht unschuldig wäre, das. Warum hasst ihr euch so sehr? Ich wäre total verräterisch. Wenn jeder weiß, dass ich die Person hasse, dann die als erstes zu nehmen, wäre es so blöd. Ja, aber genau umgekehrt, ne? Weil du willst uns ja jetzt nur glauben machen, dass das die logische Wahl wäre. Aber eigentlich. Das ist ein Totschlagargument. Also das kann man immer sagen. Ja, Totschlag. Ja, weil es richtig ist. Also. Ich würde mal Nils in die Waagschale werfen. Weil Nils oder Ede würden wahrscheinlich. Ich will dich gerade, ich will dir helfen. Ach so. Die beiden hätten wahrscheinlich mich genommen. Oder Florentin oder so. Einen der Leute, wo sie sagen, den kann ich ruhig rausekeln. Aber Bella direkt in der ersten Runde rauszukegeln, ist ja auch ein ziemlicher Dick-Move, ne? Weil die ja auch nicht so häufig dabei war und so. Also es muss jemand sein, der nicht Nils, ich war ja auch nicht häufig dabei, also, aber Nils, nicht Nils oder Ede. Ich glaube, beide sind safe. Entschuldigst du dich jetzt gerade bei Bella? Das ist jemand, der moralisch richtig verdorben ist. Schön. Das wollte ich sagen, es muss jemand Verdorbenes sein, ja? Okay. Dem alles egal ist. Ja, okay. Aber jemand, der nichts zu verlieren hat, vielleicht. Dass Bella ihm das nicht übel nimmt, ihm oder ihr. Auch wichtig. Na? Ihr seid sehr gut befreundet. Ich habe eine Idee. Ja. Also, dass Bella rausgevotet worden ist, spricht ein bisschen dafür, dass die Wölfe vielleicht nicht Simon, Eddie, Florentin oder Nils sind, weil sie ihr mehr Geld verdient als sie. Das heißt, Das ist dein Argument? Nein, pass auf. Das heißt, wahrscheinlich würden sich Wölfe, die weniger, also die Untergebener sind, euch nicht rausvoten, sondern eher jemanden Gleichwertiges. Nee, gerade rausvoten. Dann. Also gerade dann müssen wir einen rausvoten. Also, aber welche Ferien? Nein, wir brauchen jetzt unter jedem kurz das Gehalt, das ist anständig. Aber welche Ferienjobs hier im Camp sind denn die hier ein bisschen mehr besser bezahlt sind? Weil dann wir kommen zu diesem Punkt zurück, wenn wir rausgehen, wir werden uns. Aber der Ansatz ist erstmal interessant. Wer traut sich, so eine Unschuldige, wirklich so eine ganz Liebe, die eigentlich nie irgendwie was macht, Bella, direkt in der ersten Runde. Stimmt, normalerweise. Das ist schon ein bisschen eklig. Würde Marco rauswerfen, normalerweise. Marco ist nicht da. Fühlt man sich auch nicht schlecht bei, sondern das ist so, denkt man sich, nee, ist richtig. Und ich würde halt eher umgekehrt denken, so ein von uns in der ersten Runde safe, da bist du immer, da kannst du immer Stärke demonstrieren, so ein von den gut bezahlt. Es gibt einfach Koordinationsschwierigkeiten. du musst einfach ganz links, so man will nicht lange, sondern man macht einfach weil, so, wie gesagt, zack. Die Gelenke wollen noch nicht und dann, hier links. Ja, genau. Also, ich glaube zum Beispiel, keine kannst du genau, Matthias, und ich glaube, Matthias und Simon sind raus. Zeigen, wie du das so. Es ist der Weg des geringsten Widerstandes, da gehst du immer nach vorne. Das heißt, wir sind verdächtig. Vor allem Valentin. Valentin, was sagst du? Moment, ich bin zu meiner Verteidigung zu sagen, ob man jetzt im Aufwachen so macht, oder so, ist jetzt eben nicht so der Bewegungsaufwand, der das unterscheidet. Das ist schon, aber ich meine, ich glaube, Simon hat schon wieder vergessen, dass Bella da sitzt, ehrlich gesagt. Saß. Das weiß ich. Na gut, aber wir haben ja drei Wölfe. Also die Chance, dass alle drei jetzt hier auf der Seite sitzen,
Also gibt es denn noch andere Kandidaten? Moment mal ganz kurz. Dieses Kind da hat einfach meine Jacke in der Nacht gestohlen. Guck mal, jetzt muss ich diesen Scheiß tragen. Eigentlich passt das. Ich habe dir die damals geliehen in der dritten Klasse schon. Du hast sie nie zurückgebracht. Ich bin sogar zu deiner Mutter gegangen. Da hat die gesagt, du wärst nicht da. Und weil ich den holen wollte. Ich melde mich bei deiner Mutter. Die holt dich heute noch ab. Das klingt wie eine Drohung. Das klingt hier wie ein Nebelkerzen. Wir sind nicht Spaß zu haben, okay? Aber wer hat denn ein Motiv? Weil ich habe ja gehört... Hunger? Ist Hunger ein Motiv? Ich habe ja gehört, dass Lüdi eifersüchtig auf Bella gewesen ist, weil die was mit dem Boy hatte, den sie mag. Mit dem Boy? Mit dem Boy? Sag, wen du magst. Ich habe dir das im Vertrauen gesagt. Ja, aber da gab es doch keine Werwölfe. Wow, ey, was für ein Dick-Move. Das ist schon krass. Wow. Aber wir haben hier eine konkrete Beschuldigung. Sehr aggressive Rombe. Also, wir haben Lydia und Valentin. Ja. Sonst noch jemand? Wieso? Ich dachte, jetzt sind wir weg von mir. Sonst noch. Ich bin das Gesicht der Anti-Werwolf-Bewegung. Schon in frühester Stunde. So, ja? Also. Als du das vorhin so demonstriert hast, das ging dir viel zu leicht. Dieses Zeigen, das war so, für dich war das so, als hättest du es eben schon mal gemacht. Das war so. Nee, ich meinte ja so. Ich hab eine Idee. Jeder von uns zeigt jetzt einmal dahin, wo Bella gesessen hat. Okay? Das finde ich. Das ist sehr gut. Bitte einmal auf Bella. Super, würdest du auf Bella zeigen? Mach das mal alle gleichzeitig. Das ist alle gleichzeitig. Also ich kann es gar nicht. Ja. Guck mal, das, und der Handschuh passt auch rein. Oder was? Das hätte jeder. Nein, zeig einfach mal. Ja, genau. Das geht überhaupt nicht. Geht gar nicht. Wir sind raus. Guck mal, Walle, guck das mal. Du zitterst. Oh, du zitterst. Moment mal. Stopp. Ich zitter immer. Ich gehe das Finale von Last Been Standing an. Ja. Da habe ich das Zittern fast verloren. Gut, also, das ist das Argument. Wir haben noch mal was sagen. Darf ich noch mal was es ist jetzt so, wir, gut, ja? Es ist die erste Runde. Ich finde es eine sehr gute Diskussion für die erste Runde, aber die Leute wollen Blut sehen da draußen. Okay. Ja, komm, das heißt, Lydia, sonst noch jemand? Was? Wir haben Walle, wir haben Lydia, sonst noch jemand? Ich und Florentin, weil er natürlich die erste Wahl auch andere Leute war jetzt so, also Lydi, tut mir leid. Derjenige, der immer, der immer als erstes Namen nennt, der ist immer verdächtig. Bin ich auch. Also dann wir drei. Tut mir leid, dass ich dich beschuldigt habe, Girl. Lass uns mal dann Walle, Lydia und ich. Ich will es nur ein bisschen, wir müssen vorankommen. Also, wir heben jetzt mal unsere Hände, unsere hier, diese Finger. Nicht, das auch gut, sehr, sehr gut. Fantastisch. Ich bin unschuldig. Herr Sapp, genau. Was macht ihr, warum hebt ihr jetzt die Hände? Ja, das ist hier der Rausfühlfinger. Wir heben den Rausfühlfinger. Dann in eine Richtung. Er sagt, wir heben die Hände. Falsch verstanden. Genau, wir heben den Rausfühlfinger. Akkurat. Aber warte mal, wir können ja alle nur geradeaus zeigen, Leute. Der Theorie, oder? Stimmt. Ja, das hilft. Stimmt. Aber, ja. Das geht leider nicht anders. Und ich zähle von 3 auf 0 runter und da zeigen wir alle auf die Person, die wir jetzt das Camp, die abgeholt werden sollen. 3, 2, 1, 0. So, wer zeigt auf Valentin? Bitte mal. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Drei Leute zeigen auf Valentin. Zeigt ihr auf Valentin? Alle, die auf Valentin zeigen, jetzt mal kurz, weil ich. Ach so. Weil es so schlecht für mich zählt. Moment, alle, die auf Valentin zeigen, heben jetzt die Hand. Ja, damit ich das zählen kann. Wie, du gehst jetzt einfach noch mit spontan oder was? Ich habe doch von Anfang an so gemacht. Ey, das sind die meisten. Es sind halt sehr viele. Wer hat noch woanders drauf gezeigt? Wer ist noch übrig? Wo hast du ihn jetzt? Auf Florentin gezeigt. Auf Florentin. Florentin, wo hast du ihn gezeigt? Den merken wir. Wir merken wir. Ach so. Gut, ich danke. Glaube, das ist relativ fast eindeutig. Valentin, ja, es wurde jemand. Du kannst mich abholen. Die sind ein bisschen. Ganz kurz, werden die abgeholt oder saufen wir den im See? Das könnt ihr euch entscheiden. Wer ist für saufen? Ich bin für abgeholt, ist schlimmer. Gut, Valentin wird abgeholt. Ich bin gespannt, wie deine Mutter aussieht. Komm mal. Mama, jetzt komm. Ja. Das ist immer so peinlich. Immer so mit deinem Fingernägel wieder. Mami, komm mal, wir gehen jetzt. Ja. Wer hat alles auf Walle gezeigt hier aus der Reihe? Ja, pass auf. Alle? Was ist er denn? Ja. So, und wir erfahren jetzt, ob der kleine Valentin, der jetzt gerade gegangen ist, ob... Krane, auf wen hast du gezeigt? Auch auf alle. Ob er ein freundlicher Campbewohner war oder ob er jetzt den Fluch des Werwolfs mitnimmt zu seiner Mutter. Ja! Ganz kurz. Der Einzige, der nicht auf Walle gezeigt hat, war Matthias. Gut, aber es wird jetzt auch Nacht. Müssen wir uns merken. Okay, warte mal, das macht's aber krass. Das heißt, ja, aber es mindestens wird Nacht. Das müsst ihr, ein Wolf. Das müsst ihr morgen besprechen. Sorry. Denn es wird jetzt Nacht. Ja, Nachtruhe ab jetzt. Oh mein Gott, das sind aber krass. Ja, gut. Es ist dunkel, ihr seid alle noch in Aufruhr. Valentin, der euch verlassen hat und Bella, die gegessen wurde. Es war alles ein bisschen viel für eure kleinen, beeinflussbaren Gehirnchen. So. Schluck auf. Nee, aber die Hexe hat mich Bella gerettet, fällt mir gerade auf. Das träumst du. Du träumst und murmelst vor dich in die Hexe. Was hat die Hexe getan? Warum hat die Hexe nicht Bella gerettet in der letzten Nacht? Was ist passiert? So.
ihr schlaft da, es ist unruhig, es ist ein bisschen schwierig. Die Grillen zirpen auch ein bisschen brutaler und aggressiver als vorher scheint so zu sein. Und die Werwölfe erwachen. Schlafen wieder ein. Im Camp geht das ja alles recht schnell, da sind die Wege ja kurz. Die Hexe erwacht. Die Hexe kann sich entscheiden, ob sie diese Person retten möchte. Und ob sie vielleicht noch jemanden töten möchte. Okay. Der kleine Valentin ist zwar aus dem Camp abgeholt worden, aber ist nicht so weit gekommen, als dass er am Waldrand nicht noch ordentlich rumbrüllen würde. Der Seher erwacht. Und? Ja, der Wecker klingelt schon wieder um 6.30 Uhr. Die erste Frühsportlektion steht an. Schwimmen im See, so, das machen ein paar Leute mit. Aber die anderen werden natürlich auch wach. Wer zum Frühstücksdienst eingeteilt wird, kann aufstehen und schon mal irgendwie ein bisschen den Hagebuttentee. Gibt's Pfannkuchen? Auch noch 5 Minuten. Donut. Bitte. Ja. Oh, ich hatte wieder keinen Sex. Also wie jede Nacht. Okay. Was ist denn das für ein Zimmer? Weird Flex, but okay. Bist du oben oder unten in dem Bett? Ist ein Top oder Bottom? Oben. Okay. Oben. Erzähl uns mehr, wie ist es so da oben? Ja, okay. Das Leben ist ja, ihr seid ja in so kleinen Häusern untergebracht, ne? So wie man kennt das früher von den Jugendherbergen. Also ein Barmzimmer, die Mädchen sind natürlich im anderen Zimmer als die Jungs und so. Man also schreibt so unter die Betten, ja. So Nachrichten. Genau. Ich war hier. Genau. Alle? Das sind also die Gespräche, die so morgens, also der Hagebuttentee ist, wie man das so wünscht, lauwarm. Die Sportler unter euch kommen von den 300 Metern. Das wäre dann nicht. Wasser zurück, genau, kurz geschwommen, abgetrocknet. Dieser Eistee, dieser Krümeleistee auch. Ja, den gibt es auch tatsächlich. Oh, ja, der Zitronen. Pfirsich oder Zitronen? Butter, also der Toaster funktioniert auch nicht so richtig gut, es ist ein bisschen labbrig alles. Und euch fällt eigentlich auf, dass... Also es scheint der Flug der Karten scheint behoben zu sein, weil irgendwie ist nichts passiert. Alles. Freunde, good job. Ja. War der einzige genau. Offensichtlich, Valentin ist raus, das Problem ist behoben und so, aber naja gut, aber ja, okay. Könnt euch trotzdem drüber unterhalten, wen ihr echt gar nicht mögt. So. Ich würde gerne über Edes Theorie nochmal reden, weil das einer der Werwölfe vermutlich auf seinen eigenen Werwolf gezeigt hat. Muss ja. Ich weiß nicht, haben wir wirklich, wir hatten doch bestimmt 2 Leute. Außer die drei beide. Leute. Matze. Also Matze. Beide Werwölfe ja, haben auf Valentin gezeigt, weil Moment, ich bin kein genau. Werwolf. 2 Werwölfe haben auch den Werwolf gezeigt. Ja, es ist so. Nee. Also Valentin hat ja auch auf wen anders gezeigt. Nochmal, was? Valentin hat auf jemand anders gezeigt. Valentin auf wen hat er gezeigt? Das würde ich auch nicht sagen. Valentin hat auf mich gezeigt. Doch, der war ja Werwolf. Okay. Valentin hat auf jeden Fall. Auf wen hat den Valentin gezeigt? Ja, ich glaube aber, das ist egal. Also, wir sind weiterhin safe. Er muss ja auch auf jemanden zeigen. Genau. Das alle wissen. Aber ich glaube, das ist vernachlässigbar, Ede. Was wichtig ist, dass Matze nicht auf den Werwolf gezeigt hat. Das heißt. Ey, nenn mich nicht Matze, okay? Matthias hat nicht auf den Werwolf gezeigt. Damit ist er selber Werwolf. Darf ich mal ganz kurz was dazu sagen? Weil ich glaube nämlich, dass. Ja, das besteht, die Möglichkeit besteht absolut, weil sonst würde es nämlich bedeuten, dass zwei, also quasi ja beide Werwölfe nicht auf den Werwolf gezeigt haben, wenn du kein Werwolf wärst. Das wäre extrem krass auf jeden Fall. Nee, aber beide Werwölfe hätten dann auf Valentin gezeigt. Das hat er auch gerade gesagt. Ja, das habe ich ja gesagt. Das, ja. Aber die hätten sich minimiert, wie dumm. Aber ich weiß nicht, ob ich es richtig in Erinnerung habe, aber ich glaube, du hattest auch zusammen mit Simon Walle auch ziemlich ins Kreuzfeuer genommen. Ich habe zumindest die Richtung genannt und der Angriff von Valentin kam, glaube ich, hier drüben. Der erste, der Valentin genannt hat, war Florentin. Also Florentin war sehr aggressiv. Also entlastet es dich doch nicht. Dass wir Valentin angegriffen haben. Hä? Matthias. Inwiefern sollte mich das entlasten? Ja. Hat jemand die Nummer von Matthias? Wenn du die Aufmerksamkeit auf den Wolf lenkst, ist das ja grundsätzlich schon mal eine Entlastung für dich. Ich wollte dich gerade verhindern, dass sich alle auf dich stürzen, weil ich in Erinnerung hatte, dass du auch auf Walle ein bisschen raufgegangen bist. Das ist richtig. Was nicht heißen soll, dass du es nicht bist. Das ist aber so. Matthias ist auch ein bisschen unerfahren. Er ist ja heute das erste Mal dabei. Und er hätte checken können, dass quasi der Wind
gegen Walle ist und dann einfach mitmachen können. Aber er dachte vielleicht auch in seiner Unerfahrenheit, okay, nee, ich muss wen anders nehmen. Das Gleiche wollte ich auch sagen, ich bin da komplett bei dir. Also eigentlich wollte ich so ein bisschen, damit wir auch ein paar mehr Anhaltspunkte bekommen für später, falls jetzt alle gegen Valentin, ich dachte nicht, dass es so eindeutig ist, dass hier wirklich alle gegen Valentin geht, dass hier so alle so Mitläufer sind, sogar die Wölfe, beide Wölfe Mitläufer sind. Ich möchte das nur noch mal herausstellen für später. Das ist das Interessante, weil die Wölfe müssen sich ja schon bei der Diskussion gedacht haben, okay, wir verlieren Walle so oder so, also wollen wir nicht uns die einzige Chance aufdenken, also die Flucht nach vorne. Und das spricht doch eher oder aber das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, sie fanden Walle so scheiße, dass sie gesagt haben, wir machen lieber als zwei Wölfe. Der bringt uns genau. Ich dachte halt, weil wenn es nur, wenn alle zusammen auf einen gehen und der dann weg ist, dann bringt das halt nichts an Diskussion für die nächsten Tage. Gibt es denn noch jemand anderen außer Matthias? Es gibt halt, wir haben aber noch einen Hinweis nicht beachtet, nämlich die Hexe hat in der ersten Runde Bella nicht geheilt. Aber in der zweiten Runde hat sie geheilt. Ja. Warum? Wen hat sie geheilt? Es macht doch Sinn, in der ersten Runde nicht zu heilen. Weil man ist ja in der ersten Runde eh so ein bisschen überfordert, wen man rausschmeißen soll. Und wenn dann niemand gestorben ist, dann hast du noch weniger Anhaltspunkte. Es macht schon Sinn, dass sie sich selbst gerettet hat. Bella geopfert hat. Aber sie können sich selbst gerettet haben. Oder sie hat jemanden umgebracht. Kann sie beides eigentlich? Kann sie einen retten und jemand anderen umbringen? Aber dann müssten zwei. Aber es ist ja niemand gestorben. Aber es wird dann. Also, wenn den gerettet, den sie umgebracht hat, ob von der Hexe oder vom Wolf getötet. Nee, haben wir nicht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass in der zweiten Runde dann vielleicht so ein Powerplayer wie Nils ausgevotet wurde von den Wölfen und quasi die Hexe sich entschieden hat: nee, den lassen wir drin. Glaube ich nämlich. Kann auch sein. Noch eine Regelfrage. Für den Fall, dass jetzt Bella oder Valentin, also Valentin war ja Wolf, aber falls Bella jetzt der Seher gewesen wäre und direkt raus ist, wird trotzdem in der Nacht aufgerufen, ja? Das würden wir, ja, natürlich. Ja. Okay, damit das ist super geheim. Das werdet ihr nie erfahren bis zum Schluss. Ich mache das so, dass es keiner mitkriegt. Ich darf nicht, aber ich möchte einen Punkt einbringen. guck mal, wie gemütlich es Krane jetzt hat. Also der Einzige, der was davon hat, ihn raus. Wenn ich als nächstes umgebracht werde, dann Aber ich wollte noch mal auch in den Raum werfen, diese ganze Diskussion mit, dass es derjenige sein muss von der gegenüberliegenden Seite, die kam ja auch so von da. Ja, sie lag ja auch, wir lagen ja richtig. Ja, stimmt. Aber, also das mit dem Zeigen, ich glaube, das kam so ein bisschen auch von dir, ich habe es aber auch supported, weil es aber auch so ist, ne? Weil es irgendwie in der ersten Runde, du hast es auch gesagt. Wir haben nichts aus dem aber dadurch hätte Matthias ja zumindest von sich selber versucht abzulenken. Ich habe das Gefühl, wir können das abkürzen, weil wir sind uns, glaube ich, alle eine Meinung. Richtig. Oder gibt es denn neben Matthias noch jemanden anderen? Ach so. Ansonsten können wir das ist halt so ein bisschen das Problem jetzt von meiner Seite. Ich habe keinerlei Argumente. Ihr werdet nur sehen, wenn ihr mich umgebracht habt und ich die Unschuld bin. Jetzt versuche ich gerade noch irgendwas rauszugeben, aber ich habe leider auch keine weiteren Informationen. Krane sehr entspannt ist. Okay, und ich meine, Bella ist genau gegenüber und die andere Person ist nebenan. Also er muss einfach nur so machen oder so machen. Also es gibt auch noch den Seher oder die Seherin, vielleicht, die schon zwei. Ne, das sehen wir doch, wenn sie tot ist, sehen wir doch das. Nein, leider nein. Ich möchte dann noch kurz einmal, Nils wollte mich raushauen, das finde ich sehr löblich. Also der hat mir versucht, mir eine Argumentation zu geben, weshalb ich die Unschuld bin. Das möchte ich nur noch mal herausstellen, falls ich gleich nicht mehr da bin, dass ihr euch das vielleicht merkt. Oh. Das finde ich so sympathisch. Aber wenn du jetzt der Boss bist, das finde ich sehr gut. Nee, ja, ich... Aber jetzt will ich es wissen. Ich habe einen Gedanke. Matthias könnte ja jetzt sich ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, indem er quasi plausibel erklärt, warum er Florentin genommen hat. Das habe ich doch schon gesagt. Er war so Redelsführer, der direkt sagte, wen nehmen wir denn, so direkt die anderen Leute nehmen. Hast gesagt, also Angst so, ach, da und da, okay, wollt ihr noch wen anders? Nee, wollen wir abstimmen? Bevor wir überhaupt weiterreden, lass uns doch hier. Der Ball ist doch super. Er hat doch den Football. Ja, gut, weil er war in der ersten Runde. Ich bin Vertrauenslehrer auch, falls du mit mir nochmal privat. Aber er war in der ersten Runde nicht Bürgermeister, also Coach. Also ich fand den Coach halt sehr, sehr Gameplayer-mäßig so. Ich will nicht, lass mal die Diskussion gar nicht irgendwie in meine Richtung. Wir nehmen mal direkt die beiden, das ist cool, die nehmen wir. Das bin ja nicht ich. Okay, ich würde gerne mal eine Sache noch fragen. Kann man bitte jeder sagen, also wer hat nicht auf Walle gezeigt? Du, ne? Weil du warst wirklich der Einzige? Ja. Oder ist hier irgendeiner, der sich so wegwieselt oder eigentlich auch nicht auf Walle gezeigt hat? Weil ich weiß es nicht. Das wäre zu riskant.
Du zum Beispiel? Aber wir wissen nein, ja, ich habe auch auf meine wir wissen ja auch, dass die Wölfe auch unter denen sind. Das ist also kein Prädikat für irgendwas. Ich hätte zumindest gerne mal gewusst, welche Leute denn wirklich woanders. Weil du bist noch neu. Bei dir, glaube ich, hast du den Fehler gemacht, nicht auf Walle zu zeigen, obwohl du Wolf bist. Ich sag jetzt ich glaube, du hast es einfach. Ich sag mal was Matthias nämlich meiner Meinung nach entlastet, ist nämlich, dass ihnen keiner hilft. Dass die Wölfe auf Walle gezeigt haben. Und ich mir irgendwie, ich weiß nicht, wie sie kommuniziert haben, aber warum hat dann, wenn er der Wolf wäre, die Memo nicht bekommen? Also ich fand, ich fand die Diskussion nicht so krass eindeutig, dass alle auf Valentin zeigen, aber beide Wölfe haben sich gesagt, nö, das ist eindeutig, wir müssen Valentin opfern. Aber soll ich mal das was sagen? Als jemand, der Walle auch schon mal so bei Montagsmaler und so gesehen hat, das kann auch ein Nachteil sein, mit Valentin zu sein, ne? Also vielleicht haben die Wölfe auch einfach gesagt, so oder so. Er hätte es ja einfach gemacht, wenn er auch auf Walle gezeigt hätte. Dann hätte er sich ja überhaupt gar nicht null verdächtig gemacht. Ey, was Matze er wirklich hat nicht gedacht, dass es so einseitig war. Was Matthias gerade wirklich entlastet, ist, niemand hilft ihm. Ja, aber das würde ich als Jemand auch nicht machen. Er ist verloren, aber es gibt keinen anderen Verdächtigen. Nein, aber dann haben doch die Wölfe verloren. Nee, warum? Es gibt doch nö. Ja, als Wolf würde ich doch jetzt sagen, natürlich schmeißt Matthias. Ja, du musst halt machen, was geht. Was machen wir, wenn. Also, wir nennen jetzt wahrscheinlich alle Matthias. Nein. Also, nur mal, ich will dieses Modell. Florentin, hör mal, was machen wir, wenn er unschuldig ist? Was ist dann? Ach, Pink Panther, okay? Was ist dann? Wir haben den Fernseher für eine Stunde. Oh, okay. Ich will das auf jeden Fall sehen. Florentin, warum bist du da so. Ich hätte ganz gerne, auf jeden Fall, ich würde es ganz gut finden, wenn wir noch irgendwie eine weitere Person hätten, damit, weil das jetzt. Ja, Fabian! Okay, Fabian! Danke. Fabian, du profitierst. Mel ist sehr ruhig. Mel hat eine Entschuldigung rausgebracht. Okay, wenn das euer Argument ist, dann nehmt mich. Sehr ruhig gerade in der ganzen Diskussion, sagt nichts und hat in der ersten Runde erstmal direkt angeschuldigt. Wir können Valentin sonst auch nochmal reinholen, dass er nochmal irgendwie was erklärt. Da gab es schon Anschuldigungen. Aber wenn das der Werbe sagt. Gut, okay, Freunde. Pink Panther kommt gleich. Ja. Das ist echt schwierig. Also der Fernseher läuft auch nicht. Der läuft auch. Manchmal gibt es diese Stromausfälle. Also da will man auch nichts verpassen. Erhobenen Hauptes. Genau, wir heben unsere Beschuldigungsfinger. 3, 2, 1, los. Gut, wer zeigt auf Matthias? Bitte einmal die Hände hoch, dass ich das gut zählen kann. 1, 2, 3, 4, es sind 5. Wer zeigt auf jemand anders? Wo hast du hingezeigt? Florentin. Florentin, wo hast du hingezeigt? Auf Mel, wo hast du hingezeigt? Fabian. Gut, das haben wir alles geklärt. Und es ist trotzdem Matthias, der. Wie wollen wir Matthias loswerden? Ertränken. Oh, ja. Aber er ist der beste Schwimmer. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Gewichte, Steine. Gut, also Matthias wird in den See geschmissen, aber er rettet sich ans andere Ufer, weil er nämlich wirklich sehr, sehr gut schwimmen kann. Hup, hup. Oh, Matthias. Der ist deine Mutter. Deine Mutter. Ah, Platz. Ja. Das fand ich sehr interessant jetzt gerade. Matthias ist weg. Ihr habt wieder was fürs Leben gelernt. Also wie ihr Leute rausekelt, wie ihr Leute loswerdet, ihr sitzt vor. Ihr guckt Pink Panther und ach so, wir erfahren jetzt mal ganz kurz, was war denn in Matthias? Es hat also einen Fadenbeigeschmack. Ihr guckt Pink Panther, aber so richtig lachen könnt ihr nicht. Oh nee. Wenn Inspektor Clouseau die Treppe runterfällt, irgendwie fühlt es sich nicht richtig. Entschuldigung, du hast gerade nicht unterbrechen, aber bevor das jetzt hier aus dem Kurzzeitgedächtnis verschwindet, ich würde gerne noch mal darauf zu sprechen kommen, wer Matthias an den Pranger gestellt hat. Bevor wir das gleich alle vergessen. Ja. Das ist ein Gedanke, mit dem sich diejenigen, die es getan haben, die ganze Nacht befassen müssen. Das war Fabian Krane, oder? Ja, aber es waren schon einige von uns. Okay, wir unruhige Nächte. Wir haben alle in den Händen. In unruhigen Schlaf. Ich wollte ihn wegsehen. Ja. Ich war mir so sicher. Ja. Ja. Viele von euch schlafen schlecht heute Nacht. Das wird nämlich Nacht. Die Lichter werden ausgemacht. Es wird sich viel gewälzt und irgendwie habt ihr das Gefühl, ihr habt was nicht Gutes getan. Der Matthias, er war immer so nett, er war so ein guter Schwimmer, er hat immer die Marmelade geholt, wenn jemand gefragt hat. Und es war eigentlich ein guter Typ und jetzt ist er weg. Und er wird euch vielleicht auch ein bisschen fehlen. Aber nichtsdestotrotz erwachen die Werwölfe. Die fühlen sich sehr zufrieden mit dem, wie das Ganze gelaufen ist. Sie schlafen wieder ein, sie haben sich ihr Ziel ausgewählt, wie das nun mal so ist. Und die Hexe erwacht. Und es ist jetzt kein Geheimnis mehr, dass sie jetzt keinen mehr retten kann, aber sie könnte jemanden töten, wenn sie wollen würde. Ja, dann schläft sie halt wieder ein.
und der Seeherr erwacht. Ja, damit wird es langsam morgen. Die Frösche quaken im See. Es tut mir wirklich leid, Nils, aber ich habe gesehen, wie du bemerkt, wie du dich bewegt hast. Entschuldigung, können wir das kurz bis nach dem Frühstück klären? Was machst du dann? Denn vor dem Frühstück müssen wir noch sehen, welches Bett. Hätten wir das Vergleich auf? Diese Informationen wollen wir gleich alle hören. Das ist sehr interessant, Arne, aber hold your fire. Denn heute Nacht war auch Gevatter Tod im Camp. Oh nein, ich hatte den perfekten Plan. Ja, ja, ist clever. Er darf nicht die Wölfe gut gemacht. So, ja, jetzt können wir Party machen, Leute. Ich hab voll Angst. Da ist schon wieder jemand tot. Einer eurer Kommilitonen liegt tot. Ey, fuck. Etienne ist nicht da. Was? Ja, was? Ist weg. Der pennt doch immer so lang. Der ist beim Frühsport vielleicht. Der wollte das never hören. Ey, der geht immer schwimmen. Und wir haben gestern Matthias, wurde da ja im See gesehen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt schwimmen geht. Ah. Du bist jetzt echt einer von denen, die an diesen Tarotfluch glaubt, oder was? Ist das jetzt dein Ernst? Komm. Ey, gerade hast du gesagt, wir sind davon, Angst. Der ist mich angelogen. Nur weil jeden Tag einer verschwindet. Ja. Okay. Blutflecken sind auf dem Bett. Irgendwas ist da passiert. Guck mal hier. Marmelade. Es gibt ja niemanden außer uns hier. Marmelade, die Matthias immer geholt hat. Hat er wieder im Bett gesnackt? Ja, das ist typisch Ede. Oder war seine Mutter schon da? Kangaroo. Snack or dead. Snack or dead. Der hat sich bestimmt abholen lassen. Was hatte Eddie, ich habe ja gerade noch gefragt, wer Matthias Initiativ beschuldigt hatte. Und hatte Eddie nicht noch was gesagt, bevor die Nacht angebrochen ist? Smart, hat er gesagt. Nein, aber da hat er davor nicht noch. Nee, das hat er beim Sterben. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, beim Sterben. Achso, du meinst quasi, wer es. Nils. Ja, jetzt kommst du mit deinen. Ich bin mir sehr gespannt, was du jetzt sagst. Ich habe halt einfach gemerkt, wie du dich bewegt hast. Was soll ich sagen? Ja, okay, super. Das kann aber auch eine Lüge sein. Ja, aber es ist keine Lüge. Okay. Bei Werwolf also, oder bei. Wo? Bei Werwolf? Also gestern Nacht, wir sind ja, bevor wir eingeschlafen sind, haben wir ja noch kurz überlegt, ob das, was du, also dass du Matthias angeschuldigt hast, dass das ja dann falsch war, dass du ja ganz schön verdächtig warst und dass du natürlich jetzt diese Runde direkt damit startest, noch bevor wir richtig aufgewacht sind, sofort Nils zu beschuldigen. Das macht dich halt. Für mich jetzt ein bisschen. Gebe ich dir recht, Mel? Gebe ich dir recht, das Problem ist nur, wenn du so eindeutige Informationen hast, sollst du dann jetzt irgendwie in der Diskussion warten, bis du dann irgendwann mal droppst. Ach übrigens, ich habe Nils bemerkt, wie er. Also es war halt einfach eine eindeutige Bewegung. Du hast nicht mal gewartet, bis wir die Leiche entdeckt haben. Ja, genau. Du bist aufgewacht. Hey! Nils! Du wusstest, dass jemand gestorben ist, bevor wir es wussten. Nee, vor allem, natürlich, jede Nacht stirbt jemand. Das weißt du doch gar nicht. Natürlich. Du wusstest offensichtlich, dass ich nicht gestorben bin. Nee. Aha. Nee, es hätte immer noch sein können, dass du stirbst, klar. Wenn du jetzt nicht der Werwolf bist, aber du bist halt der Werwolf. Klar. Ja. Also, es ist für mich eindeutig, dass einer dieser Werwölfe ganz klar hier sein muss. Also, ich glaube auch, weil. Ich wüsste aber auch nicht, wer. Mel ist so ruhig. Aber du bist halt Nils. Nils ist sehr selbstsicher. Er ist zu ruhig heute vielleicht einfach. Ich bin zu ruhig? Ja. Wer hat denn mehr geredet als ich heute? Ja, so, du ruhst so in dir. Es ist so eine souveräne Art. Du weißt, dass du eigentlich ungefährlich häufig in Gefahr. Und ihr meint also, die Souveränität kommt daher, dass ich mich in meiner Comfortzone, dem Wolfspelz, befinde. Ja, Ich schön warm am Start. Dankeschön. Ja, gut beschrieben. Ich finde das ein Punkt. Ey, also ich bin immer Fan davon, auch alle Argumente zuzulassen, aber ey, was soll ich gegen sowas vorbringen? Ja. Also wie soll ich mich jetzt dagegen verteidigen, wenn du wenigstens also das ist halt, das kann ja jeder sagen und soll ich jetzt sagen, nee, ich hab mich nicht bewegt oder was? Also das ist ja Quatsch. Also das, wenn du mich so anklagst, was soll ich sagen? Was hast du dich denn bewegt? Was war das für eine Art von Bewegung? Ich habe mich nicht mal wissentlich bewegt. Ich habe normalerweise, wenn die Nacht einbricht, sitze ich so. Ne? Mhm. Ja, ja. Nils, weißt du, was es ist? Raschelige Zeug da. Nils, ja, okay. Weißt du, was es ist? Der Aal, der sich hindert. Ja. Aber hast du noch mehr oder hast du das alles? Das reicht. Ja, vielleicht können wir noch ein paar andere Sachen. Ja, ich hab überlegt, weil gerade gab es zwei Verdächtige. Wie ist er noch? Und Fabian. Und jetzt sag ich mir, wenn Fabian vielleicht spekuliert, dass er eh als nächstes rausfliegt, hat er vielleicht jetzt noch die Chance, den Verdacht komplett abzuwenden, wenn er eh stirbt.
dass er jetzt noch mal auf Nils den Verdacht leitet. Wenn Fabian eh stirbt, dass er den Verdacht Dass er denkt, okay, jetzt der eigentliche Verdächtige war kein Wolf, also kommt jetzt der zweite Verdächtige in der Reihe, das bin ich, also sterb ich, also lädt ihn Verdacht von mir weg. Aber warum? Um vielleicht noch eine Runde rauszuholen. Aber warum bin ich der zweite Verdächtige? Weil es gerade nur zwei Verdächtige. Also du warst als Nächster so ein bisschen dran. Also das. Ja, genau, okay. Deshalb fand ich das jetzt halt so verdächtig, dass du als allererstes, da hast du mir sogar selber recht gegeben, dass du als allererstes sofort, natürlich, bevor es losging. Aber weil so eine Major-Info ist, du kannst ja so. Wenn du irgendwie einen Atomschlag mitbekommen hast, dann sagst du ja auch nicht irgendwie erst in der dritten Runde, ach übrigens, ich habe mitbekommen, da ist eine Atombombe eingeschlagen. Da muss ich jetzt in der Situation, auch wenn es mir zuwider ist, weil ich davon profitiere, wenn du rausfliegst, aber da die Logik erschließt sich mir nicht ganz, weil wenn er Wolf ist und wir töten ihn und dann sehen wir, dass er Wolf ist, dann ist ja klar, dass... Eben, deswegen will er nicht getötet werden, sondern erstmal dich töten. Wenn er denkt, ich sterb eh... Will er vielleicht dich noch mitnehmen davor? Aber wer sagt denn? Ach so, okay, verstehe, was du meinst. Weil ich sterbe jetzt zuerst und dann. Und nicht vielleicht Mel. Das kann ich natürlich nicht. Ja. Ja, wer sagt denn, dass ihr nicht beide Wölfe seid und einfach das Risiko eingeht, dass der eine sich rehabilitiert, indem er ja jemanden rauskickt? Wer von euch auch immer der anderen rauskickt, ist dann quasi der Safe. Ich bin ja eindeutig kein Wolf sozusagen. Man will nicht alleine Wolf sein. Echt? Nein. Aber lass, wir können. Ich war es einmal bisher und da hat Florentin mich in der ersten Runde rausgekickt. Insofern weiß ich es nicht. Also ich würde gerne mal zwei Sachen sagen, die mir noch aufgefallen sind und die nicht nur sind, die sich bewegt. Und es tut mir leid bei aller Sympathie. Und du hast mich gerade entlasten wollen, das rechne ich dir hoch an und ist vielleicht ein bisschen dumm, das jetzt zu sagen, aber ich habe dich ja vorhin auch gewählt. Das hätte mich interessiert, warum. Und, genau, und der Grund, weshalb ich dich gewählt habe, ist, dass du zu einem Zeitpunkt, wo Matthias und ich weiß gar nicht mehr, wer war der zweite, Lydia? Wo wir so zwei rausgepickt hatten, da warst du dann sehr bestimmt und gesagt, komm, dann lass uns jetzt mal zur Wahl ohne schreiten und warst dann auch Coach. Sehr interessiert. Ich weiß, Coach. Wir haben Training in 20 Minuten. abseits das Recht davon. Aber normalerweise ist der Bürgermeister ein ganz normaler Spieler, bis auf die Situation, wenn er quasi einen Putt auflösen muss. Und du warst da schon sehr, du hast nicht viel gesagt, aber so in dem Moment, wo du wo du quasi sagen konntest, okay, jetzt die beiden sind jetzt eingeloggt, das ist so, da warst du dann, hast du auf einmal was gesagt. Da fand ich schon so, Aber Valentin war es ja. Ja, genau. Also ich würde ja nicht in der ersten Runde als Werwolf den Verdacht ziehen. Nee, so ich weiß nicht, ob das die Runde war oder die mit Matthias und. Ja, Matthias, da haben wir uns verrannt. Das war ein, genau, das aber war da ein hast du das ja auch gemacht. Das war eine Lawine der Unwissenheit. Genau, und deswegen, die da niemand losgestoßen wurde und die nicht mehr aufhalten. Genau, das war der Grund, weshalb ich habe ja in der Runde gegen dich geworden. Genau. Okay. Und da warst du so, als der Fokus auf Matthias war, so sehr ganz bestimmt, okay, let's go for it. Und by the way, falls ihr euch daran erinnert, auch du, Fabian Krane, ich habe übrigens Matthias versucht zu entlassen und ich habe auch nicht auf ihn gezeigt, so, und ich würde ganz gerne mal von euch wissen, wer auf Matthias gezeigt hat. Ja. Ich glaube, alle außer du und so, und das sind. Aber Fabian, ganz kurz. Wenn Nils Werwolf ist, warum deutet er nicht auf Matthias bei der Abstimmung? Weil er weiß ja, dass er kein Werwolf ist, deswegen er will ja, dass er rausfliegt. Ist er sich so sicher, dass alle gegen Matthias sind? Kann schon sein. Also der das wäre die Logik. Und dann, wenn er weiß, nee, der wird kein Werwolf sein, kann ich jetzt mein Standing verbessern, wenn ich jetzt auf jemand anderen zeige. Ja. Also ich finde, Nils ist schon... Ist schon auch nicht ganz. Gut, kann ich hier nochmal. Ich wollte gerade sagen, kann ich mal ein bisschen was hören hier von euch? Ja, also du kannst gerne gleich. Stimmt. Zwei Sachen würde ich gerne sagen. Also, du hast gerade gesagt, dass Nils und Lydia nicht auf den. Genau. Okay. Lydia hat auf Krane gezeigt, Nils auf mich. Weil Nils ist immer ein bisschen suspekt, aber ich könnte es bei ihm nicht sagen. Ganz ehrlich, ich vertraue auf Krane, wenn der sagt. Aber ich will nur eine Sache sagen. Als ich hier saß, habe ich ein sehr verräterisches Magengluchsen gehört aus dieser Richtung, wo ich schon dachte, aber Magen hat man nicht Kontrolle. Habe ich im Kopf gedacht. Naja, Magengluchsen hat jeder. Aber dann dachte ich mir, wann kommt es zu Magengluchsen bei einer Veränderung der Position? Rechtfertige dich. Oh, wenn wir es mal auf jemanden zeigen. Und das fand ich, das ist mir aufgefallen. Ja. Wollte ich nur sagen. Wie kann man noch gegen sagen aus der ersten Runde? Die du mehrfach zurückgenommen hast. Wisst ihr, was Megas? Was ist denn da los? Du bist auch gegen mich geschossen und seitdem hast du nichts mehr gesagt. Ja, aber man muss ja irgendjemanden nehmen in der ersten Runde. So. Wisst ihr, was mega smart ist? Dass Lydia ihre Bäckchen rot gemacht hat. Weil da merkt man gar nichts, wenn sie rot wird. Das stimmt. Das ist gerade. Also, du bist dir sicher bei Nils? Ja, gute, nur um das mal zu Theorie. Ja, es kam von da. Okay. Gut, aber, genau. Also, ich glaube, wir können mal wieder abstimmen. Wir haben jetzt viele Sachen gehört. Simon, was sagst du, Nils? Lydia knurrt mit dem Magen, kann nicht rot werden. Kann mich nicht. Nils, ja, du machst dich schon wieder. Aber wir müssen. Okay, Nils, aber es tut mir leid, Krane schuld. Pass auf, ich versuche Argument. Ganz kurz, bevor wir das jetzt machen, ich möchte ja gerne auch irgendwie das Dorf noch retten. Ganz kurz. Das Einzige,
was gegen mich spricht, ist, dass Fabian Krane glaubt, er hat was gehört. Ja. Das und, das. Und bevor wir jetzt hier... Ihr seid so dumm! Bevor wir das bei das Leben des Brian hier von wegen, sie ist eine Hexe und so weiter. Ich bin meine Freundin, Brian. Ich bin voll dafür, dass jeder, und das ist auch natürlich meine Position, jeder muss abgeklopft werden und jeder ist auch mal im Fokus des Misstrauens und das ist auch für mich völlig in Ordnung. Aber das, ganz kurz, das ist das Einzige. Und was ich dagegen vorbringen kann, ist, dass ich... für Matthias gewotet, nicht für Matthias gewotet habe, dass ich ihn sogar noch entlastet habe, ja. Dass ich sogar noch gegen Leute gekämpft habe, die ihn beschuldigt haben. So, das sind harte Fakten. Ja, und ich kann mich auch hinsetzen und sagen, ich habe was gehört in der Richtung und das und das und auf einmal so, ja, der muss es sein, weil so, und das ist halt. Ist, okay, ich habe mich umentschieden. So, ist, yeah. Also ich fasse das kurz zusammen. Also du hast sie gehört, wie sie geknurrt hat. Ja. Du hast ihn gehört, wie er geraschelt hat. Du hast es sehr bequem. Du bist sehr dominant. Und du aus irgendeinem Grund. Sehr still. Ich bin echt schüchtern, das beschuldigst ihr alle. Beschuldigst du Lydia nicht mehr. Es sind alles, ja. Also sehr viel gerade hier. Und vor allem, Karl ist gerade super beleidigt. So offensichtlich. Ja, ich weiß nicht. Sicher, dass da nur drei wären? Nee, das nervt mich. Der Einzige, über den ich gerade nichts gehört habe, bist du, weil du gerade so fröhlich und glücklich da bist. So, das sind. Ja, wir haben jetzt über alle was gehört. Ich muss auch schlafen gehen hier. Denke, wir können jetzt mal. Bettruhe. Abstimmen. Ja. Achso, nee, wir müssen erst abstimmen. Es wird hier nicht geschlafen, bis hier nicht jemand rausgeworfen wurde. Ihr seid halt garstige Teenager oder Kinder, die jetzt irgendwie was. Ich hab schon meine Hand. Ich heb schon meine Hand. Ja, gut, okay. Streber. Genau, wir heben unsere Hände. Die oh, achso, ich war schon mal. Ich zeige Finger. Ich zähle wieder auf 0. Haben wir uns geeinigt eigentlich? 3, 2, 1, 0. So, wer zeigt auf Nils? Einmal die Hände wieder hoch, dass ich das sehen kann. 1. Oh, nee. 1, 2, 3. Wer zeigt. Entschuldigung, auf Nils, sorry. Ja, ich habe auch gerade. Ich hab auch gerade passiert. Wer zeigt was? Wer zeigt auf Nils? Ich habe auf Krane gezeigt, sorry. Okay, wer zeigt denn jetzt auf. Wer hat auf Nils gezeigt? 2. Wer hat auf Krane gezeigt? 3. Wo hast du hingezeigt? Mel. Auf Mel? Ja. Hm. Okay, gut. Das sind also, ich würde sagen, Krane. Ja, das ist die Mehrheit, die auf mich zeigt. Ja. Das ist korrekt. Deshalb würde ich jetzt gehen. Okay, brauchst du jetzt nicht so beleidigt. Aber wir sind trotzdem also, Freunde. Okay, okay. Wow, okay. Also wie warum holt dich denn der Tod nicht ab? Weiß ich nicht, geh. Na, es geht halt, ich hätte es auch noch gefragt, wie wollt ihr ihn loswerden? Also, wird er auch ertränkt oder wird er ausgeschickt? Ja, er geht in den Wald und war nie wieder gesehen. Wölfe haben keine Feuer Mütter, was? So. Oh, so, aber jetzt muss der doch... Krane. Echt. Ein blutiger Wolf oder ein fröhlicher Mensch? Oder ein lustiger Uhu? Nein! Okay, nein! Ey, Nils! Tini, so. Ich hab ein bisschen Angst. Oder wie weiß ich? Ich weiß gar nichts mehr. Ich trau keine mehr von euch. Ganz kurzer Zwischenstand. Es sind noch zwei Wölfe da. Und es sind noch, wie viele sind wir noch? Drei Menschen da. Es wird also, es wird langsam ein bisschen knapp, denn eventuell nach der nächsten Runde wird ein weiterer Mensch nicht mehr hier sein. Gut, es wird Nacht. Oh. Ja, das ist eine Nacht. Das fröhliche Surren von Kranes Schnarchen ist nicht mehr zu hören. Irgendwie fühlt euch einsam. Es macht nicht mehr so viel Spaß in diesem Camp wie noch am Anfang. Es ist halt so. Die Werwölfe erwachen, denken sich, na gut. Die Hexe erwacht. Könnte jemand töten, wenn sie wollen würde. Und der Seher erwacht, kann rausfinden, ob jemand ein Wolf ist. Und ring, 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 ring! Der Wecker klingelt! Heute ist das Wetter auch nicht so gut, es ist ein bisschen nieselig, so manchmal ist es ja so, es ist ein bisschen nebelig am Morgen. Und der irgendwas ist doch in der Nacht passiert. Irgendwas ist doch passiert in dieser Nacht. Oh. Nein, Tini! Nein! Okay. Nein! Nicht Tini! Ich! Okay. Okay, wer das ist, voll wer ist vom. Du hast schon wissen wir, wer vom Beide? Wolf und Beide. Wer vom. Hier von Dingsbums Hexe. Von der Hexe? So, ich. Wir wissen es gar nicht, wir klären das mal. Wir machen es normalerweise ja morgens nichts. Ich würde sagen, da zwei Personen jetzt gerade weg sind, können wir mal vielleicht erfahren. War da Mensch und war da Wolf? Ja, mach einfach, ist ja wurscht. Aber wer ist das? Wer war das? Ist egal, ne? Ach so, hä? Ja, vielleicht soll ich das so sagen. Mensch? Wolf. Und du bist der andere Wolf. Safe. Wolf. Safe.
Macht mir echt schwer, Leute. Diese Beschuldigung immer. Also, es sieht jetzt folgendermaßen aus. Es ist noch ein Wolf da und zwei Menschen. Wenn die beiden Menschen das schaffen, einen Wolf rauszuwählen, dann haben die Menschen jetzt wahrscheinlich gewonnen. Und ansonsten... Okay, wir haben nur noch also eine Nacht. Simon, du bist Coach geworden. Ja. So, das heißt, erklärt mir einfach, warum ihr es nicht seid. Wenn wir jetzt so ein Dreiecks, so Circle Vote machen, dann hast du am Ende die Entscheidung. Das stimmt. Also sollen wir vielleicht erstmal überlegen, wie wir uns vorgehen. Und lass uns jetzt, wir haben Zeit. Ja, das okay, aber fang ruhig an. Ja, ich möchte gerne wissen, warum du glaubst, dass ich es bin. Oder also warum du als erstes direkt auf mich zeigst. Das würde mich interessieren. Weiß ich nicht, weil die sind alle in der Schusslinie. Das ist dein Argument? Ja, du warst ja auch ein bisschen suspekt jetzt, ne? Du warst ja immer wieder mal so im Fadenkreuz und dann huscht er wieder weg aus dem Fadenkreuz raus. Also ist mir aufgefallen eben. Hm. Aber du, ich bin... Ich hatte Magenknurren. Ich glaube niemandem von euch, weil ich hätte bei keinem... Also ich bin so verwirrt mittlerweile auch. Für wen hast du... für wen hast du gewählt? Kannst du mir nochmal... Insgesamt? Ja, wen hast du so alles immer gewählt? Mel. Wann hast du Mel gewählt? Gerade. Stimmt. Eben davor. Stimmt, ja. Und davor habe ich Valentin, der ja auch einer war. Okay. Ja, scheiße, ne? Nein, das ist wirklich scheiße. Doch, aber du hast die ganze Zeit auch gesagt, Mel ist zu still, ja, Mel könnte zu still sein. Ich gebe zu, da hast du auf jeden Fall einen richtigen Riecher. Das war beides gut. Also und du würdest jetzt beide sagen, gewählt? Nils wär's. Ja. Ah. Ich will nur ihre Meinung wissen. Aber okay, lass uns, ist ja auch cool. Ich bin ja, für mich seid ihr auch beides Wölfe. Also dann, aber sag mal, was deine, weil vielleicht kann ich das ja ausräumen. Ja, warum ich denke, dass du es bist. Wenn du mich jetzt wählst, dann hast du verloren. Und damit dann hab ich verloren, wenn ich dich wähle? Ja, weil danach ist Nacht und dann bist du tot. Weil er kann mich dann umbringen. Er fährt noch unter dem Thema, nein, der ist ja nicht der Wolf. Mach das nicht so... leichtfertig, weil mit dir oder mit, also wenn du jetzt quasi dich auch schon, ich habe mich noch nicht festgelegt, aber wenn du dich auf mich festgelegt hast, verlieren alle. Okay, was sagst du dazu, Simon? Das ist deine erste Runde oder so, nur dass du die Regeln richtig checkst. Ich will jetzt noch ein bisschen schwimmen sehen. Ach so. Ja, okay, ich lege mich auch zurück. Ey, das Ding ist, ich bin jetzt wirklich nicht, ich will dich nicht leiden sehen, nur weil du Nils bist und ich das lustig finde, sondern du hattest ja jetzt gerade mit Krane diese Situation. Und du hattest mich am Ende schon überzeugt, wo ich dachte, ja, der hat einen validen Punkt. Der Krane ist es. Und jetzt war er es nicht. Und damit fällt ja nun mal irgendwie diese Last wieder auf dich zurück. Ja, okay. Weil irgendwie einer von euch beiden war es jetzt schon, würde ich behaupten. Aber das Ding ist, einer von euch beiden ist es. Und ich meine, ich halte dich nicht für so perfide, aber das ist natürlich auch völlig klar, in dem Moment, wenn Krane rausgewählt wird, ist natürlich der Depp, der quasi die Gegenposition zu Krane eingenommen ist, natürlich automatisch hauptverdächtig. Weshalb die Wölfe mich natürlich am Leben lassen, weil die genau wissen, ja okay, der Nächste, der im Fokus ist, bin ich. Also von daher ist es von dir oder von dir ein verdammt smarter Move, weil ich bin quasi... Dann kann es nicht von mir sein. Der Witz ist... Guck mal, ich frage euch wenigstens so, was sind eure Hintergründe gewesen, was habt ihr wann gemacht, weil ich bin daran interessiert, was sind die Fakten. Und alles, was mir entgegengebracht wird, sind irgendwelche komischen Gefühle, weil überprüft doch mal meine Alibis, wen habe ich denn gewählt? So, oder das fragt keiner von euch beiden mich nicht. Das mal fragen. Und da frage ich mich, warum eigentlich nicht? Wen hast du denn gewählt? Ja, genau, ich habe in der Runde 1 habe ich Walle gewählt. War Walle ein Wolf, ja oder nein? Walle war ein Wolf. Ah, okay. Aber das war die Situation, okay. wo alle den Wolf gewählt haben. Entlastet mich nicht. So, dann Matthias. Matthias war am Pranger. Wer hat Matthias verteidigt und wer hat Matthias nicht gewählt? Ich. Ja, aber das ist aber auch eine Situation, die man ergreifen kann, wo man denkt, oh, jetzt kann ich hier voll glänzen. Das machst du nämlich. Den Verdacht von mir. Ja, ist es. Aber am Ende am Anfang, kann ich das gleiche zu dir sagen. Du hast Mel gewählt. Ich habe bei alle Wölfe. Ja, aber du hast, pass auf. Wir haben gerade festgestellt, beide Wölfe haben Krane gewählt. Und dann, als ich sage, ich habe ihn gewählt, sagst du, ja, das haben die Wölfe ja gemacht. Aber bei dir redest du nicht drüber. Lass uns noch ganz kurz. Also für dich ist das eine Entlastung, für mich ist es eine Anklage. Dieselbe Aktion. Nächste Aktion, Mel. Es ist Nils, du kommst nicht gegen an. Nächste Aktion ist Mel. Mel sitzt hier. Keiner wählt Mel. Aber sie war immer aber suspekt. Eine Person wählt Mel, und zwar du. Und wenn du als Weil Wolf... Weil schon von der dritten Runde sie im Auge hatte. Aber wenn Mel
niemand im Fokus hat und du weißt, Mel ist der Wolf, weil du auch der Wolf bist, dann gibst du dir selbst ein Alibi, weil du wählst sie, aber bringst sie nicht in Gefahr. Das ist mega smart. Ich möchte nur eins sagen. Es war, also gerade alleine die Anschuldigung reicht nicht. Da stimme ich dir zu. Und du hattest hier auch ein paar Punkte, warum das für mich auch schwer geworden ist. Aber das in Verbindung mit dir, der du die ganze Zeit gesagt hast, Mel ist suspekt. Und es gab überhaupt keinen Grund schon vorher, also weil sie war ja so ein bisschen safe, weil sie so still war. Und du hast immer den Scheinwerfer so ein bisschen drauf gerichtet, zumindest mir gegenüber. Und da denke ich schon, na, du hast es einfach gecheckt, dass sie es war und wolltest das halt verbreiten. Werwolf würde es, glaube ich, nicht machen. Ich glaube, wir können langsam mal, das war sich viel Spaß. Darf ich mal eine Regelfrage stellen? Ja. Weil wenn nicht, dann habe ich es gerade aufgedeckt. Was denn? Wurde gerade gesagt, wer von den beiden der Wolf war und wer von den beiden... Ich habe es ja, Mel ist gesagt. Ja. Ich hätte zum Beispiel auch gedacht, Florentin hätte es auch easy sein können, weil der schon so direkt so aggressiv war. Aber das ist einfach sein Job als Coach. Wollen wir, ja, du willst, ne? Wollen wir abstimmen? Bevor wir das machen, wir können sofort abstimmen. Ja, aber ich fand, Lydia gerade, wieso muss ich Plädoyer sein? Du plädoyierst ja gerade. Lydia hat gerade Simon gefragt, was deine Wahlgeschichte war. Und das würde ich nämlich auch nochmal gerne wissen. Muss ich überlegen. Als erstes war es Walle, dann war es Matthias, das war ein Fehler. Und jetzt eben war es Krane. Okay, also du hast quasi... Du hast also gar keine Ahnung. Wieso? Walle war es und Krane war es nicht. Nee, und Matthias hast du auch gewählt. Ja, ich bin halt ein Gruppen... was soll ich denn? Gruppenzwang. Aber warum? Aber warum glauben alle, dass du es nicht bist? Das ist, weil, ich glaube, ehrlich, weil ihr mir das einfach nicht zutraut, dass ich das hier... Dass du die Karte gezogen hast. Wir trauen dir nicht zu, dass du die Karte gezogen hast. Nein, diese Schauspielerei, das Drumherum, dieses Taktieren, das traut mir keiner zu. Deswegen, sobald ich einfach Spaß habe, glaubt jeder, du bist auf jeden Fall nicht der Wolf. Und bisher stimmt es auch immer. Gut, ich glaube, ich würde das langsam abstimmen. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich auch, aber richtig gut. Nicht böse, Nils. Ist nicht persönlich, aber du bist tatsächlich der, den ich jetzt von euch beiden am ehesten. Okay, aber Lydia, ganz kurz. Ja. Ihr könnt auch gerne vertrauen, dein Bauchgefühl und deine Intuition. Der Wolf. Aber er merkt, wir sind zu dritt, er merkt, du bist auf mich fokussiert und er geht den Weg des leichten Widerstands, geht mit dir, er weiß, er hat schon gewonnen. Guck mal, wie er sich schon freut. Weil du jetzt einfach versuchst, irgendwie noch am Ende noch so den Wagen in die Kurve zu kriegen. Alles, was ich von dir will, alles, was du sagst, spreche ich dir nicht ab. Ist alles cool. Behalte, das ist super. Du hast dein Gefühl, deine Intuition, alles super. Danke. Aber bitte behalte das und guck ihn einmal an und überleg, ob es nicht vielleicht eine Option ist, dass es am Ende Simon ist und wir uns gleich richtig abfucken darüber. Das wäre so schön. Das wäre der Move des Jahrhunderts. Ja. Ich würde es feiern. Also bitte, macht's. Was bietest du mir denn? Überleben! Überleben! Du kriegst meine ganzen Kekse, die ich in meiner Box habe, die vor meinem. Okay, geil, wow. Ja. Nee, ich weiß, was mit den Keksen. Also, die schmecken nicht, ne? Nee, das war so ein Jungenspiel. Egal. Okay, also für mich mich entscheide, ich habe euch beide abgecheckt und ich entscheide mich für Simon einfach, weil er schon die ganze Zeit sich mega freut und keine Argumente akzeptiert. Und, das hier ist Gold. Okay, wie kann ich das nicht feiern? Ja, find's richtig gut. Ja, mir gefällt es auch gerade wahnsinnig gut. Wir heben die Finger bitte, die Todesfinger. Ich zähle wieder auf 0, 3, 2, 1, 0. Ah, ey, Lydia. Es tut mir voll leid, Nils. Wirklich. Ey, ich mag keine Kekse. Du magst. Na gut, zeig's dir. Wieder abgeholt, schick dir nach Hause. Bitte, was macht ihr mit ihm? Bitte, Nils, sei der fucking Wolf. Ey, der Vater soll kommen. Ey, du hast das ganze Dorf auf dem Gewissen. War der Wolf nicht? Ja! Es war so gut. Ich habe mich so nicht manipulieren lassen. Es war fantastisch. Wow. Das wir noch 10 Minuten weitermachen können. Es war so gut. Es war richtig gut. Fantastisch. Vielen Dank. Das war Runde 1. Ihr könnt direkt, glaube ich, abstimmen, wer der nächste Coach sein soll. Und wir gehen jetzt mal kurz in die Werbung. Wenn alle anderen wiedergekommen sind, besprechen wir mal kurz, was hier vorgefallen ist. Okay, das hättet ihr doch sagen können. Und wir sind wieder zurück. Es wird wahnsinnig diskutiert. Ja, ihr Heuler da drüben. Ich finde, das war eine wahnsinnig lustige Runde. Vielleicht wollen wir da noch mal kurz was Revue passieren zu lassen. Reiner Zufall, dass das jetzt die drei waren, weil ich habe immer hin und her verteilt. Also das war wie ich sehr zufällig. Was ist da passiert? Was haben wir daraus gelernt? Großer Respekt an Lydia für ihren Kill von Mel, der das Spiel gewendet hat. Sehr, sehr gut. Aber wie halt einfach diese Theorie stimmte, dass man nur so zeigen kann. Ja. Diese ganzen dummen Argumente sind immer wahr. Jetzt sind uns alle die erste Runde. Wo ist er? Er war ziemlich beleidigt. Beleidigt. Ja, er ist noch im Klo oder irgendwie sowas.
Ja, es war eine sehr, ich habe das sehr genossen. Also wir hatten eine Dreierkonstellation am Schluss, wie Nils noch versucht hat, alles rumzureißen, was irgendwie war. Ey, ich liebe Kekse, ne? Das hab ich mir gedacht. Sehr, sehr gut. Das ist ja eigentlich immer schon schwierig, wenn es wirklich drei sind, weil von sich selber weiß man ja eigentlich, ob man es isst oder nicht. Ja. Das heißt, ihr wusstet ja, dass ihr es nicht wart. Ist also, Nils hat alles versucht, um auf Gegenseite zu sagen. Ja, das Erniedrigende ist ja, dass Lydia, du wusstest das ja, weil du hast Simon gerettet. Ja. Das heißt, du wusstest, Simon ist unschuldig. Ja, also eigentlich mega Glück, weil die erste Runde wollte ich Bella eigentlich retten. Und dann habe ich aber anscheinend irgendwie dir nicht zugehört oder keine Ahnung. Jedenfalls war sie dann tot. Und ich war so, oh fuck, jetzt ist Bella weg. Ich wollte doch eigentlich gar nicht, weil ich das voll verwirrt. Und dann, dann die zweite Runde habe ich Simon dann gerettet. Und dann wusste ich halt, okay, er ist halt nicht Werwolf. Aber dann war ich zwischendurch so, weil du bist echt gut da drin. Und ich war so, okay, fuck, aber was ist, wenn die Werwölfe sich extra irgendwie geopfert haben? Aber das ist die große Frage. Okay, da habe ich dich hinbekommen. Also, aber die Kekse. Wie habt ihr denn kommuniziert oder wann habt ihr entschieden, dass ihr Valentin opfert? Also beide, dass ihr beide gegen Valentin. Als Valentin so gezittert hat. Oh nein, das war vorbei. Das war der Moment. Zeig mal jetzt die Hand, Valentin. Und oh, eiskalt. Du musst jetzt immer zittern. Und eine Frage, jetzt hast du Florentin beschuldigt, weil du gemerkt hast, alles ist gegen Matze? Ich kann ja nicht alle meine Tricks verraten. Gut, in dieser Runde ist ein Unschuldiger raus. Dafür ist der Jäger mit drin. Der Jäger kann, wenn er selber rausgevotet wird, also wenn die Mutter ihn abholt, kann er noch auf jemand anders zeigen. Dass, schießen. Dass die Mutter kommt dann auch und holt ihn dann auch ab. Ja, nee, der sagt dann, okay, deine Mutter war zufällig im Auto auch mit dabei, du wirst auch mit abholen. Ja, okay. Also, kein Muss. Also wenn ich jetzt gar keine Ahnung hätte, dann muss ich dem Dorf auch nicht schaden. Musst du nicht, nee. Also das ist halt eine Sache, die man wahrscheinlich oder so dann macht. Aber es macht mehr Spaß. Einfach ja, es ist, man kann da sehr viel Schaden mit anrichten. Oder eben auch mehr Blut, mehr lustig. Ja. Okay. Gut, du bist der neue Coach. Bin ich das? Mhm. Ja. Verdienst du. Ja, also ich würde sagen, verdienst du. MVP. Und ich würde euch wieder bitten, dass ihr so fröhlich in die Luft guckt, vielleicht eine kleine Geschichte erzählt, denn jetzt verteile ich wieder die Karten. So, ich fange wieder mit. Eines Tages trafen sich die Ameisen am großen Ameisenhügel. Krane. Plötzlich meinte eine Ameise, hey, wie sollen wir denn da jemals hochkommen? Matthias. Daraufhin meinte eine andere Valentin. Ameise, das werden wir wohl nicht schaffen. Simon. Beide Ameisen bewegten sich weg vom Ameisenhügel und waren depressiv für den Rest ihres Lebens. Oh Gott. Lydia? Das ist voll traurig. Ende. Ah, ist das so eine Lagerfeuergeschichte? Ich habe einige Fragen zu dieser Geschichte. Oh nee. Warum ist es so außergewöhnlich, dass die Ameisen sich am Ameisenhügel treffen? Dankeschön. Die wollen ja hochklettern. Das ist nicht außergewöhnlich. Aber warum außergewöhnlich, dass sie nicht weiter hochklettern? Warum gehen Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Oh. Aber sind Ameisen überhaupt Insekten? Ich wähle Matthias aus. Sind sie überhaupt Insekten? Ja. Also es sind so Lagerfeuergeschichten, ja. Ein paar Büsche wehen okay. durch. Wir sitzen also am Lagerfeuer, es ist wieder, es ist so resettet, das ist so eine parallele Dimension jetzt quasi. Also ihr seid alle wieder da, es ist wieder Sommercamp. Im Februar, es ist irgendwie total schön, ihr seid wieder da, ihr begrüßt euch. Ich kann Rollen nicht vergessen, ich kann jetzt... Ne? Achso. Der kleine Florentin hat gerade die Karten wieder mitgebracht, ich hab schon geteilt. Das ist der kleine Etienne hat gerade eine Geschichte erzählt, so ist es gerade. Jetzt spielt ihr also euer Spiel und der Abend... Zeig mal die Hand kurz. Gut, gelernt. Ja, sehr gut. Ihr hattet einen schönen ersten Abend. Ihr habt euch ein bisschen kennengelernt und so. Da wurden schon die ersten Liebschaften. Ah, ein süßer Boy, süßes Girl hier hinten. Die sind auf die Zimmer gegangen, ein bisschen widerwillig. Ah, was wird noch alles passieren in den nächsten 6 Wochen? Das wird hier richtig toll im Camp. Und so geht ihr ein bisschen aufgeregt, schlaft ihr ein und so. Einer versteht noch irgendwie, einer denkt noch traurig über die Geschichte nach mit der armen Ameise. Das ist für manche auch ein bisschen traumatisierend für die bisschen jüngere Kinder. Und es geht hier wieder los. Es geht hier wieder los. Es wird Nacht. Nach dem kleinen Camp, die Grillen zirpen, es ist eigentlich alles ganz friedlich. So, es ist eigentlich irgendwie schön. Die Betten knarzen ein bisschen. Hin und wieder pupst mal jemand. So. Oh Gott, Uke. Oh mein Gott. Aber Pups, wissen Sie, funktionieren dann doch bei einer gewissen Prozentzahl. Ernsthaft? Ja. Der Typ hat echt gefurzt. Was? Ja.
Das ist brillant gewesen. Ja. Mach mal alle die Augen zu. Wenn wir gut, ich muss kurz abwarten, bis Krane ausgelacht hat. Kann ich mal bitte Krane killen? Oh Gott. Gut, als erstes erwachen die Werwölfe. Und die suchen sich gleich mal ihr erstes Opfer aus. Sie suchen sich gleich mal ihr erstes Opfer aus. Und als nächstes erwacht die Hexe. Die Hexe kann sich entscheiden, ob sie jemanden rettet und ob sie jemanden tötet. Nächstes erwacht der Seher. Der Seher kann sich jetzt ein anderes Kind aussuchen und nachfragen, ob... Genau, wir haben uns da direkt verstanden. Der Seher und ich haben einen guten Rapport. Und nur damit wir wissen, wer es ist... Nee, machen wir nicht. Wir lassen uns überraschen, wer am Schluss der Jäger ist. Das wollen wir jetzt alles noch gar nicht wissen. Das werden wir dann noch erfahren. Und klingelingelingeling, wow, auf die Bom-Bom-Bommel! Der erste Morgen bricht an. War zu laut? Irgendwie hat es gefurzt. Es riecht ein bisschen muffig. Mach mal das Fenster auf, ja. Es riecht ein bisschen muffig in einigen der Unterkünfte. Oh Gott. Ja, es ist der erste Morgen, ne? Es ist, ihr seht alle nicht mehr ganz, es ist halt, ne, da ist das Sportangebot, drüben wird schon gekocht, da ist die etwas ältere Frühstücksdame, die ein bisschen kocht, die ein bisschen ruppiger ist und so. Sagt, nein, nächste Ladung. Und eigentlich ist es ein ganz normaler Tag im Camp. Es ist eigentlich, ich habe gestern dieses komische Spiel gespielt, aber eigentlich scheint alles okay zu sein soweit. Es ist irgendwie so, es ist gutes Wetter, irgendwie da gibt's ein paar Aktivitäten heute. Das, was macht ihr so am Tag? So. Ich würde mir anschuldigen. Also meine erste. Na gut, ihr seid vielleicht so Kinder, Teenager, ich weiß gar nicht, wie alt ihr seid, habt eigentlich keinen Grund zu streiten, offensichtlich. Aber woher der Fliegen gelesen? Also, ja, genau. Es gibt halt wahrscheinlich immer einen Grund, warum man jemanden loswerden kann. Und den zu finden, das überlasse ich jetzt euch. Coach, was hast du? Einfach jetzt so? Ich habe es jetzt sehr verklausuliert erzählt. Mit Miss ist es niemand gestorben. Oh, wow. Ja, weil die Hexe wahrscheinlich gerettet hat. Ja, aber wahrscheinlich sich selbst. Aber das ist doch richtig dumm, wenn die Hexe in der ersten Runde. Aber wenn sie sich selbst rettet, ist es nicht besser. Heute nicht Hexen, ja. Lydia wollte ja auch zum Beispiel retten. Fürs Camp ist natürlich gut, aber für die Spannung ist es schlecht. Genau, weil wen sollen wir denn jetzt anschuldigen? Dich. Ja. Nicht die Hexe. Das ist schon mal mehr, was wir über dich wissen, als über andere. Status off, Team. Wieso? Kann die Hexe sich selber retten? Dabei. Ja. Ja. Aber weil sie gerade gesagt hat, wie dumm ist es, in der ersten Runde zu heilen, dann gehe ich davon aus, dass du nicht die erste. Ja, oder es ist halt so ein outgoing Move. Ja, könnte natürlich sein, aber eine Argumentation. Also, Krana hat schon sehr laut über den Furzwitz gelacht. Wo ich denken würde, dass er sehr nervös ist, einfach schon so auf, was ist jetzt, ich bin Werwolf, und das hat ihn so aus der Fassung gebracht, dass er anfängt zu unkontrolliert zu lachen. Gutes Argument. Aber es ist auch richtig lustig gewesen für mich. Wie lustig war es wirklich? Also es ist wahrscheinlich eine zielführende Diskussion als ich fand es halt lustig. Abstimmung. Aber das passt zu Geräuschen, die ich aus der Richtung gehört habe, aber ich wollte es eigentlich gar nicht erwähnen, hättest du es nicht gesagt. Ich habe die ganze Zeit ein komisches Knicken, Knarzen, aber das kann ja alles sein. Oh, das finde ich fantastisch. Ich auch bitte lass es jetzt zum Verhängnis werden, dass ich mir das gehört habe. Ich möchte das zu konkretisieren. Das, geil. Das war nur in dieser Area. Ich sage jetzt nicht, aber ich erwähne es, weil es eben ich erwähne, also dass ich hier aus der Ecke sehr genau hingehört habe und tatsächlich nichts gehört habe. Ich habe ein bisschen hier Knarzen gehört. Es könnte Florentin gewesen sein. Ja, kann auch sein. Es genau. Ich muss sagen, ich hatte ehrlich gesagt, ich hatte ein bisschen Rückenschwierigkeiten. Weil wenn Uke hier mit einem Schlag hört, die Knochen sind auch ein bisschen unterscheiden. Etienne, ich habe auch gedacht, ich hätte hier ein bisschen was
Ich gebe auch völlig zu, dass ich unruhig geschlafen habe. Dass ich wirklich ein bisschen Rückenschwierigkeiten hatte. Ja, nur den Sinn auch und ich mir wirklich überlegt habe, wie sitzt man auf so einem Ding drauf? Also ich habe mich auch intensiv bewegt. Können wir den Punkt nochmal beleuchten, dass in der ersten Runde jemand geheilt worden ist? Weil das macht ja keinen Sinn. Wieso? Eben, das spricht, nein, weil wir kommen nicht weiter. Entweder ist es Selbstverteidigung oder. Genau, das spricht für ein gutes Herz. Nein, ich würde sagen Selbstverteidigung oder Unerfahrenheit. Also. Ja. Unerfahrenheit. Ja. So. Aber das ist wirklich, wirklich weit. Aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass die Hexe niemanden mehr retten kann. Aber die Hexe hätte ja sich selber retten können. Und da wir das nicht wissen, ist die Diskussion noch eigentlich hinfällig. Ja. Oder? Wir wissen sehr wenig im Moment. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass dann Lydia oder Matze. Matthias. Matthias. Matt. Die Hexe sind. Okay. Weil sie noch relativ neu sind in der Runde. Dann töten wir sie doch. Aber das wollen wir gar nicht. Das wollen wir gar nicht, den werden wir mir jetzt sagen, wer die Hexe ist. Achso. Was mich interessiert, ist, warum warst du ausgerechnet in der Zwischenzeit beim Friseur? Das ist eine gute Frage. Ey, ich kann deine Haare wegmachen. Niemand hat seinen Pilz verloren. Überall lässt du deine Haare liegen, wenn du dich rasierst. Also gibt es neben Krane noch jemanden? Oder? Also jetzt ist wirklich ins Blaue. Also ich weiß nicht. Wir brauchen jemanden auf der Liste. Es ist, jetzt halt sehr schwierig. Es ist halt so, es ist halt sehr schwierig. Nicht vorankommen. Wir haben die, bist du Bürgermeister? Nein. Nein, okay, dein Coach, bitte. Ich muss jemanden wählen. Nein, du musst nicht jemanden wählen. Es ist halt so, es ist jetzt, es ist natürlich sehr schwierig. Das heißt, wir müssen einfach was konstruieren. Es muss halt einer raus. Also muss jetzt doch also. Ihr könnt halt also wahrscheinlich jetzt nicht argumentieren, weil ihr glaubt, das war jetzt der Wolf, weil ihr habt vielleicht nicht so viele Ansatzpunkte. Dann müsst ihr jetzt taktisch vorgehen. Kann man sich einen besseren Platz verschaffen, wenn man den Matthias rausschmeißt, dass man sich bequemer macht? Solche Sachen. Ja, oder wir schauen. Wir sind gut ausgeglichen. Okay, Don Rockboot, okay? Ja, okay, aber nach der Logik hätte ich echt gerne ein bisschen mehr Platz, wenn ich hier sitze. Also, ja, ich weiß, du hast ja gerade Krane nehmen, dann habe ich hier ein bisschen. Du hast ja Krane gerade gesehen, wie der gemütlich, wie der es da hatte. Also, es gibt halt für euch wenig Anhaltspunkte gerade. Ja, aber eins muss man festhalten. Aber dann müssen wir jemanden rauswählen mit grausam. Ja, deswegen ist es ja grausam von der Hexe. Sie will helfen, aber schadet eigentlich allen. Eins will ich noch sagen. Bella ist wesentlich lauter als in der ersten Runde. Warum sagst du das? Will ich auch noch mal kurz festhalten. Ja. Ne, dass ich sag, mein Argument für dich benutzen jetzt. Oder? Aber was ich tatsächlich ganz lustig finde, ist, dass Bella während hier irgendwer, ich weiß gar nicht mehr, irgendwer war gerade sehr laut und Bella hat dann für sich selber gerade so, was ich eigentlich interessant, deswegen habe ich dich angeguckt, du hast gesagt, wer verhält sich anders als in der Runde davor und du hattest ja die super Beobachterperspektive, weil du vorm Bildschirm standst und bist dann so durchgegangen und hast eben auch, und das ist jetzt ich hab so das, sorry, aber du hast gerade gesagt, Florentin verhält sich, und in dem Moment, so als wenn du es nicht gehört hättest, aber was hast du gesagt? Ich war vorhin ruhiger. Was war viel, viel ruhiger, genau aus dem Grund, weil ich oben die Leute wurde angeklagt, dass ich hier die Leute ans Schafott geliefert habe. Erfolgreich. Vorhin. Also stimmt ja auch. Also, ne? Das ich nur mal sagen. Von mir aus, ich stelle mich gerne selber auf. Ich weiß, aber dieser Gedankengang, wer verhält sich anders? Unser einzige Hilfe. Ist natürlich sehr, sehr hilfreich. Oder wer sagt das auch? Mehrere Kandidaten oder Kandidatinnen, die sich deutlich anders verhalten. Ja, als noch du zum Beispiel. Das stimmt. Das ist jetzt nur, weil ich frage. Das ist das Erste, was du gerade gesagt hast. Nee, er hat schon gesagt, dass wir gut sitzen. Nö, ich habe auch, genau, ich habe auch außerdem, ich habe das mit dem Geräuschen gesagt. Dass so Geräusche kamen. Ja gut, aber es wäre ja dann alles schön da. Ja, ja, also ich kann es, wie immer, ne? Die Aussage, kann jeder sein, die du in der letzten Runde gemacht hast, fand ich übrigens sehr bemerkenswerte Selbstanalyse, dass du gesagt hast, ja, wenn ich nicht der Wolf bin, dann spiele ich befreit auf. Wenn ich der Wolf bin, dann mache ich mir Gedanken ums Taktieren und so weiter. Das also war eine Selbstanalyse, die ich vielleicht nicht mit jedem geteilt habe. Also wer auf jeden Fall genauso spielt, ist Lydia. Genauso spielt? Ja. Na, dann bin ich ja nicht. Ja. Okay. Ich wollte dich ja gerade rausnehmen. Und ich wollte dich gerade rausnehmen. So können wir es natürlich auch spielen. Oder willst du dich nur mit dem Coach gut stellen? Wer ist alles unschuldig? Ja, ja. Genau. Ich habe eine Frage, Uke. Ja. Hast du dich, weil ich muss das für mich rauskriegen mit den Geräuschen, hast ich kann's mal, groß ich bewegt? Auch, ich kann es mal vor. Ich mach's mal vor. Okay. Also ich sitze dann so hier. Aber alle Augen zu. Alle Augen zu. Also ich sitze dann so hier und dann. Wir können sich konzentrieren, wenn Fabian wieder lacht. So, dann mache ich so. Hört doch jetzt mal zu. Dann mache ich so und dann mache ich so. Meine Requisite im Wurzkissen. Das knarzt gar nicht so doll eigentlich. Nee, aber das ist nicht das Geräusch, was ich kannst du dich mal ganz kurz einmal ganz kurz leise. Gleiche Florentin. Ich glaube, ich saß so. Und jetzt, Achtung, Rücken. Kommt jetzt. In 3, 2, 1.
Nichts gehört. Nichts gehört. Ich hab gehört. Mel, 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 Mel. Mel, machen wir es einfach ohne weitere Diskussion. Wenn ich jetzt einfach sage, Finger hoch, keiner weiß irgendwas. Kann man sich enthalten? Nein. Keiner weiß irgendwas und das geht gleich völlig random, wer rausfliegt. Ansonsten, anders können wir hier nicht vorgehen. Einer muss gehen. Und merkt euch bitte auch, wer wohin zeigt. Das ist später wichtig. Gut. Bella, kann ich deinen Finger sehen? Darf ich den mal haben? Gut, alle Finger sind oben. 3, 2, 1. Raus. So, es ist super schwer. Schneller, Simon. Gut, wer zeigt auf Krane? Finger hoch. Drei Personen zeigen auf Krane. Sorry. Gut, wer zeigt auf Florentin? Auf drei Personen zeigen auf Florentin. Dessen Finger sind noch da. Du zeigst wohin? Auf Bella. Wo zeigst du hin, Nils? Simon. Wo zeigst du hin? Mel. Wo zeigst du hin? Simon. Also wir haben noch zwei Simon. Und wer war als erstes schon? Aber das Dolste ist zwischen Florentin und Krane und du musst entscheiden. Ja, so ist es. Ach echt? Ich dachte, es gibt nochmal eine Stichwahl. Nee. Okay. 3-3. Okay. Oh Gott. Wer? Florentin, Krane? Und Krane. Florentin und Krane. Bella, es ist an dir, Coach. Einer muss nach Hause gehen. Einer hat nicht performt. Das ist halt, das ist ein Der andere will nur ab und zu passen. Das ist gar das kein Problem. Du kannst es nur falsch machen in der ersten Runde tatsächlich. Bella, es ist halt so. Du bist hier nicht, um dir Freunde zu machen als Coach. Tragweite, diese Entscheidung. Du willst diese Kinder weiterbringen. Ja, die sollen was lernen hier im Camp. Und einer ist mein Chili con Carne. Gott, du bist raus. Es tut mir leid. Kekse. Ja, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Hast du Chili con Carne gesagt? Hier bin ich aber auch nicht sicher. Chili con Carne, was habe ich gesagt? Chili con Carne? Wenn er jetzt Wolf ist, dann Respekt. Ja, gut. Wollen wir es wissen? War er Wolf? War er nicht? Habt ihr random einen Wolf getötet? Ja! Das ist erst ein Ball. Ich habe auf Krane gezeigt. Du hast gar nicht auf Krane gezeigt. Nee, du hast auf Krane gezeigt. Ja, ja, ich war wir drei haben auf Krane gezeigt. Ja. Ja. Also, weil ihr es wusstet oder weil es erste Runde war? Nee, das Argument tatsächlich mit diesem überkompensierenden Lachen, das hatte ich mir auch gedacht. Ich habe ihn noch nie so lachen gehört. Und er hat sich auch okay, aber viele gute Witze gemacht. Okay, wir müssen nie so eine Lache gehört. Er hat einfach noch nie den richtigen, weißt du, Ton getroffen bei ihm. So, ihr habt also knallhart durch einfache. Naja, er lacht über Furzwitze erst raus. So. Ja, und habt ihr den Wolf gefunden? Das ist, muss man mal drüber nachdenken. Auf wen hat und deshalb wird es schon wieder Nacht. Oh, Bella. Auf wen hat er? Ich bin ja nicht mal angeschuldigt. Es wird wieder Nacht. Das ist, war ein verrückter erster Tag. Der Coach hat jemanden rausgeworfen. So. Und es war auch noch jemand, den keiner leiden konnte. Es war einfach das Richtige. Alle sind irgendwie sehr zufrieden mit der ganzen Situation. Nur die Werwölfe nicht. Die erwachen jetzt und suchen sich wieder mal ein Opfer, das sie vielleicht ein bisschen essen. Okay, als nächstes erwacht die Hexe. Wir gehen mal davon aus, dass sie keinen mehr retten kann. Das ist kein großes Geheimnis, aber sie könnte jemanden töten, wenn sie wollen würde. Und als nächstes erwacht der Seeherr. Klingelingelingelingelingelingeling. Es wird morgen raus aus dem Federchen. Hallöchen. Na, guten Morgen. Ich werde ganz sanft geweckt, weil es ist ein Samstag, da dürft ihr mal ein bisschen später aufnehmen. Oh. Sanft geweckt. Ja. Oh. Nur so schlecht war der Witz auch nicht mit dem. In Matthias Bett findet ihr nur eine blutige Leiche verstümmelt. Matthias aufgeschlitzt, verstümmelt, die Gedärme. Auf Mel gezeigt, ich glaube. Und sofort beginnt die Diskussion. Die Leiche ist noch gar nicht weggebracht. Der wird schon drüber diskutiert.
Scheiße. Die Sanitäter bringen. Ja, nochmal ganz kurz. Also die Kinder, die wir am Morgen werden abgeholt, aber die anderen sind wirklich tot, oder? Also, wir haben das jetzt so storymäßig noch nicht so ganz durch. Ich probiere jetzt mal ein paar Sachen aus. Ist das jetzt wirklich, ist der brutal da? Also die Wölfe holen den ja nicht ab und bringen den nach Hause, gehe ich davon aus. Sondern da muss ja auch schon so ein bisschen der Grusel aufkommen. Damit vielleicht die, auch die Polizei tut. Irgendwie wegen Graffiti oder irgendwas. Die, das können wir natürlich so, ja, die Polizei, die Werwölfe sind im Grunde die Polizei. Und die finden immer raus, wenn, nee, das ist langweilig. Also da sind jetzt schon, da ist jetzt jemand verstümmelt worden und okay. ihr kommt nicht weg aus diesem Camp. Wisst ihr, ihr kommt hier einfach nicht mehr weg, dass die Eltern kommen eigentlich erst, das müsst ihr zusehen, ihr werdet sonst gefressen. Einer von euch war es und ihr wisst, das Taro Scheiße, Matthias wurde nach Hause geschickt, weil er Breakdance getanzt hat. Scheiße. Den verbotenen Tanz, das größte Verbrechen. Oder hat geraucht, das können wir natürlich auch gerne machen, okay. Aber ja, deine Frage wäre nicht schlecht, auf wen hat Matthias denn gezeigt? Also warum? Ich weiß es nicht mehr genau. Bei mir war nur eine Person, wer hat denn auf mich gezeigt? Das war jemand. Ich nicht. Da muss du es auf mal Mel gezeigt? Warst du das? Nee. Ich hab auf Dings. Dann vielleicht Krane. Matthias. Auf ja, dich. Keine Ahnung. Ich glaube, er hat auf dich gezeigt, ja. Auf wen hat Krane gezeigt? Keine Ahnung. Auf? Wir haben das alles sehr gut gemerkt. Ja, was war er für ein Typ? Er muss ja irgendwie weiter existieren. Das war so einer mit so schlechtem Humor. Na, okay, gut. Können wir mal ganz kurz festhalten, dass Lydia. Ja. Du bist ja entlastet für den Fall, dass, wer war der zweite Verdächtige nochmal? Florentin. Das heißt, wenn Florentin... Auch Wolf. Nein. Also die einzige Möglichkeit, die Lydia noch Wolf sein kann, ist, wenn Florentin auch Wolf genau. ist. Ja. Stimmt. So, weil, dann ist es egal, wen sie rauswählt. Genau, das aber heißt, es wäre so also krass, wenn sie Wolf ist, oder? Und dann... Nein, das habe ich nicht gesagt. Rausnimmt? Nicht um Gottes Willen, das wäre jetzt nicht eine Anklage gegen Florentin. Ja. Aber ich meine nur, wenn Florentin aus irgendwelchen Gründen auch immer irgendwann mal sterben sollte, wissen wir, dass du... Also wenn wir ihn rauswählen, okay, wenn die Wölfe kommen, warte. Aber dann bist du quasi entlastet, dann kann man dir auf jeden Fall vertrauen. Ich finde auch, du solltest ab jetzt immer die letzte Entscheidung hier, Entscheidung aber, treffen. Ja. Das könnte ja auch wieder ja, jemand geopfert haben. Genau, weil wir irgendwann drauf sich nicht verdächtig ja, machen. Aber nee, also sorry, wenn Fabian Werwolf ist und Florentin nicht, dann wählt sie doch nicht den Werwolf. Ja, plus, das ist eine deiner ersten Runden, oder? Du warst nur nicht so häufig dabei. Das ist mein erstes Mal. Fünf Jahren, Moment. Da kann man vor fünf, so Jahr. Fünf Jahren hast du am Anfang gesagt. Im Privaten. Aber da kann man das nicht erwarten. Da so ein Meta-Gameplay erwarte ich dann nicht. Nee, aber also, das ist auch einfach... Das aber ich nicht. Sie hat also, enorme Intuition bewiesen. Also ich trau ihr wirklich alles. Deswegen, sie ist einfach gut, sie ist der Coach. Ja. Sie zu Recht. Hm. Aber Simon hat sich direkt sehr gemütlich gemacht als Matthias. Ja, warum verteidigt er Lydia so? Ich sitze auf dem harten Waldboden. Die Logik war vorhin sehr erfolgreich. Oder du bist sehr und weißt, dass Lydia nichts... Moment, das ist eine gute Frage. Warum verteidige ich Lydia? Ja. Naja, weil sie gerade eben, Alter, mit dem Wolf zielgenau rausgewoltet hat und davor eigentlich auch schon gut kompetent war. Also, that's true. Naja, aber sie hat ja nicht vorher für ihn gestimmt. Also, nee, auf wen hast du vorher gezeigt? Ja, Simon. Stimmt, ja. Das stimmt. Ja, warum Simon? Warum ist vor Simon so? Wir machen Sinn noch, was du sagst einfach. Warum, sollen wir Simon töten? Gib uns einen Grund. Ich bin eigentlich gar nicht so. Ich rede die ganze Zeit mit euch. Ich versuche nur nicht, in die Leute reinzureißen. Ich schreie es gerade nicht an. Das fällt dann unter irgendwie so ruhig. Ja, genau. Obwohl, also ich finde es auffällig, dass hier jetzt zwei fehlen wieder. Also das wäre ja meine Theorie von wegen, entweder direkt daneben. War Matthias ist sehr groß. Oh. Ja, das mehr war nicht. Also, ich habe Geräusche aus der Richtung gehört, aber das kann ja alles unschuldig ist, haben wir gesehen, oder? Ja. Was sagst du denn? Du sagst ja gar nichts hier. Ja, du bist mir auch, du bist nur ein Ankläger normalerweise. Ja, aber ich habe auch die gleichen Infos wie ihr, also. Ja, aber ich habe gerade über das nachgedacht, dass natürlich, wenn Lydia Wolf ist und der Zufall es so wollte, dass Florentin, ich finde halt Florentin schon auch, ich fand ihn mit am verdächtigsten, deshalb war es auch logisch, dass beide drei Stimmen. Wenn Florentin tatsächlich auch Wolf ist. Ich habe auf ihn gezeigt. Das wäre, ich meine, kann sein. Also, eigentlich müssten wir das jetzt meiner Meinung nach rausfinden, weil, wenn wir das wissen, dann wissen wir auch mehr über Lydia. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Und über aber ich meine, ganz kurz nur, wieso über mich? Das ist die Logik. Aber würde ich als Wolf wirklich auf Fabian zeigen, in der Situation, wo die Fronten nicht so klar waren? Ja, es war sehr knapp. 3 zu 3 ausging. Das deswegen. Würde ich da wirklich aber dann gibt es auch nicht Gefahr, dass er rausgeht. Ja, gut, das ist ein guter Punkt. Du hast auf Kran, das muss man dir geben. Du hättest natürlich drauf spekulieren können, dass du nicht glaubst, dass er die Mehrheit ist. Ich bin ja auch ein unfassbar schlauer Wolf. Also das will ich gar nicht. Also vielleicht bin ich auch richtig schlau. Oder ein Arschloch. Wollte ich auch noch mal. Vielleicht. Ich meine mal,
Also wir drei sind meiner Ansicht nach safe, weil wir das, also wir sagen mal ganz billig. Wir drei. Ja. Wir drei sind safe. Wir sind die Rahmenbande, okay? Genau, wir weil drei. Wir schon einmal richtig hingeloadet haben. Ja, das finde ich einmal ja auffällig. Ich bin noch nicht fertig mit meiner Verschwörung. Ich bin noch nicht fertig. Und du bist safe für mich, weil du auch schon einen rausgehauen hast. Das heißt, wenn wir vier uns verbünden würden in einer gewissen Form. Gegen wen? Ja, ist ja eigentlich egal. Wen? Sag Namen. Wir sind auch vier. Wollen wir vielleicht die Antwort geben? Scheiße, ich hätte eine Runde später damit. Es sind die Krähen. Ich verstehe eure Grundlage nicht so ganz. Also, wenn einer von euch Wolf ist, schneidet ihr euch damit ja ins eigene Fleisch. Also ich will auch in diesem Club sein, von wegen, ey, wir verbünden uns einfach. Aber woher hast du das Indiz, dass keiner wir drei haben schon Wölfe, wir haben alle schon Wölfe rausgehauen. Das ist so quasi. Ja, ich habe auch schon mal in der letzten Sendung. Es geht um diese Runde. Argumentation, weißt du? Nein, das ist aber Quatsch. Es geht immer nach Runde. Ja. In dieser Runde haben wir schon mal was vorzuweisen. Aber warum habt ihr das vorzuweisen? Ach so, ja, weil wir es gemacht haben. Aber ihr wusstet doch gar nicht. War doch Glück. Oh, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, weil, wenn wir Wölfe wären, wüssten wir ja, der Plan ist, dass niemand smart genug ist, seine eigenen Wölfe rauszukicken. Deswegen sind wir safe. Du, Simon, du hast die Masse hinter dir. Gib uns einen Namen. Ich habe keine Ahnung. Du bist doch hier der. Lass uns mal bei diesem Ansatz bleiben. Haben auf Krane gezeigt. Das gibt uns erstmal Pluspunkte. Mindestens. So, du hast Krane rausgewählt, gibt uns einen Pluspunkt. So, da hat der Simon erstmal einen Punkt. Dann bleiben noch die vier. So. Zwei davon. Gucken wir mal, was haben wir bei den vier? Auf wen Nils hast du gezeigt? Immer verdächtig. Die Welt ist einfacher, wenn du nicht drin vorkommst. Also in dieser Welt hier. Die drei waren alle schon Werwolf. Natürlich, wenn man ihn als Mitstreiter hat, als Unschuldigen, ist er natürlich ein starker Asset. Wenn er ein Wolf ist, hat er es fast eben noch geschafft, eine ausweglose Situation zu drehen. Mel ist schon wieder genauso verdächtig wie er. Ja, ruhig. Valentin, zeig mal deine Hand. Was ist denn einfach so? Ja. Ja, normal, Cedric. Normal, Was sagst du? Ja, das ist mein Standard, Cedric. Und Bella können wir halt schwer einschätzen, weil sie nicht mitgespielt hat in der ersten Runde. Aber sie freut sich schon so sehr die ganze Zeit, dass mir das auf jeden Fall auch aufgefallen ist. Auf wen hast du gesagt, dass wir hier so eine Wolfschmerzen? Nein, auf wen du gezeigt hast. So, aber ja, gezeigt, es gibt noch zwei Stück. Auf Florentin, als Rache. Warum? Als Rache? Ja. Nein, weil ich auch nichts Besseres hatte und weil er sich sehr verdächtig gemacht hat. Innerhalb beginnt die Nachbarung. Weil er sich sehr verdächtig damit gemacht hat. Ich höre es mir gar nicht mehr zu. Ich kann mich gar nicht verteidigen. Okay, ich glaube, ich habe gar keine Ahnung. Er hat ganz am Anfang auch sofort angeklagt. Das macht. Würde auch langsam mal. Gibt es den Jäger schon? Den Jäger gibt es. Also drei noch: Hexe, Jäger und. Es könnte sein, dass kriegen wir das mitgeteilt, wenn die Hexe stirbt? Nein. Ach, so, wir wissen nicht, was Matthias war. Schuldig oder unschuldig. Aber er war vermutlich nicht Jäger, weil sonst hätte er noch jemanden erschießen können, oder? Aber können. Muss man nicht. Muss er, also, könnte er können. Ja. Kann auch verweigern, ne? Aber es ist jetzt nicht random gewesen, woher sollte er schon mehr Infos haben? Mhm. Genau. Ist ja Fahrzeug. Hat er einen Wolf Krane gezeigt? Ja, auch nur wegen diesem, er war nervös und hat so gelacht. So. Das stand so im Raum und ich dachte mir, wenn, dann will ich Teil der Gewinnergruppe sein. Naja, das ist ja wieder aber auch, spricht ja dafür, dass du Werwolf wirst. Aber, das haben wir aber eben schon besprochen, das war so knapp, dass das ein ziemliches Risiko gewesen wäre, sich quasi auf diese Seite zu schlagen. Ne? Weil diese Entscheidung war sehr knapp, es war 3-3. Lass uns den Fokus jetzt nicht verlieren. Einer von den drei, aber lass uns einfach... Ich würde jetzt auch langsam... Gesagt, ja. Wir müssten eigentlich Florentin rausschmeißen, um zu gucken, ob dann in der Kettenreaktion Lydia... eventuell auch verdächtig ist. Okay, lass mich selber vorhin aufgesagt. Ja, aber jetzt, aber angenommen, finde ich es nicht mehr cool. Aber lass uns die Logik nochmal durchgehen. Wenn ihr mich rausschmeißt und ich bin Wolf, was sagt das über Lydia aus? Wenn sie die Auswahl zwischen Wolf und Wolf hatte, das sagt doch nicht über sie aus. Kein Wolf bist, dann ist. Achso, dann ist gut, ich sag mal, wir stimmen jetzt mal ab. Nein, warte mal. Warum wolltest du noch gar nicht wählen? Doch, wenn du unschuldig bist. Okay, Entschuldigung, Bella. Kann jemand Bella ein paar Argumente geben, wen sie rauswählen soll? Weil sonst hätte sie ja nicht ihren Wolfkumpel getötet. Doch, das stimmt. Das heißt, ihr wollt mich opfern, um zu sehen, ob ich unschuldig bin, weil euer Plan nur funktioniert, wenn ihr jemanden umsonst umbringt. Einfach einigen. Ich meine, die Logik stimmt, aber es ist ein hoher Preis. Ich meine, zur Not. Hey, Freunde, wen nehmt ihr? So, Freunde, ich würde sehr gerne. Ich komme gleich zu dir. Also ihr traut nicht. An der einen. Gut, ich weiß. Ich vielen Dank. Bei euch weiß. Florentin geht mit gutem Beispiel voran, mit einem guten Finger voran. Danke. Ich würde euch jetzt gibt es jetzt irgendwas, worauf wir uns irgendwie geeinigt haben? Oder macht jetzt jeder, wie er will? Auf wen hast du gezeigt? Florentin. Und du? Weil ich hier Geräusche gedacht habe zu hören. Das war mein einziges. Ich hatte keine anderen Anhaltspunkte.
Mhm. Es gibt vielleicht auch noch nicht so viel, offensichtlich. Wir tun uns ein bisschen schwer mit vielen Dingen. Ein paar, paar Theorien jetzt folgen sich. Ja, kein Fokus. Gib uns einen. Ja, aber ich, erstmal bist du, wie gesagt, du musst das werden entscheiden, finde ich. Aber ich habe auch keinen. Du bist der Anführer der Krähen-Gang, okay? Ja. Also sag aber was. Er? Dann Lydia. Ja, nein, wir haben nur intern noch eine extra Gang. Simon, braucht ihr noch einen Hut? Lass ihn fliegen. Ich weiß, ich brauche jemanden zum Nachlaufen. Wem laufe ich jetzt nach? Eden, sag doch was. Komm, dann sagen wir Walle, oder? Komm. Warum es tut mir leid, aber irgendjemand. Oder sagen wir Mel. Moment, bei ihm. Ja, das ist Florentin. Sag mal, ja, komm, sagen wir einfach mal Florentin. Nee, nicht Florentin. Komm, einen anderen Teen jetzt. Ich meine, er hat ja schon einen rausgeworfen von den Wölfen. Jeder bleibt immer bei Florentin. Ist es unwahrscheinlicher als jeder andere. Wir drehen uns im Kreis, wir kommen nicht weiter. Würdest du dich Follow your heart. Kinder sind grausam. Du hast gesagt, du hast Heimweh. Ach so, du meinst, ich soll. Ihr werft jetzt einfach mal jemanden raus. Hast du gestern zu mir gesagt. Ich weiß auch, was du. Ja, aber jetzt nicht mehr. Gut, Finger hoch, bitte. Finger hoch. Okay, es ist schwer, aber es muss halt einer gehen. Ihr mögt vielleicht alle so ein bisschen, aber einer ist es halt. Ne? 3, 2, 1, 0. So, wer zeigt jetzt auf Mel? 1, 2. Wer zeigt auf Nils? 1, 2, 3, 4. Hast du auf ihn gezeigt oder nicht? Ja. Du auch? So, wer zeigt? Follow your heart. Wo zeigt ihr? Ihr zeigt auf Florentin, die Krähen-Gang eingetreten. Ja. Ja. Ich hab einmal das gemacht. Wie viel waren es? 4? Wie viel haben wir jetzt auf Mel gezeigt? 2. 2 auf Mel. Nils und ich. 4 auf Nils. Und wo zeigst du hin? Florentin. Okay. Weil das ist richtig. Wo zeigst du hin? Nils. 2 auf mir. 4 auf Nils. Wo hast du ihn gezeigt? Auf Nils. Aber bevor ich gleich spannend. Abgeholt werde von meiner Mutter. Warum? Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Okay. Das erklären wir gleich. Ich habe keine Erklärung, Nils. Mhm. Keine richtige. Ich bin jetzt gespannt. Gut, da kommt die Mutter. Mama! Ja, ich komme mit Mama. Darf ich vorne sitzen? Oh Mann, das tut mir ein bisschen leid jetzt irgendwie. Ich hoffe, er war der Wolf. Mann. Ja, war er Wolf oder nicht? Ich nehme alles zurück. Man muss immer in der ersten Runde zuerst raus und dann. Weißt du noch, was ich habe? Ja, genau. Ich habe immer noch Böller. Ich habe oben, Bella ist meine Zeugin, ich habe oben exakt das gekocht. Ich habe gesagt, wenn Nils Wolf ist, hält er sich zurück. Wenn er unschuldig ist, debattiert er mit, weil er dann im Detektivmode ist. Oh, stimmt. Und er war so auffällig ruhig. Er hat nur hinten gesessen und wollte, dass alle anderen. Jetzt verrat ihm das nicht. Ja, ist jetzt egal. Jetzt haben wir ihn überlistet. Und es ist nie spannend. Es ist spannend. Ey, wir sind saugut gerade. Es ist sehr schön, es sind wenig Unschuldige gestorben. Wir werden mal gucken, was in dieser Nacht passiert. Ihr geht ins Bett, ihr habt ein fröhliches Gefühl, ihr habt wieder ein Kind nach Hause geschickt, das ihr echt nicht leiden konntet. Das schien die richtige Entscheidung zu sein. Wenn es wieder Mel ist, müssen wir über Ukes Misch. Ich habe das halt, ich mache immer so, wie kann das sein? Ich weiß es doch nicht. Hast du sie gemischt? Natürlich habe ich sie die ganze Zeit gemischt und ich mache dann ja so, dass ich so ein nach da, ein nach da. Also egal was passiert, ich kann kaum was dafür. Ich will's nicht. Da glaube ich, was mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, dass häufig dieselben, wie auch immer. Gut, es ist Nacht. Oh, bitte, liebe Wölfe, schickt mich jetzt nicht zu Nils, damit ich mir das jetzt oben anhören muss. Ein kleiner Uhu schreit. Das war ein Uhu? Das war ein Uhu, das war, glaube ich, weiß ich, was das war, ein Wiesel. Und der letzte traurige Werwolf in diesem Camp erwacht, fühlt sich ein bisschen einsam, weiß nicht so recht, was er machen soll und denkt, na gut, dann fresse ich halt jemanden. Die Hexe erwacht. Konnte jemanden töten, wenn sie möchte. Der Seher erwacht. Und dann werdet ihr auch schon geweckt von dem fröhlichen Ruf des Trainers, der sagt, aufstehen! Freunde, hallo! Na, raus aus den Federn mit euch! So, was für ein schöner Tag heute, ne? Ja, was ist das denn? Zong. Okay, ciao, Leute, ich hab noch ein Date. Macht's gut, ihr. Du musst den Ball verteilen. Kann ich hier? Du musst den abgeben an jemanden, der es verdient hat.
Oh Gott. Okay. Okay, wer hat eben gerade alles für Nils gewotet? Du, Bella? Ja, ich. Wir. Also Simon und ich haben ja schon zweimal richtig gewotet. Ich denke, für alle, die noch unentschlossen sind, können wir uns schon mal aus dem Kandidatenkreis verabschieden. Bella ist jetzt. Zweimal voraus wäre echt krass. Da wärst du schon sehr. Da wäre schon sehr. Das heißt, wir haben hier die drei Kandidaten. Florentin ist eigentlich seit Runde 1 verdächtig. Ja, warum? Ich hab ihn jetzt immer nicht gewählt. Immer. So sprechen Raben nicht miteinander, ja, Krell. Aber du wärst der Letzte von den drei. Wenn ich eine Sache noch sagen darf, eben als es darum ging, wahllos irgendjemanden zu nominieren, du hast gesagt, dann nehmen wir Mel, nehmen wir Walle. Du hast auf jeden Fall von deiner Seite nur Nils nicht damit reingenommen. Stimmt. Warum eigentlich? Ja. Er war ja schuldig. Oh mein Gott. Ich hab darauf gewartet, dass unser Anführer, die Hauptkrähe, die dicke Krähe, irgendwie jemanden sagt, damit ich hätte ihn nicht genommen. Damit du da nicht reingezogen wirst vielleicht. Du wolltest, dass ich das mache, damit du da nicht so. Hätte ich denn die ganze Zeit den Verdacht hier hingelenkt, wenn ich wusste, dass Nils da sitzt? Hä, aber du hast den Verdacht ja nicht auf Nils gemacht. Ja, auf Mel und genau auf Walle. Genau, hin in die Ecke. Ja, das war schon. Das war eigentlich gerade schlau. Ich fand es aber echt erstaunlich, dass ihr alle geschlossen Nils nehmt. Hätte ich nicht gedacht. Weil dann sagt es doch einfach bitte. Also wir können doch zusammenarbeiten, wenn jeder für sich dann einfach ist. Wenn wir es sagen, dann nutzt er die Chance. Ja. Okay, aber wie seid ihr sonst auf Klos gekommen? Ede hat es ja gesagt. Ede hat gesagt, follow your heart. Und damit war klar, was er meint. Okay, dann liest du ihn natürlich anders als ich. So. Ich wusste, dass Simon damit weiß, was ich meine. Für mich ist Ede auf jeden Fall sehr unverdächtig, weil als gerade der Sensenmann kam, um Lüdi zu holen, hat er die Hand ausgestreckt, weil er dachte, er war's. Also er ist gestorben. Ich habe auch schon zwei Wölfe überführt. Ist aber auch ein sehr guter Schauspieler, ne? Also es gibt, schau mal auf seine IMDb-Seite. Ich bin Wolf. Ich bin Wolf. Ich bin Wolf. Ihr habt gewonnen. Können wir noch einmal kurz, ich will jetzt nicht, also ich habe am Anfang für Florentin gestimmt, ja, aber hattest du nicht auf Krane gezeigt in der ersten Runde? Ja. Ja, das heißt, du hättest den ersten Wolf auch geopfert? Ja. Okay. Ja, in der Situation, in der es das wollte ich jetzt noch. Also, aber das traue ich ihm nicht zu. Aber du hättest quasi. Hätte ja auch einfach smart sein können. Absolut, aber nicht in der Situation, in der es so unentschlossen war. Es war wirklich, es war ja 3 gegen 3. Ich kann verstehen, dass wenn es heißt, alle gegen Matthias, dass dann die Wölfe mit auf Matthias gehen. Aber in so einer offenen Situation. Aber gerade weil es eine offene Situation ist, hast du darauf spekuliert, dass nicht genug ihn wählen und dass du safe ihn wählen kannst, um dich unverdächtig zu machen. Du meinst, wenn es später rauskommt, ich würde doch nicht einen Mitwolf opfern, wenn es nicht unbedingt sein muss. Oder? Ja, aber du nutzt es ja es genau. Es rettet so ihn ja nicht mal jetzt. Also, wir sind immer noch auf. Was mich beim Florentin stört, so dieses beiläufige, ja, kann ich schon verstehen, dass du mich verdächtigst. So, das nervt mich so ein bisschen. Ihr seid ja schlau. Ja, guck, schon wieder machst du ein Lob. Ja. So, das ist ja. So. Ich will auch beliebt sein. Ich will ja auch nächstes Jahr wieder mitfahren, wenn wir an diesen coolen See fahren, der richtig rad ist. Wir müssen uns, glaube ich, mal kurz von Florentin lösen, weil ich meine, wir drei sind doch relativ safe. Wir sollten uns überlegen, wer von den dreien hier. Ja, aber Bella hat doch auch eben mitgevotet. Ja, deswegen bist du auch noch so halb safe, so wie Florentin. Dreieinhalb. Also bleibst du eigentlich bei euch beiden. Nein, aber so Florentin hat doch auch nicht Nils gewählt. Aber du hast er hat mich gewählt. Aber in der ersten Runde hat er Krane gewählt. Er war einmal dabei. Also jeder hier hat einmal mindestens einen Wolf gewählt. Ihr zwei hat noch einen Nils gewählt. Genau, wen hast du so gewählt? Das kann aber doch Glück oder Pech sein. In Runde 1 muss es ja so sein. Es gibt ja nur noch einen Wolf, das heißt, einer von euch ist extrem dumm. Wobei du weißt ja nicht genau, was die anderen machen. Extrem gefährlich für uns. Oder? Aber Dummheit kann auch gefährlich. Dumm ist sehr gefährlich. Ja. In diesem Spiel auf jeden Fall. Also wen hast du gewählt, gerade wo Nils rausgeflogen ist? Jetzt gerade dich. Ah, auch mich. Ihr beide habt mich gewählt. Ja. Okay. Ja, also, weil ich fand dich sass und ich meine, ich wurde auch die ganze Zeit angegriffen. Man will die Person noch ein bisschen loswerden, die einen zu Unrecht die ganze Zeit irgendwie zum Voten nominiert. Ja, das hilft mir halt nicht, wenn ihr beide mich wählt, weil ich will, also ich weiß ja, dass er hier sein könnte. Mhm. Aber es hilft mir nicht. Nee, Stichwort Hexe, was macht die eigentlich? Was geht in dir vor? Weißt du, die ist schon tot? Ja, wir wissen, es ist eine von den drei. Wir wissen es nicht. Also hat man nochmal die Chance, jemanden zu töten, wenn man vom Werwolf getötet wird als Hexe? Nee, ne? Nee, der Jäger noch. Nee, also der. Die Hexe wacht da nicht mehr auf. Doch, in der Nacht. Wenn die Hexe getötet wird, dann ist vorbei. Aber die Hexe kann natürlich, wird jede Nacht gefragt, ob sie noch jemanden töten will. Und wird die Hexe vor den Werwölfen gefragt? Nee. Bella, warum hast du Nils gerade gewählt? Weil du gesagt hast, follow your heart, und ich genau vorher diese Gedanken hatte, dass Nils so ruhig ist und wir oben, also ich habe mir die Leute angeguckt, wie sie anders sind, und dachte mir, es würde jetzt zu gut passen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Bei Florentin dachte ich vorher, du bist komplett anders, als du vorhin warst. Du warst in der ersten Runde irgendwie ruhig oben, ich habe dich viel zurückhaltender, und jetzt hast du so, dich so rein. Ich will aber, man muss auch vorsichtig sein, vielleicht bist du ja auch der Seher, die Hexe, was auch immer, und versuchst dich gerade noch zu retten, und deswegen, dann wird man ja auch unangenehm.
Also, nee, dann wird man. Findest du mich gerade unangenehm? Nein, nee, nein, das meine ich nicht. Nee, dann wird man ja so ein bisschen. Bei Mel bin ich mir nicht sicher. Ich finde, du wirkst wie vorhin. Deswegen könnte es auch wieder sein. Und euch vertraue ich komplett. So. Also ich bleib dabei, ich wähle ihn. Ich wähle seit der ersten Runde. Ich habe vergessen, was er mir gesagt hat oben, wie er sich verhält. Du hast gesagt, dass dir auch immer nichts einfällt. Ja, immer unsicher. Ich raff halt auch oft nichts. Das ist auch mein großes Problem. Das wäre das Argument für dumm. Ja, das wäre nicht dumm. Ich meine, wenn wir vier erstmal strategisch angehen, dann haben wir zwei Runden safe, weil wir euch beide erstmal rauswählen können als Puffer, bevor wir uns dann um uns kümmern müssen, weil es vielleicht doch einer von uns ist. Kurz, wie kommt ihr da drauf, dass das überhaupt einer von uns beiden ist? Wir sind das schon 25 Mal durchgegangen, weil wir schon jemanden draus. Wir haben schon den Wolf rausgewotet. Ihr seid die einzigen zwei. Aber, wir haben auch gesagt, dass es Lucky sein kann. Aber er beruft sich sehr auffällig die ganze Zeit darauf, dass er einen Wolf. Aber zweimal Lucky. Also ich zweimal sogar. Und mehr haben Wahrscheinlichkeit wir ist ein wildes. Mehr haben wir doch nicht. Was glaubst du denn, Walle? Das ist ja das Schwierige. Noch hat man zu wenig Indizien. Ne? Bisher so vom Verhalten und was du auch gesagt hast, Florentins Verhalten ist ein bisschen anders als in Runde 1. Deswegen warst du halt sass. Aber du bist auch erstaunlich laut die ganze Zeit. Und eigentlich macht man das doch nur, wenn man in so einer Unannehmlichkeit der Verteidigung ist. Nein, ich bin mir absolut sicher. Weil ich bin sicher. Ich bin safe. Deswegen, ich fühle mich total sicher. Ja, das sagst du auch die ganze Zeit. Ja, ich würde auch immer wiederholen. Ich habe die Bande und ihr seid die Opfer. Aber da muss ich die Frage wehren. Das ist eine Werwolf-Mentalität. Ja, genau. Klar, nur ein Wolf kann ein Wolf spielen. Will man dann in der Bande bleiben. Vor allem, du hast ja gerade gesagt, Simon ist defensiv laut. Aber niemand hat jemals Simon angeschuldigt. Nö, genau. Nein, ich meine auf so einer hebeligen Unsicherheit, so von wegen, fuck, ich bin's, ich sag mal lieber die ganze Zeit, ich bin Teil der Bande und ich kann's ja nicht sein und so, um auf jeden Fall nicht. Hast du was gegen die Bande gesagt? Ich habe nur an Sie, Simon, gesprochen. Krass. Mel guckt so traurig. Und du hast, als wir über deinen Rauswurf gerade gesprochen haben, bist du richtig traurig geworden. Und ich dachte so, mir, wenn ich quasi, hier, wie heißt es, Lamm oder was ist es, ja, ne? Lamm. Wenn ich das wäre. Dann wäre mir das eigentlich egal. Würde ich denken, ja, ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Dann würde ich sagen, ja, dann wählt mich halt raus. Wäre nicht wirklich traurig. Wenn ich Wolf wäre und rausgehe, dann wäre ich traurig. Und ich glaube, du bist Wolf, weil du wurdest echt traurig. Du hast gerade so richtig so mit den Dingern nach unten so. Ich würde einfach gern leben. Ich habe voll Spaß hier im Sommer. Das macht mich verdächtig. Ja, die Mama kommt ja nur. Das macht dich verdächtig. Ich würde jederzeit für das Team sterben. Sage ich hier und jetzt. Ja, dann. Aber sie anscheinend nicht. Ja, dann nehmt mich. Okay. Okay, aber das ist auch. Dann nehme ich. Das ist auch fies im Spiel mit dem Feuer. Ich würde Florentin gerne so oder so rausschmeißen. Mann, das ist geht ja auch zu weit. Wenn diese Bande bricht, dann war's das. Okay, wir müssen. Okay, ich bin mir bei Florentin noch nicht so sicher, wie du dir bei Florentin sicher bist. Ich bin auch nicht hundertprozentig sicher. Er hat am Anfang für Krane gestimmt, okay, aber das kann auch gewesen sein, weil er niemals damit gerechnet hat, dass Krane so viel Stimmen kriegt. Das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Ja. Aber wir müssen jetzt mal, wir haben einen Shot, haben wir free. Also wir können jetzt einen Irrtum machen und in der nächsten Runde haben wir dann eine 50-50-Chance. Ja, bei Walle habe ich irgendwie was Ehrliches heute. Ich auch. Also jetzt, ich habe nicht dir zustimmen sollen, weil ich weiß nicht, wer am Ende deiner Argumentation steht. Genau. Aber grundsätzlich. Ich würde als erstes sehen, jetzt Mel wählen. Nee, okay, finde ich super. Ich würde das auch machen. Klasse. Aber die Tränen haben gesprochen. Ja, natürlich, weil ich mal nicht sehr bin, der zu Unrecht angegriffen wird. Also, aber natürlich. Sagen, natürlich wäre ich traurig, wenn ich jetzt sterbe, aber ich glaube, dass andere Leute ja auch traurig wären, wenn ich jetzt sterben würde. Oh, wolltest du damit andeuten, dass du eine besondere Rolle hast? Ich will gar nicht andeuten. Nee, das könnte Jäger sein. Amor könntest du sein. Nee, Amor haben wir nicht. Ich habe nur gesagt, dass die anderen traurig sein könnten, weil wir haben noch ein Date. Auf wen willst du denn dann auf das Date gehen? Ich bin bereit, das für die Krähen zu opfern. Das steht über. Das Date? Was hat uns die Krähen existieren schon seit 5 Minuten? Ich habe nichts zu verlieren. Andere könnten auch Unglück bei dir. Ja, interessant. Seid ihr denn. Die Formulierung ist immer noch so komisch. Aber da würde man nicht drohen, oder? Wenn auch, traurig dann andere der Jäger. Ja, oder sie ist halt Seherin und könnte noch was rausfinden oder Hexe und kann noch einen Wolf killen, dann wäre man auch traurig. Oder halt Jäger und kann. Und sie hat gesagt, sie hat seit Runde 1 auch die Rollen nicht sagen. Deswegen das hat sie gesagt. Wenn sie Seherin ist und sich als erstes. Weil das hatte ich ja in der ersten Runde, dass ich Nils gesehen habe in der ersten Runde. Und nichts machen konnte, vielleicht ist das der Hinweis. Oh, gut zugehört, das könnte echt ein Hinweis sein. Ja, Moment, aber der einzige, den sie verurteilt, bin ich. Es geht wahrscheinlich um ein Date. Ich bin mir relativ sicher, es geht ums Date. Ja. Und sie wollen einfach irgendwie, wer weiß es schon. Also dann komm, machen wir jetzt Mel und dann gucken wir. Mel, das ist nichts Persönliches. Aber du musst sterben. Ich möchte gar nicht, dass ihr das vorher besprecht, weil das ist jetzt für unsere Zuschauer sehr langweilig. Naja, aber wir müssen uns ja. Naja, ich glaube, alle Zuschauer haben schon genau, wo der Wind hinweht, schon gemerkt. Gut, okay. Mel, willst du auch einen Finger heben noch? Zeig doch auch auf. Also, ist das jetzt.
Ja, drei, wir müssen eine Entscheidung treffen. Du kannst machen, was du willst. Okay, ich mach das. 1-0. So, dann gucke ich mal, wer zeigt auf Valentin? Keine. Okay, wer zeigt auf Florentin? Mel, okay. Ja, alle anderen. Wer zeigt auf auch. Mel? Ja. Es sind. Ja. So, wenn es Mel nicht. Oh nein, das ist so ein grauenhaftes Spiel. In welche Sendung muss ich nur beraten? Ja. Das ist so ein grauenhaftes Spiel. Ja, so, ja, also, der Sportlehrer kommt zu dir und hat gesagt, wir sehen uns, so. Ne? Also, du hast dich offensichtlich. Mal gucken, mit wem du jetzt auf ein Date gehst. Du hast dich gut geschlagen. Wolf. Wurde dabei, wie ich erwischt ist, dass wir irgendjemand hat dich verpetzt mit diesem, ja, ins Bett ritzen, diese Sachen und so. Diese. Komm. War Mel ein Wolf und war das jetzt eine super Runde, wo ihr alle drei Wölfe. Nein! Fuck. Das. Oder oh, das war nicht kein glaubwürdiges Fuck. Das war nicht kein glaubwürdiges Fuck. Jetzt habe ich viel Platz. Damn it. Jetzt war ich irgendwie auch nicht. Naja, wen also, wenn er jetzt Wolf ist, wen wirft wir werden ja gleich, einer von uns wird sterben. Oh, ihr braucht euch noch gar nicht besprechen, weil einer von euch wird wahrscheinlich nicht. Also, wenn drei Leute sterben, würde ich mich vorm Schlafen gehen besprechen im Zeltlager. Ich sag's dir ganz ehrlich. Ich setze mich jetzt mal genau zu dir, mein Lieber. Das ist wirklich eine gute Idee. Das ist sehr gut. Ich habe einen einfach. Wir dürfen doch gar nicht diskutieren, ne? Wir müssen erst die Nacht abwarten. Jetzt. Bei mir ist gerade mal was aufgefallen. Ich habe auch mal was zu sagen jetzt. Mhm. Und zwar gegen dich. Jeder weiß, Florentin ist ein guter Schauspieler. Und habt ihr eben gehört, wie er Fuck gesagt hat? Das war nicht. Aber würde ich das nicht besser schauspielen, wenn ich schauspiele? Aber das belastet ja dich, Walle. Wieso das denn? Ja, dann, du sagst gerade, Florentin hat schlecht geschauspielt, obwohl er gut schauspielen kann. Ja, ja, klar, aber beim Schauspielen geht's ja um irgendeine andere Rolle. Da ging es jetzt gerade um seine eigene Existenz. Weißt du, dann spielst du nicht so gut. Das wäre mein Argument gewesen. Du meinst, er kann normalerweise gut spielen, aber weil er schuldig ist, hat er schlecht gespielt. So, genau, weil er musste das, ne, das war zu viel emotional um diesen Verrat. Ja, okay. Ja, mir ist mal was aufgefallen. Immer sagt jemand, da hat ein Blatt sich bewegt und so. Jetzt ist mir mal was aufgefallen. Jetzt bin ich wieder Sass, oder was? Naja, gut, also wenn es stimmt, schlaf bei dir, wenn du nervös bist. Schlaf auf jeden Fall gut. Okay, das ist schön, immerhin. Schlaf schön. Okay, also es wurden ein paar Betten getauscht, ein paar Räume wurden sich so hin und her geschaut. Wollen wir noch so eine Decke über uns? Ja, es war 50-50 halt. Und es wird wieder Nacht. Es wird wieder Nacht hier im Camp. Es ist ein bisschen kalt heute, also einige von euch brauchen so eine kleine Extra-Decke. Keine Ahnung, es sind vielleicht die Eisheiligen. Der Kuckuck ruft und der letzte traurige Wolf erwacht. Möchte noch jemanden töten? Die Hexe erwacht. Möchte sie noch jemanden töten? Der Seher kann noch mal einen Blick werfen. Die Seelen seiner Mitcamp-Teilnehmer. Und dann ist es auch schon morgen. Ja, alle sind wach. Nur einer. Nein. Und der Hagebuttentee. Scheiße. Vorsicht, Vorsicht. Du brennst. Ja. Gut. Wollen wir es kurz oder lang machen? Ich weiß auch nicht. Aber wir brauchen ja noch. Wann? Ja, doch. Also warte mal. Mein Quatsch, ja. Also ich hab, also, jetzt bin ich aber auch verwirrt. Ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt am Schluss auf dich reingefallen bin, weine ich natürlich. Ich habe zwei Wölfe überführt. Genau, das zwei wäre schon richtig krass, wenn man sich zwei. Wenn man sich zwei also danke ich auf jeden Fall so oder so. Und mein erster Gedanke war ja Florentin, weil er sich meiner Meinung nach an. Mein erster Tipp war ja damals. Meine Theorie ist, dass Mel Seherin war, weil sie hat von Anfang an bis Ende durchgezogen und nur auf Florentin. Sie hat ihn in jeder Runde verdächtigt. Und am Ende dieser Satz mit, dann werdet ihr es vielleicht auch bereuen, klingt so ein bisschen danach, dass sie uns mitteilen wollte, dass sie die Seherin ist. Ja. Und wenn sie es weiß, dass es Florentin ist, macht es für sie keinen Sinn, auf jemand anderen zu zeigen. Und für mich ist es klar, dass es einer von euch beiden sein muss. Du wirkst heute aber auch, wie du es auch schon gesagt hast, nicht so nervös, wie du, glaube ich, wärst in der Situation. Florentin ist schon auffällig schlecht am Schauspielen. Das ist der Fluch der guten Zeit. Das ist doch privat zwischen euch. Ja, lass nur noch mal kurz das Protokoll noch mal durchgehen, für wen du gestimmt hast. Weil Bella ist wirklich heute noch gar nicht im Visier gestanden. Das stimmt, weil ich auch sofort draußen war. Also ich bin ja jetzt in der zweiten Runde. Ja. Ich hatte gestimmt für dich. Als noch gar keine Dinger waren. Als Krane rausging, genau, als 3-3 ging. Hast genau. Du 3-3 auf Stich mit Augen zu, weil ich fand, dass du dich anders verhalten hast. Und ich dachte so, du hast irgendeine andere Rolle jetzt in der ersten.
Nummer zwei war Follow Your Heart, Listen to Your Heart. Listen to Your Heart. Nils rausgekommen, der dann Wolf war. Ja, der war dann Wolf. Genau, aber das macht dich ja nicht automatisch safe. Ach, nee, weil genau. Du wusstest ja eigentlich, du musst da mitgehen, weil es dir kommuniziert wurde. Und genau, das hätte genau. Dich auch verraten können, wenn du dann Gruppe, jemand ganz anders. Ich wurde nämlich, also ich bin lieber bei der Gruppe, bevor ich alleine bin. So ist der Mensch halt. Und dann. Fühl ich ja. War ich ja wieder bei dir und hatte aber kurz Angst wegen so einer Hexenjagd, weil dass man einfach sich jetzt auf dich einschießt und dann ist es falsch. Deswegen bin ich vorhin von dir wieder weg und fand dann Mel so verdächtig. Und was kommt jetzt? Was machen wir jetzt? Weil, wie gesagt, Valentin, glaube ich, wäre auch ein bisschen nervöser. Andererseits, ich weiß es halt noch nicht. Und vielleicht hast du ja zwei Wölfe rausgewählt, weil du am Anfang einfach Pech hattest. Okay, wir haben jetzt Bellas Position gehört. Wir gehen vielleicht mal alle so ein bisschen durch. Dann darf jeder mal was sagen. Wie siehst du das, Etienne? Ja, wie ich es gerade gesagt habe. Also ich habe schon zwei Wölfe rausgewählt. Ich bin mir sicher, es ist zwischen Walle und Florentin. Bella fände ich jetzt krass. Dann auf jeden Fall Respekt, dann hättest du es knallhart. Keine Angst. Aber was heißt denn durchgezogen? Sie hat, weil sie einmal Krane gestimmt hat. Das ist, weißt du, manchmal habe ich auch einfach nur so. Es ist manchmal so eine Sache, die in der Zwischenebene stattfindet. So in der. Aber stimmt, auf Nils hast du auch gezeigt, ja, ne? Das ist schon krass. Ja, guck da schon. Und du hast auch auf Krane und auch auf Nils. Warte mal ganz kurz. Ja. Aber ich versuch euch ja nur zu helfen. Weißt du, in der Runde davor saß ich und hab geschimpft, dass sie überhaupt Nils zugehört haben. Und jetzt sitze ich hier und höre dir zu. Und ich meine. Nein, du hast recht. Dann trifft deine Entscheidung. Ich finde, es gab schon so oft etwas, wo man dann, weil ich gerade diesem Spiel, wo man den falschen Entscheidung. Entschuldige, aber ihr dürft auch nochmal. Das heißt, wir hatten nur von den Abstimmungen. Wir hatten Wolf. Nee, einmal Wolf. Einmal. Außer du bist auch Wolf. Genau. Ich hab dich noch. Aber hattest du nicht Krane? Nee, ich hatte dich und Nils. Ah, okay. Okay, dann hattest du Unschuld Wolf und du hattest zweimal mich. Also auch Wolf. Ja. Und was hattest du, Florin? Ich hatte Krane. Mel. Und gerade auch Mel, ja. Hattest du Mel? Und Mel war ja unschuldig. Und ist dir gefährlich geworden. Ja. Es ist, ich würde auch sagen, wenn man das nimmt, hat man zumindest okay. A Game of Chances. Ich würde Valentin jetzt noch mal kurz das Wort geben. Ach so, alle also, mach dich verdächtig. Eddie ist für mich komplett safe. Also das hat er, finde ich, sehr fein auch argumentiert. Das macht überhaupt keinen Sinn sonst, was er getan hat. Wäre eine spannende Strategie, glaube ich, aber irgendwie nicht dran. Es ist zu ein hoher Gamble. Bella, habe ich ja gerade gesagt, ist nicht ganz safe durch diesen einen Vote, der fehlt. Und das könnte super strategisch sein. Und Bella ist intelligent, da traue ich das schon zu. Florentin habe ich, glaube ich, zu Genüge jetzt erklärt, warum der heute sehr, also in dieser Runde sehr sass für mich ist. Aber jetzt ist er gerade super relaxed, das wären Wolf nicht. Okay, Moment, aber das ist okay, gut. Ist in der Situation würde ich mich jetzt auch so locker, relaxed, wie der sich macht, kann der nicht schuldig sein. Also, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist klar, wen ich vote jetzt. Dann? Gut, dann. Ich habe so Angst, dass es doch Eddie ist. Das ist meine größte Angst. Dann würde ich applaudieren. Aber ich hab's gesagt. Dann habe ich jetzt gesagt, wenn es doch Eddie ist. Okay, sie heben alle freiwillig ihre Finger. Sie wollen es wissen. Dann zähle ich runter. 3, 2, 1, 0. Oh, ja, kann's nicht sein. Wir zeigen alle auf Florentin. Inklusive Florentin. Spannend. Florentin, willst du uns selber sagen, wie du aus dem Camp davon gehst? Auf allen Vieren. Oder kommt meine Mutter? Was ich gar nicht, was ich hätte sagen müssen, meine Mutter ist sehr aktiv im Sportschützenverein. Scheiße. Und Mama, bitte nicht, tu es nicht! Mama, nein, warum denn? Bitte, schieß doch nicht. Niemand hätte es hier verdient. Okay. Was, ist er unschuldig? Okay, ja, anscheinend. Was? Warum zeigst du denn auf dich selbst? Ja, weil ich bin Jäger. Tu es nicht. Und ich nehme Walle mit. Ist natürlich klar, dass du mich jetzt... Ja, sorry, ich hab's ab... Du bist unschuldig, Florentin? Ja, ich bin Jäger. Komplett links. Okay, dann. Walle? Und Valentin, was ist mit dir? Ui! Oh! Ah! Okay. What? Okay. Schön gemacht. Oh, leid. Oh Gott. Schön gemacht. Ja, shit, dass du jetzt schön Jäger warst. Ja. Ah, das ist aber auch ärgerlich. Ja, alles gut. Weil ohne das, hart. Wer weiß, wie weit es noch gekommen wäre. Ja, das um die Bande gespielt. Hast du das gesehen? Du bist doch ruhig, wenn es sein muss. Ah. Ja, ich hab gedacht.
Nee. Ich weiß, wie ich eigentlich sein würde jetzt. Wieso verhältst du dich so? Ja, ich hatte mich eh schon auf den Kieker so. Da war es egal. Aber die ganze Zeit, du warst so. Du hast so viel Quatsch erzählt. Aber dann hatte ich, okay. Ich hatte auch so einen leichten Death Wish, habe ich bei dir auch gespielt. Ja, auf den gewissen Punkt schon. Dachte ich, willst du doch jemanden erschießen. Aber dann habe ich jetzt wieder gedacht, okay, das, was für ein guter Schach. Walle, Respekt. Dankeschön. Ich hatte wie immer eigentlich keine Argumente, aber ich bin einfach straight bei dir geblieben. Ja, zweimal wollte ich sogar zweimal. Das ist wirklich die Wahrscheinlichkeit des Films. Ich hätte dich vorher raus, weil ich dachte, Alter, wie krass gut du bist. Wenn er jetzt nicht der Jäger gewesen wäre, dann hätte Valentin das am Schluss noch gewonnen, obwohl er in den ersten beiden Runden die anderen Wölfe rausgehauen hätte. Ja, ist die Frage. Ja, Moment, aber dann hätte er Bella getötet, Bella gibt Eddie und dann ist Eddie und Nee, aber dann, wenn am Schluss der Wolf übrig ist, dann hat der Wolf halt gewonnen. Weil die Ach können, so, okay, ja, dann war es doch so knapp. Krass. Ja. Ach shit, warum warst du ausgerechnet du Jäger? Ja, voll gut, aber auch sehr gut gemacht, Florentin, dass wir dich gekillt haben, dass du den Nee, das Ding ist, ich habe Simon nur gekillt, weil ich wollte nicht Florentin killen, weil das wäre dann Sass gewesen, weil ich mich davor sehr auf ihn gestürzt hätte. Was für eine Runde. Aber ich hätte ihn besser mal gekillt. Was für eine Runde. Hättest du mal. Ich möchte jetzt da ganz zweifelt kurz Eddie komplett an mir. Ich würde noch mal ganz Der hat einen neuen Gegner, wo alle das hätte ich, ich hätte eher noch Bella verdächtigt als ich, Walle, ganz ehrlich. Und ich, nicht verdient. Das würde mich jetzt mal interessieren. Was war deine Strategie, Florentin? Das fand ich sehr interessant. Ich wollte einfach die Wölfe fangen und irgendwann. Dann wusste ich es nicht. Ich dachte mir auch so die drei und dann habe ich leider genau die falsche genommen und dann habe ich. Pass auf, ich wollte eigentlich. Also, ich war die Hexe. Ich hab's ja auch. Und hättet ihr mich in der Runde nicht nach Hause geschickt, hätte ich dich in der Nacht vergiftet. Okay, hab mir auch Karten, bitte. Dich echt zass fand. Ja. Aber dann hättest du ja in der Kette wahrscheinlich trotzdem Walle erschossen. Nein, dem Punkt nicht. Okay. Weil das wäre krass, wir hätten so eine Todeskette gehabt. Ich brauche noch mehr Karten. Hast du dich in der ersten Runde gehalten? Also ich wusste, du wurdest tatsächlich erwischt. Ja. Oh, wie bitter, okay. Ja, das ist immer fies, erste Runde Heilung. Ich fand es dann auch sehr verdächtig, dass Krane nämlich ich brauche noch zwei Karten. Versucht hat zu analysieren, ob die Hexe selbst geheilt war oder jemand Neues quasi in der Runde die Hexe ist. Habt ihr noch Karten? Geheilt hat, weil dadurch wäre ihm ja klar gewesen, ob die Hexe nicht unterbrechen, aber habt ihr noch Karten? Geheilt hätte. Und dann hätten die mich ja nochmal getötet, weil damit soll ich mischen vermeiden. Ja. Du wirst es gleich mischen, aber ich habe es immer noch nicht genug. Darf ich was sagen? Aber ihr drei wieder immer genau diese Ecke. Darf ich was sagen? Es wandert so weiter. Uke. Was denn? Darf ich was sagen? Bitte, du immer darfst was sagen. Okay. Achso, hier, Entschuldigung. Also wir hatten gerade oben darüber gesprochen, das muss verboten werden, dass sich jemand umsetzen darf. Ach, umsetzen. Und an, hat an Valentin rankuschelt. Um ja, zu gucken, an Florentin, der sich an Valentin rankuschelt, das geht nicht. Ich habe aber echt nichts gespürt oder so. Ja, das geht nicht. Ich habe das doch gut gemacht. Ja, total. Also ich meine, das mit dem nicht bewegen. Aber das, insgesamt aber okay. Nee, aber das war für mich ein Zeichen dafür, dass du absolut schuldig bist und schon auf Abschiedstour gehst. Nee, können wir gerne verbieten, finde ich. Ich habe noch nie jemanden in diesem Spiel erlebt, der sich so verdächtig gemacht hat. Und dann noch sich selber wählen. Es hat noch nie passiert und ich habe es aus dramaturgischen Gründen zugelassen, weil es so lustig war. Ja, natürlich. Und so würde ich es immer wieder zulassen, aber wenn es lustig und spannend ist. Ihr habt schon recht, ich bin verdächtig. Stimmt schon. Aber nee, du stimmt schon. Sonst wären wir uns nie so nah gekommen. Also das darfst du auch nicht vergessen. Aber am Ende waren es wirklich einfach die gnadenlosen Fakten der Stimmen. Und du hattest zweimal mich gewählt und so und jeder von euch hat einmal den Wolf gewählt. Ja, am Ende muss man dann auch irgendwie auf die Fakten achten. Ne? Das war in der ersten Runde echt. Ihr dürft gerne nochmal abstimmen, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Ihr dürft gerne abstimmen, wer der nächste Coach sein soll. Dass drei Leute Fabian gewählt haben. Ja, gerne. Und er dann, also dass es eine 3-3-Entscheidung war und dass quasi dann dadurch sich drei Leute entlastet haben. Ja. Weil natürlich genau dieses, weil das so knapp war, stimmt natürlich. Keiner der Wölfe stimmt für den Wolf in der Situation, wo man absehen kann, dass es knapp ist. Und das war für die Wölfe verhängnisvoll, weil dann drei Leute sich völlig zu Recht haben ausschließen können, plus Lydia, die ich auch noch selber ausgeschlossen habe. aber das war ein reines Mathematikmodell. Also waren vier Leute fast schon das war krass. Ausgeschlossen. Und das ist natürlich ein mega Vorteil. Das hat schwer gemacht, auf jeden Fall. Ja, aber das Witzige war, umso erstaunlicher, dass es nochmal so spannend wurde. Ja, echt. Das hatte ich auch gedacht. Ich hab mich auch gewundert, aber das weil wir einfach zweimal. Aber ich wusste nicht, dass Kran unser Mitwolf ist, weil man will sich so möglichst wenig bewegen. Du wusstest nicht, dass Krane der Wolf ist? Nein, weil also wir haben ja hochgeguckt in der Nacht und dann haben wir beide in irgendwie die Richtung gezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, aber ich kann ja dann im Augenwinkel nicht sehen. Und ich dachte, Moment mal, das scheint eine Runde mit zwei Wölfen. Und dann ist er aufgefahren und das kam diese Karte kam dann und ich dachte, what? Der also, ich bin halt auch nicht so der Kühlschrank. Habt ihr euch denn dann abgesprochen? Gar nicht. Ja, gar nicht. Wir beide so ein bisschen. Ihr beiden habt die Entscheidung gemacht und ich hab die einfach mitgetragen. Ja, voll gut, es tut mir auch total leid. Ich hab dann irgendwann nochmal so gegen dich argumentiert. Aber halt ja, aber das war doch eigentlich
eigentlich gut. Weil, ja, es hat mir wahrscheinlich geholfen. Was du nicht weißt, ne? Ja, genau. Ja. Also in der nächsten Runde, also wenn wir von diesen ganzen mathematischen Sachen, ihr geht jetzt ja immer sehr stark davon aus, wer hat gerade wen gewählt. In der nächsten Runde haben wir wieder die Liebenden dabei. Oh. Wer das nicht weiß, wie es funktioniert, also zwei Leute werden bestimmt, also einer wird ausgewählt, Amor, der bestimmt zwei Liebende. Und diese Liebenden, die beschützen sich gegenseitig. Es kann halt sein, dass das beides Wölfe sind. Es kann halt sein, dass das ein Wolf und ein Mensch sind. Die würden sich immer gegenseitig beschützen, auch wenn der andere ein Wolf ist oder wenn der andere ein Mensch ist. Als Wolf würden sie nie versuchen, den anderen Menschen zu fressen. Und wenn die übrig bleiben, gewinnen sie halt auch am Schluss. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das beeinflusst, wer jetzt gleich wen votet. Plus noch der Fakt, wenn einer stirbt, geht der andere mit. Richtig. Es kann ja eine Kettenreaktion sein. Die Hexe tötet den Jäger, der Jäger tötet den Liebenden, der Liebende nimmt noch jemanden mit. Ja, hatten wir, glaube ich, schon mal so. Wenn alle tot sind, gibt es keine Werwölfe. Ist auch nicht schlimm. Wir hatten schon mal so, irgendwie so ein Wahnsinnsding. Ja, dann sind ja nur die Werwölfe übrig. Und wie finden sich die Liebenden? Da wird gleich, die Liebenden können ja auch Wölfe sein. Es gibt gleich eine Karte, das ist, glaube ich. Das ist diese Karte. Amor das ist ja die Sonderrolle. Die Liebe. Das ist Amor, der bestimmt zwei Liebende. Die kriegen von mir mit dem Knüppel der Liebe kurz eins aufs Maul. So, damit die Liebe richtig kann. Was machst du? Uke, was machst du, wenn Amor uns beide auswählt? Ja. Dann ruft er euren Namen. Dann habe ich, hab ich den Amor des Todes da hinten, der wird das dann schon irgendwie hinkriegen. Okay. Weil das muss man sagen, dieser neue Zeigestock ist bewegt, relativ dabei. Also nicht, dass du nicht nur einmal auf einen noch auf jemanden zeigst, sondern dass du so eine Bewegung machst. Ja, ja, ja. Schwing den mal so ein bisschen. Weil man kriegt ja ein bisschen mit, was. Also, das macht er schon eher. Es gab, ja, ja. Es gab da mal so eine Situation, wo wir plötzlich drei Liebende hatten. Das konnte meines etwas zu doll. Kein Shaming hier. Daher, ja, habe ich auch gesagt, das ist mein Ding. Daher, man muss. Es ist eine Kunst, wie man mit diesem Knüppel umgeht. Aber wollen wir nicht festlegen, dass es von Anfang an Ron macht? Du kannst dir gar nichts festlegen gerade. Okay. Das mache jetzt hier mal ich, ja? Ich es möchte ist, auch am Leuten sein. Es ist aber nur wichtig zu sagen, wenn man weil, ist. Was ist denn gerade, ganz kurz, was ist denn, wenn es Florentin also, und Ede sind? Ja, das stimmt. Das ist ja, dann weiß ich, dass wenn Ron nicht im Einsatz ist, dass es auf jeden Fall nicht Bella und ich ist. Du meinst also, Ron soll auch kommen? Ja gut, machen wir so. Ja, er läuft einfach Ron, du machst einfach, du läufst einmal rum. Genau. Und tippst diejenigen an, die verliebt sind. Entschuldigung für das konstruktive Feedback. Ich aber Entschuldigung, kurz, ja, ist angenommen. Die müssen doch die auch helfen. Genau. Die Liebenden wissen, dass sie Liebende sind. Sonst wäre es ja blöd. Aber also, dann wenn er einen antippt, dann müssen wir auch die Augen aufmachen. Ja, ja, ihr müsst euch gegenseitig aufmachen. Ja, gut. Das wollte ich nur wissen. Ja. Okay. Machen wir nicht nochmal Werbung? Nö. Okay, Karne, möchtest du das hier machen? Ich würde gerne weiter. Fuck. So, wir machen keine Werbung. Es geht direkt weiter. Sorry. Nee, wir machen direkt weiter. Gut, ich würde jetzt wieder die Karten verteilen. Ich muss kurz wieder warten, bis Karne wieder durch ist. Gut, dass er lacht, bevor die Karten kommen. Ja. Seine Rettung. Ach so, das gut, wenn ihr vielleicht wieder alle so nach oben gucken würdet. Achso. Fängst du wieder hier an? Ja, ich fange wieder bei dir. Hier. Schön. Wie ist das denn, das Vogellied? Krane. Ja, ich komme. Diese Sterne. In unserer ich Stadt hab Sternschnuppe gesehen. Jetzt darfst du dir was wünschen. Wünsch dir was. Yes. Ich würde so gerne die Geschichte mit den Ameisen nochmal hören. Valentin? War zu komplex. Haben die denn dann deine irgendwie auch die Depression überwinden können? Oder? Ja, das sind die Therapie. Die sind jetzt glücklich, haben ihren eigenen Ameisen gegründet. Mel, Ede und Blondin. Und also derjenige, der jetzt gleich die Liebe ist, nachdem er die Leute ausgewählt hat, die sich verliebt haben, verwandelte sich in einen ganz normalen Camp-Teilnehmer. Ja, alles soweit klar? Gut, es ist ein schöner Sommertag, ihr kommt alle in diesem Camp an. Ihr seid ein bisschen schüchtern, da sind ganz viele andere Kinder, die ihr noch nie gesehen habt. Und einige Sympathien, Antipathien entstehen sofort. Die sportlichen Kids rüber, die Gaming-Kids in die andere Richtung. Und dann beginnt auch schon, ihr kommt alle ein bisschen spät an, also es gibt gar nicht so viel Zeit, was groß zu machen. Ihr spielt eure Kartengedöns und dann wird es auch Nacht. Der Coach, richtig. Der Coach kommt noch mal kurz vorbei. Es ist Florentin, sagt ein paar Worte zu euch. Braucht ein Ball. Hey Leute, wir hatten die letzten Jahre ziemliche Probleme hier mit übernatürlichen Wesen. Deswegen bitte dieses Jahr reißt euch zusammen. Wir wollen hier einfach nur ganz entspannt den Sommer genießen, im See baden, ein bisschen Sport machen. Und deswegen bitte keine uralten Artefakte ausgraben, keine alten Bücher lesen, nicht irgendwelche Kerzen anzünden. Einfach nur Sicherheit geht vor. Und dann wird es eine geile Woche. Okay. Etienne. Was mit Pentagramm? Bitte keine Pentagramme. Alles über drei. Nein, Sterne nur so bis drei. Sorry, aber da müssen wir aufs Nummer sicher gehen. Und jetzt ab ins Bett und wir haben eine geile Woche, okay? Okay. Camp Beans! Beans? Gut. So motiviert habt ihr selten geschlafen. So aufgepeitscht. Ja. So. Dann geht der ganze Spaß jetzt mal los. So. Also.
glaube, ich fange an mal mit Amor. Warum nicht? Ich fange an mit der Liebe. Die Liebe sucht sich jetzt zwei Gestalten aus. Und Ron wird jetzt einmal im Kreis laufen. Einmal im Kreis laufen. Ganz beiläufig diejenigen berühren, die verliebt sind, die, sobald sie berührt wurden, ihre Augen öffnen und sich angucken können. Also es ist im Grunde ein uralter Magiezauber, der hier gefunden wurde und der die beiden Liebenden im Schlaf trifft. Die träumen voneinander und es geht so los. Das Feuer breitet sich im ganzen Körper aus. Es fängt beim Herzen an, es geht runter. Eine Blitzverliebtheit. Als nächstes erwachen drei Campbewohner, die, naja, sie haben gerade nur mit diesen Karten gespielt, aber plötzlich wachsen ihnen Haare an ihren ganzen Körperteilen, die Zähne verlängern sich und ein unstillbarer Hunger auf Campbewohnerfleisch kommt in ihnen hervor und sie öffnen ihre Augen und sagen sich, Mensch, da könnten wir doch mal jemanden verspeisen, ein Gefühl, was sie vorher nicht kannten. Ja, das tun sie. Die Haare werden wieder kleiner, sie schlafen wieder ein. Man weiß gar nicht, ob sie sich selber daran erinnern am nächsten Morgen, was da passiert ist. Vielleicht ein Gefühl der Schuld, was noch in ihnen vorherrscht. Als nächstes erwacht die Hexe. Sie hatte nur mit dieser Tarotkarte gespielt und plötzlich findet sie, dass sie übernatürliche Kräfte hat. Und sie könnte jemanden retten, wenn sie wollen würde. Sie könnte jemanden töten, wenn sie wollen würde. Sie könnte wieder schlafen, wenn sie wollen würde. Und als letztes erwacht der Seher. Mit komischen Kräften ausgestattet ist er in der Lage zu sehen, wer gut und wer schlecht ist. Und dann klingelt es. Und die ersten Morgenstrahlen kitzeln euch. Der erste Tag im Camp. Was wird dieser Tag wohl alles bringen? Es wird bestimmt richtig, richtig gut. Aber leider wirft eine Sache ihren Schatten. Oh, ich bin gerade erst angekommen. Ich wollte noch Wasserski. Wasserski. Ja, das wollte ich sagen, die Wasserskianlage ist defekt. Die letztes Jahr auch schon. So lange. Der Mermaid. Gab einen tödlichen Vorfall. Ja, also. Ja, nix. Gut, also die Wasserski-Kids sind schon ausgeschieden. Jetzt, das Camp ist also ein fröhlicher Junge, der da war, der hat eigentlich viel Spaß gemacht und das ist jetzt ein bisschen komisch. Irgendwie, ihr wisst, wie Kinder seid, ihr müsst einfach jemanden finden, den ihr dafür verantwortlich machen könnt. Simon hat immer die besten Anschuldigungen gemacht. Jetzt ist er weg. Also ich wollte wieder sagen, es war sehr ruhig, aber das könnt ihr euch auch denken. Wer hat denn jetzt ein Einzelzimmer? Haben wir schon eine Auflösung gekriegt? Achso, ja, stimmt. Ja, das wird jetzt vermutlich... Die Werwölfe werden keinen Werwolf töten. Naja, wer weiß. Es gibt diesen Fall natürlich, dass es passieren kann. Ja. Dass die Hexe jemanden rettet und jemand anders tötet. Oh. In der ersten Nacht. Oh. Wahrscheinlich. Die werden also wir können die meisten sind Führung. Schon mal sagen, die Hexe mag Simon nicht. Also wenn wir erst mal gucken, okay, wer würde sagen, Simon oder die Hexe denkt, na, um den wäre es nicht so schlimm. Aber warum willst du wissen, wer die Hexe ist? Das ist ja eigentlich nur interessant für Wölfe. Guter Punkt. Versuchst du jetzt eine Anklage für Also in der letzten Runde hat Krane direkt am Anfang nämlich auch versucht rauszufinden, wer die Hexe ist. Da war ich das ja. Na gut, aber wenn du weißt, wer die Hexe ist, weißt du schon mal eine Person, die nicht der Wolf ist. Also genau, das ist der Punkt. Was? Moment. Naja, die Hexe ist halt nicht der Wolf. Deswegen will er weißt du das gar nicht? Also, das sagt uns das. Das heißt, im Umkehrschluss muss der Wolf jemand sein, der Simon mag. Nee, weil wir haben Wenn die Hexe
Simon nicht mag, weil die Wölfe mögen Simon so sehr, dass sie nicht wollen, dass er Also eigentlich, wir haben da vorhin drüber geredet, es ist schlau, wenn die Hexe die Heilung behält, bis sie selber getroffen wird. Weil die Hexe ist ein wichtiger Asset, weil sie jemanden töten kann. Und wenn sie gekillt wird, bevor sie getötet hat, dann geht dieser Free Kill sozusagen verloren. Eigentlich sollte die Hexe nur sich selber heilen. Ist aber der letzte Moment, deshalb die Hexe ist verliebt. Verdächtig, dass er rausfinden wollte, wer die Hexe ist. Genau aus der Argumentation, weil dann würde er als Wolf ja die Hexe töten. Aber der zweite Satz ist nämlich noch entscheidend. Es ist bisher in der Geschichte von Werwolf, glaube ich, fast noch nie passiert, dass die Hexe sich selber heilt. Doch, ganz oft. Vorhin doch erst. Aber ich finde, dieser Free Kill, den du gerade hochlobst, der hätte zum Beispiel gerade auch sehr schnell für den Untergang gesorgt, weil die Hexe gerade ja den unschuldigen Florentin mitgerissen hätte. Ne? Also der Free Kill ist halt. Okay, aber die Hexe muss natürlich davon ausgehen, dass die Hexe weiß, was sie tut. Wenn man davon ausgeht, dann. Ja, wie meinst du mit Free Kill? Naja, wenn sie kann ja jemanden töten. Ja. Aber sie weiß ja nicht zwangsläufig, ob sie einen Wolf oder einen Mensch tötet. Naja, also sie sollte es am besten nur machen, wenn sie es sehr sicher weiß. Das ist richtig, aber gerade hat mir, weil May hat ja gesagt, als sie wäre sie, hätte sie die Nacht noch überlebt, hätte sie den Trank gegen Florentin eingesetzt. Florentin war ein Mensch. Also wir hatten gerade in der letzten Runde den Fall, dass die Hexe. Das war auch der Fall, wo der Florentin super sass war. Deswegen möchte ich mich nochmal entschuldigen. Aber gibt es sonst jemanden, der was gehört hat? Oder jemand? Es war in der Tat sehr ruhig. Ich war fast eingeschlafen. War sehr ruhig. Die Liebenden mitbekommen. Ja, auch nicht. Ja, dank Krale. Das war eine sehr gute Also ich fand tatsächlich Krane. Mel, was ich ein bisschen strange fand, weil also natürlich 80% dessen, was ich gesagt habe, war ein Gag. So. Und das also wie alles, was du sagst. Ja, das ist erst 83%. Aber dass du da direkt so drauf reingehst und mich in den Fokus nimmst und in den Runden davor warst du total ruhig und du warst... Ja, jetzt will ich mal was anders machen. Exakt! Und das ist auch exakt. Oder und was? Ja, exakt. Genau, aber ich wurde dafür rausgewählt, dass ich ruhig war. Aber was ich meine ist, dass du also vom Mindset her, du wurdest immer so, ja, okay, sind sie ruhig und du gehst rein und sagst, okay, ich muss irgendwas anderes machen, so, ich muss irgendwie... Und dein erster Impuls war ja nicht, ja, weil ich irgendwas gemacht habe, was offensichtlich verdächtig ist, sondern dein Impuls kam, der war quasi angelegt schon in dir. Hast ja gerade selber gesagt, ich muss irgendwas anderes machen und gehe zur ersten Gelegenheit, die sich mir bitte, gehe ich rauf, auch wenn es keinen Sinn macht. Und das ist so, das hat schon Sinn für mich gemacht gerade. Ja, also ich fand dich schon sehr sass. Für dich, grade. Du hast ja erklärt, du musst ja jeder einzelne entscheiden. Ja, jeder du klagst gerade den an, der dich anklagt. Nee, ja genau. Ich weiß, was du meinst. Das ist natürlich das erste Klasse Werwolf, dass Mel in der ersten Runde Wolf war und Lydia ganz klar an die Wand gepinnt hat. Das war ganz am Anfang. Du hast gleich in der ersten Runde, weißt du noch diese Geschichte? Du hast immer gesagt, Lydia, du wegen dem Date. Also du hast, als du Wolf warst, schon mal jemanden sehr deutlich markiert, sage ich. Also ich finde, Nils verhält sich gerade schon anders als die letzten zwei Runden. Er ist jetzt schon aktiver, direkt in der ersten Diskussion. Und er war zweimal Wolf, deswegen spricht das gerade schon für Nils, finde ich. Und ich glaube, Mel hat eher so verunsichert reagiert, weil ich vermute, dass sie wieder Hexe ist. So dieses, warum willst du denn wissen, dass ich Hexe bin? So, was bringt dir das denn? Ach so, ja gut, das macht vielleicht Sinn. Aber so der erste Impuls so, nee, das ist geheim. Aber Nils konnte ja seiner Verhaltensanalyse oben auch lauschen und verhält sich deswegen jetzt genau richtig, anders. Aber, also du denkst jetzt, dass Nils kein Werwolf ist? Für mich, gerade hätte ich ja gesagt, das ist schon Und Mel ist für dich die Hexe? Wäre zumindest meine Deutung dieser Diskussion gerade. Aber lass das doch eine Anschuldigung. Wir brauchen ja schwierig. Wir brauchen Kandidaten. Wie siehst du die Situation jetzt gerade? Ich habe gar keine Ahnung. Du hast doch so ein gutes Ohr. Lass es halt. Hast du gerade Fabian gefragt? Ja. Aber das würdest du nicht machen, wenn Fabian Wolf ist. Das wäre ja super mies. Natürlich. Du würdest ja nicht den Wolf in den Fokus bringen. Ich würde jetzt, weil gerade, wir haben jetzt hier einen Fokus auf euch beiden, so, ich möchte es gerade in der ersten Runde so ein bisschen öffnen. Ja, aber der Spielleiter würde nicht den Wolf outcallen vor der ganzen Runde, wenn er nicht im Fokus ist. Ich habe ihn noch nicht outgecallt. Er hat ja nur gefragt. Ich habe gefragt, sagen, was denkst du? Guck mal, ich kann jetzt auch. Alle anderen. Ein der Wölfe. Ich glaube auch, du würdest schon noch hadern damit, wenn das der Wolf wäre.
Hallo, die Person, ihr analysiert jetzt. Ich meine, ich würde Fabian jetzt auch mal eine Runde drin lassen, gerade bis. Also, Karin, du hast jetzt nichts weiter gehört. Valentin, die Studie. Nee, ich habe auch meine Lauscher gespitzt, weil immer haben irgendwelche Leute Blätter gehört. Und ich will auch mal der sein, der direkt irgendwie in der geilen Gang ist, aber ich habe nichts gehört. Was soll ich sagen? Also, ich habe noch keinen Clou. Gut. Bella, wie ist es mit dir? Nee, ich habe tatsächlich, ich bin wirklich fast eingeschlafen. Irgendwann gemerkt, ich muss aufpassen. Und dann war es so, shit, wir sind ja schon bei der Hexe. Ich habe nicht mal. Rascheln und so kann ich auch nicht dienen. Die Wölfe kriegen ja wenig Schlaf in der Nacht. Genau, also, aber müde bin ich ja nicht. Ich bin ja wirklich eingeschlafen, das meine ich. Nee, hat sehr gut geschlafen. Aber ja, ich kenne genau das Gegenteil. Gesagt. Ihr beide seid sehr ruhig. Hä, ich habe auch gerade was gesagt eben. Was denn? Ich wüsste es leider. Ich habe dich nach deiner Meinung gefragt, warum du denkst, dass es Nils nicht ist und was du von Mel denkst. Hallo? Leute, passt doch mal auf hier. Wer was? Aber Eddie hat doch bestimmt schon die Statistik ausgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man dreimal. Ich sag jedes Mal das Gleiche. Meine erste Runde Werwolf, da haben wir, glaube ich, 5 Runden gespielt und Lisa war 4-mal Werwolf. Oder 6 Runden und Lisa war 5-mal Werwolf. Also, es gibt's leider. Ich habe eine Verhaltensauffälligkeit in dieser Runde festgestellt: das war Mel, die diesen etwas, also auf die Reaktion von Nils doch relativ nachvollziehbaren erstmal Feststellung, die auch noch niemanden angreift. Eine sehr vehemente Reaktion hervorgerufen. Ohne dass das schon heißt, dass du. Es ist einfach nur, was ich beobachte. Es ist eine vehemente Reaktion gewesen. Aber man muss ja auch irgendjemanden anschuldigen. Also ich habe ja Lydia auch in der ersten Runde einfach richtig angeschuldigt. Also stellst du Mel auf. In der ersten Runde. Wir brauchen einen Namen auf der Liste. In der ersten Runde sind es immer ganz wenige Sachen. Okay. Wenn ich bei 9 Leuten nichts habe und bei einer Person irgendwas, dann ist es leider diese Person, aber das ist natürlich Mel auf einen. Ja, und aus dem gleichen Grund ist es für mich Nils. Okay. Mel und Nils. Okay. Sonst noch irgendjemand, der. Wir brauchen. Die erste Runde ist immer dumm. Wir brauchen natürlich einen Namen. Ja. Ich habe nicht mehr. Also, du hast mich nicht gefragt. Vielleicht erinnere ich mich. Natürlich habe ich dich gerade gefragt, weil. Du hast nur noch mal klargestellt, meine Aussage, die ungepromptet kam, hast du noch mal gefragt, ob du diese richtig verstanden hast. Ja, aber das heißt ja nicht, dass du irgendwas für Diskussion hast. Es ist sehr ruhig, einfach nur. Ich fühle mich ja auch ruhiger als vorher, aber vielleicht. Es ist ein gefährliches Spiel. Redest du zu viel, bist du verdächtig? Ja. Man kann das sehr gut analysieren, finde ich, wann wer verdächtigt wird. Weil einer was gesagt hat, weil einer nichts gesagt hat, weil einer zu auffällig war, weil, ne, hat leider was gesagt. Fabian, bitte. Ich finde, Eddie sitzt mir da zu locker rum. Also genau das, was ich meine. Also stellst du Eddie auf? Der saß noch nie so da so, ja, so zur Seite. Aber das sieht doch super unbequem aus. Das sieht doch. Das ist ganz interessant, weil ich finde, oben sieht so bequem aus. Also stellst du Eddie auf? Ist so eine Mischung. Es ist einfach die einzige. Ganz gut. Mein Rücken sagt, wie ich sitzen muss. Also damit ist Eddie aufgestellt. Damit haben wir Eddie, Nils, Mel. Ich glaube nicht, dass es Eddie ist, sage ich. Weil ich kenne den Typ seit 20 Jahren und ich weiß genau, wie er reagiert. Boah, wie alt bist du? Warum bist du noch im Camp mit widerlichen Typen? Ich glaube, ich weiß, wie er sich als Werwolf verhält und ich glaube nicht, dass er Werwolf ist und das ist aber nur mein so. Wer glaubst du denn, dass Werwolf ist? Ah, Amo. Nee, pass auf, ich glaube, oh Gott, in der ersten Runde hast du wenig. So. Ja. Und ich glaube, dass Eddie es nicht ist und ich glaube, dass Fabian es nicht ist. Bei Eddie einfach ist es ein Gefühl, weil ich ihn seit 20 Jahren kenne und ich ihn beobachte bei jedem Werwolf, weil ich immer irgendwie dich als erstes verdächtige. Spür ich da Funken und das zweite ist, dass Fabian von Uke verdächtigt wurde und das, also nicht verdächtigt, aber ich finde so, wenn ich Spielleiter bin und die Leute reden und ich pick mir einen aus, den ich mal so in den kurzen Scheinwerfer auf den, würde ich nicht einen Werwolf nehmen. Also das fand ich krass. Und bei Mel muss ich sagen, das ist Metagaming. Das ist Metagaming. Ich glaube, es ist doch alles Metagaming. Wir brauchen hier alles, was wir kriegen können. Ich nehme es zurück. Ich habe das nicht aus dem Protokoll. Metagaming ist, wenn der HSV spielt und er sagt, ich muss los. Ich bin der Wolf. Genau, und bei dir muss ich auch ehrlich sagen, und deswegen bist du, und das sage ich nicht, weil es gegen mich ging, das ist ja klar, ich weiß, man versucht sich selbst zu schützen und Spiegel zu, hier Spiegel, du bist es. Aber das, ich fand das so überzogen krass, wie du einfach sofort darauf wie ein Wolf mir ins Genick gesprungen bist, fand ich, das war das Einzige, was mir richtig krass auffällig vorgekommen ist. Okay. Gut, gibt es noch eine andere Person, gegen die wir irgendwas haben? Weil ansonsten würde ich langsam mal sagen, erste Runde ist halt wo warst du denn, Uke, zum Tatzeitpunkt? Ede und Nils gerade gegenseitig versuchen voll zu verteidigen. Ja, voll. Okay, pass auf. Voll. Ey, warst du auch mit drin? Ich bin tot, dann wisst ihr es ja, ne?
So, also, wisst ihr was? Ich, ja, wenn ihr mich durch, ich bin Mensch. Hey, dann wisst ihr es ja. Oder dann habt ihr es ja alle gelöst. Das ist ein bisschen die Flo und die Strategie. Ja. Ja. Ach, nee, das ist schon anders. Also, da hört man ein bisschen verbittert, Verbitterung okay. raus. Wenn ihr mich nehmt, seid ihr selber schuld. Bei Florentin so, nee, ihr habt vollkommen recht. Ich würde mich sehr, und am Ende hat er sich ja sogar er hat sich selbst, also es ist völlig schizophren. Okay, wir machen das. Nee, ja, okay, aber ich fand's brillant, weil wusstest du eigentlich, dass Walle das ist, oder, also wie sicher warst du dir bei Walle? Recht sicher am Ende, weil ich einfach nach den Stimmen gegangen bin. Und er hat zweimal gegen mich gestimmt. Aber das ist die alte, komm, gut, okay, das ist die alte Geschichte. Genau. Ja. Machen wir mal hoch. Da weißt du wirklich nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Oh, okay, ich finde es auch so schwer. Die erste Runde ist einfach. Drei, find jemand. Zwei. Mein Finger wird jemand finden. Eins. Zeigt. So, wer zeigt auf Mel? Bitte mal kurz so, dass ich das zählen kann. Eins, zwei, zeigt, drei. Drei auf Mel. Wer zeigt auf Ede? Einer. Wer zeigt auf Lydia? Du, okay. Wo zeigst du hin? Ich zeige auf Nils tatsächlich. Ich auch. So, also zwei auf Nils, drei auf Mel. Das ist... aber nicht, weil ich jetzt irgendwas wusste. Dann möchte Mel wohl abgeholt werden. Abgemeldet. Ja. Oh, Mann. Oh, deswegen okay, wollte ich sie raushaben. Ja. Das finde ich ein bisschen. Nee, muss gehen. Wirklich gemeines Camp. Ja, da habt ihr schon ein Kind weggemobbt. Hoffen wir, dass sie von der Macht des Bösen besessen war. Ja, so ein Hundetier. Oh. Schon wieder die Arme. Oh, das ist ja wirklich. Wer hat Mel gewählt? Oh, tut uns leid! Sorry! Oh, es tut euch gar nicht leid! Ja, betretene Stimmung. Ich sag das wirft keine die Richtung auf uns. Wenn ich jetzt sterbe, ich sag die Richtung. Das Camp ist dafür bekannt, dass ganz viele Kinder traumatisiert werden. Aber ein Liebespaar und diese Quatsch, das ist nur böse Eltern schicken ihre Kinder in dieses Camp, das ist halt jedes Jahr dasselbe. Das ist schlecht gelaufen. Die einen sind tot, die anderen traumatisiert und die anderen müssen nach Hause gehen. So, das ist ganz kurz, Leute, wollen wir ganz kurz festhalten, wie Ede und Nils gerade diese Flucht nach vorne versuchen. Zusammen. Also so dieses so, auch das läuft jetzt schlecht für uns. Ja, Mist, jetzt machen wir uns aber verdächtig. Nur weil sie verliebt sind, heißt ja nicht, dass sie Wölfe sind. Sie können ja auch beides Menschen, verliebte Menschen. Aber sie müssen als Liebespaar gewinnen. Das ist wichtiger als als ihre Worte. Ja, aber wenn sie beide Menschen sind, wenn die Menschen gewinnen, dann haben sie mitgewonnen. Also die müssen ja nicht die anderen Dorfbewohner töten. Aber es stimmt. Also insofern. Aber sie sind ihnen egal im Grunde. Ja. Gut. Ja, okay. Dann wird Nacht. Es wird vielleicht noch ein bisschen geknutscht. Wir wissen nicht, wo. Die Liebenden dürfen die nochmal extra. Bitte? Dürfen die Liebenden noch. Egal. Knutschen? Zieht es nur unnötig in die Länge. Mach einfach. Muss ich immer rausschleichen im Zeltlager. Es gibt so Häuser hier. Also, es sind nicht nur Zelte, aber das stimmt. Also, man kann auch hinter die Küche, da ist ein ganz guter Ort für sowas. Und natürlich ganz romantisch. Also, jetzt, wo der Mond heute sehr doll scheint, kann man gut ans Ufer von dem kleinen See. Da kann man ruhig ein bisschen knutschen. Also. Jedenfalls, anderswo wird vielleicht geknutscht, aber hier wachen jetzt erstmal die Werwölfe auf. Wählen sich ihr nächstes Opfer. Als nächstes erwacht die Hexe. Aus ihrem Schlaf. Es ist quietschend. Sie könnte jemanden retten, wenn sie wollen würde. Sie könnte jemanden töten, wenn sie es möchte. Und als nächstes erwacht der Seher. Durch laute Knutschgeräusche wird das ganze Camp wach. Ist das schon mal passiert? Dass du laute Knutschen hast? Nee, ist hier am Knutschen. So, es gibt Frühstück mit Leiche. Leichenschmarrn. Nochmal bitte Applaus, also das ist eine sehr gute Leistung. Ja, sehr, sehr gut. Bella. Tschüss. Ja. Okay. Da ging sie hin. Das Camp wurde leerer und leerer. Trauriger und trauriger. So, jetzt haben wir den Salat. Ich meine, aber Nils, du warst Hauptankläger von Mel. Ne? Das ist richtig, ja. Wie geht's dir jetzt? Also auch als Vertrauenslehrer einfach. Immens schlechtes Gewissen. Ich bin mitverantwortlich
eine unschuldige Person in Stücke gerissen zu haben. Gut, ich habe mich nicht beteiligt, ich habe euch aufgehetzt, gebe ich zu. Hast du zwei Freunde, mit denen du drüber reden kannst, über sowas? Wolfgang und Wolfgang. Nee, tatsächlich. Aber ich bleibe dabei, dass sie sich sehr suspekt verhalten hat und dass sie sich anders verhalten hat, vor allem als in Runde 1 und 2. Und dass einfach in meinen Augen das nicht besonders zuträglich war, wenn du nach dem, was ich jetzt in Runde 1 gesagt hatte, ihr habt ja selber mitbekommen, was ich gesagt habe, und dann da so krass drauf zu springen, das fand ich halt einfach mega verdächtig. Und da ist die liebe Mel in meinen Augen ein bisschen selber schuld, weil wenn du unschuldig bist, musst du sowas nicht machen. Ja, ich glaube immer noch, sie war die Hexe. Und sie fühlte sich zu Unrecht irgendwie in Verdacht gezogen. Ja. Warum sollte das jemand wissen wollen? Ja, sie hat die Rolle so sehr verkörpert, dass sie sich davon persönlich angegriffen gefühlt hat. Aber gut, andere Sache, ich würde gerne mal was anderes sagen. Und jetzt, ey, scheiße, jetzt mache ich exakt das Gleiche. Und ich weiß, dass das dumm ist, weil ich mich jetzt damit wieder komplett in den... Achte genau darauf, was er jetzt sagt. Ja, in den Fokus bringen. Aber... Florentin, gerade in der letzten Runde, da hast du mich so demonstrativ beäugt und mich so analysiert. Ja. Und das machst du normalerweise nicht. Als du nicht Wolf warst, saßst du relativ unbeteiligt rum, hast mich keines Blickes gewürdigt, hast du irgendwie so dein Ding gemacht. Und eben, als ich was gesagt habe, da guckst du mich, also als dann der Reveal kam, dass Mel nicht der Wolf ist, da hast du mich so krass angeguckt, so richtig intensiv. Weil ich einfach wissen wollte, wie du reagierst. Ja, aber das ist sowas wie, ich guck mal kurz, aber du hast so völlig so diese Mimik, dann noch dieses so. Und das war so übertrieben mich analysiert, damit ich quasi denke, ja, okay, du bist ja der Dorfbewohner, weil ist ja klar, dass ich mich gerade in Fokus gebracht habe, weil ich jemanden ans Schafott geliefert habe, der unschuldig ist. Und deswegen bist du für mich auf jeden Fall ein Wolf, weil das war drüber. Das war eine Nuance drüber. Also bei mir war es einfach letzte Runde entweder Nils oder Mel. Und deswegen war einfach klar, wenn wir Mel wählen, ich achte auf dich. Und deswegen habe ich auf dich geachtet. Und jetzt ist leider das gleiche Schema wieder. Mel klagt dich an und du gehst auf Mel und jetzt sag ich was und du gehst auf mich. So. Ja, aber ich werde doch jetzt nicht meine Theorie zurückhalten, weil ich beim ersten Mal versagt habe. So. Ja, und die Zeit wird es ja überprüfen, ob ich recht habe oder ob du recht hast. Ich habe nur ein Gegenargument. Kann ein Werwolf das? Okay, also safe. Also für euch ist es relativ wichtig, denn es sind jetzt drei Wölfe sind jetzt noch drin. Ja. Und wenn in dieser Runde, wenn ihr jemanden Falsches rauswählt, wenn in der Nacht dann noch ein weiterer Mensch rausgewählt wird, dann wird es halt schon ein bisschen knapp alles. Ne? Es ist eine extrem wichtige Runde jetzt. Ja. Und ja, das haben wir mit zu verantworten, Nils und ich. Ich bin aber auch auf die Argumentation, also die Argumentation habe ich auch gesagt, gebe ich zu. Das fand ich, in der ersten Runde ist es immer schwer, jemanden zu finden und dann muss man die kleinen Indizien nehmen. Mel hatte eine emotional starke Reaktion, so wie ich es gesagt habe. Das ist dann manchmal mehr als ein Walle und ein Kran haben fast nichts gesagt. Da kann man dann schwer was sagen. Also aber wer hat jetzt nochmal alles für Mel gestimmt? Ich. Ihr vier. Glaub ich auch. Hä? So viele? Nee, es waren vier. Drei Stimmen eigentlich. Aber wer schmückt sich jetzt mit einer? Ach so, ich war's dann nicht. Doch, ich habe Mel gewählt. Ich habe auf jeden Fall auch Mel. Doch, ich habe Mel. Ich habe auf jeden Fall auch. Ich glaube, ihr habt bei dem dann nochmal melden bei Uke zählen nicht mehr gemeldet. Das weiß das doch nicht mehr. Also ich weiß es. Du hast mich gewählt. Ja. Du hast mich gewählt. Du hast ja schon. Aha. Wieso das denn? Als ob er noch reagiert hat, als er beobachtet hatte, dass du gesagt hattest, dass er. Hast du das damals also gedacht? Ja, okay, das kann auch sein. Aber Florentin hat Nils gewählt. Also das war davor, dass Eddie, er nicht gewählt hat. Achso, Nils Mel gewählt. Ja. Ja. Okay. Also ich habe auf jeden Fall Mel gewählt. So viel kann ich dazu sagen. Aber ihr seid beide ja so die Lautesten diese Runde. Also ihr redet viel, stellt Theorien auf, ist erstmal noch Etienne gar nicht... Ist der Lauteste? Laut im Sinne von, er hat relativ viel gesagt einfach. Das meine ich so. Okay. Nicht unangenehm laut oder so, alles gut. Aber. Aber ich frage mich. Das hat deine Stimme, da kannst du nicht. Die Wölfe, die würden doch solche Leute weghaben wollen, weil die potenziell gefährlich werden können. Es gibt ja stärkere und schwächere Spieler. Und ich stelle euch haben uns ja als dumm erwiesen. Ja, eben. Wir haben ja Mel gewählt, die keinen Wölfe. Also, wenn wir unschuldig sind, sind wir die besten Komplizen, die Wölfe zurzeit haben. Jetzt nicht meine Theorie ist, aber. Seid ihr die Liebenden und wollt gar nicht, dass die Wölfe gewinnen. Die aber es kann ja auch ein Wolf Moment, du meinst, ein Unschuldiger, ein Liebender sein. Ja, also meine Theorie war einfach nur, dass einer von euch ist ziemlich wahrscheinlich schon mal ein Wolf, weil
sonst wäre die Person rausgeflogen und das würden die anderen Wölfe ja also nicht machen. Also erstmal, ja, also da bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil du als Wolf natürlich auch Interesse dran hast, dass jemand im Fokus ist. Und da ich jetzt die ganze Zeit sehr viel rede, bin ich automatisch im Fokus, weil zum einen, weil die drei Wölfe natürlich sehen, okay, fuck, der Typ ist kein Wolf, die wissen das. Und ich rede viel und vielleicht habe ich auch bei einigen nicht Unrecht. Und das ist immer besser, den, der viel redet, drin zu lassen. Weil entweder er redet sich im Kopf und Kragen und wird von den Dorfbewohnern getötet, aber in jedem Fall lenkt er ab. Also ich bin bei deiner Theorie nicht ganz dabei. Okay, ja, das überzeugt mich auch ein bisschen, habe ich nicht so dran gedacht. Ja, okay, das ist nicht so eindeutig, wie ich gedacht hatte. Man nimmt nie den lautesten raus. Also ein Wolf weiß ich. Wen denn? Kann ich jetzt nicht sagen. Warum denn? Weil er das hier ist. Okay. Ein Wolf habe ich einfach nur ein Gefühl. Und das reicht aber nicht als Beweis. Aber das Gefühl, kannst du doch, ein Gefühl, das kannst du doch sagen. Aber wie soll ich das beweisen? Außer das, ja, aber das Gefühle sind ganz wichtig. Gefühle sind wie Bewegung. Du hast auch alles, was wir haben. Ja, aber das. Ich würde gerne noch mehr bieten können. Ey, komm, wir versuchen aus nichts irgendwas zu generieren und du hast ein Gefühl und also teilst. Über Gefühle muss man kommunizieren. Ja. Red über deine. Was ist dein Gefühl? Ja, ganz nichts. Nee. Also. Was, Eddie, was soll die Scheiße? Digga. Ich hab ein Gefühl. Irgendwer. Ich hab ein Gefühl. Irgendwer ist hier Werwolf. Okay, aber jetzt stellt euch mal vor, ich nenne jetzt die Person, von der ich das Gefühl habe. Mhm. So, dann wird die Person sagen: Ja, toll. Based on what? Und dann sage ich, meinem Gefühl. Ja, aber es ist auch interessant, wie die Person reagiert. Und das ist ja die Frage, wenn dann jemand, also die Gefühle sind ja wichtig, jetzt zu äußern, weil wenn dann die Person rausfliegt, gibt es Hinweise über dein Gefühl. Oder wenn du dann rausfliegst, kann dein Gefühl entsprechend gedeutet werden, weil wir wissen, ob du Mensch oder Wolf bist. Okay, dann sage ich einfach, aber das ist wirklich einfach nur ein Gefühl, ohne dass ich einen Beweis habe. Es tut mir leid, Lydia. Aus irgendeinem Grund, du bist so schweigsam und guckst dir das so genüsslich alles an. Ich kann es dir, ja, so, ich weiß, du stellst mal eine Frage oder so, aber du willst dir irgendwie gerade, so verglichen mit den anderen Runden, ist irgendwie, ich krieg so einen Vibe. Aber ich kann ja, wie gesagt, ich habe keine Beweise. Es ist ein Vibe, den ich habe. Und den sage ich jetzt einfach, weil ihr mich gezwungen habt, den zu sagen. Ich respektiere deine Gefühle. Ja, ich finde es gut. Lydia, vielleicht kannst ja du auch über deine Gefühle sprechen. Ja, es ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen unangenehm. Vielleicht kannst du mir diese Gefühle ja auch nehmen. Weil wir uns jetzt irgendwie, sind ja erst seit 2 Tagen hier im Camp und kenne ich ja eigentlich gar nicht. Ja. So, deswegen ist natürlich schon irgendwie ein bisschen. Ach, liebt sie. Ja. Also es ist jetzt generell so. Ich glaube kaum, dass er sie beschuldigen würde. Wir haben eine relativ wichtige Runde, aber es ist jetzt alles noch sehr schwammig und emotional. Ah, ja, wir haben also gesagt, hat keiner von euch irgendwie das Bedürfnis. Doch, ich habe doch ganz klar, ich habe doch klar gesagt, ja, weil ich meine, wir machen jetzt, wir machen den Podcast zusammen, wir machen die Let's Plays zusammen. Wir kennen dich mittlerweile relativ gut. Diesen Blick hast du noch nie bei ihm. Nein, ist ernsthaft und das war so, drüber. Ich habe das gesehen. Podcast nochmal. Multiversum über Podcast. Nein, und also das war einfach drüber. Und für mich ist das immer so, das ist so immer mein Credo, wenn du irgendwas verbergen willst, dann verbuddelst du das und machst extra viel Sand drüber. Und dann denkt man, okay, ich will es extra gut verbuddeln und mach ganz viel Sand drüber. Und dann findest du das aber, indem du nämlich quasi siehst, wie da so ein bisschen zu viel Erde drüber ist. Ja. Und das, was man eigentlich verstecken wollte, möglichst gut, wird dadurch erkannt, dass man es verstecken wollte. Aber hat nicht, und das war gerade diese Überreaktion. Aber hat nicht das Melgate so ein bisschen dein Vertrauen in deine Anklagefähigkeit. Aber bei Melgate habe ich auch ganz klar gesagt, das ist ein Ding, was ich exklusiv bei dir beobachtet habe. So, das Melgate haben alle bezeugen können. Ja, das ist nur ein Ding zwischen uns, was meine Einschätzung, das hat keiner mitbekommen außer mir. Das Meltdown. Ist nur meine Mel haben alle gesehen. Und jeder konnte selbst einschätzen. Hier muss man mir vertrauen, eben war jeder im Boot. Da kann mir keiner was erzählen. Ich sehe halt ein bisschen Schema, ne? Er verteidigt sich gegen Mel, klagt sie an, sie fliegt raus, jetzt klag ich ihn an. Jetzt, ja, weiß ich. Da sage ich auch nichts gegen. Da hast du ja auch recht. Das ist ja natürlich, das würde ich auch sagen, wenn ich jetzt Wolf wäre, weil es das Einzige ist, wo man, ja, da hast du recht. Es ist so. Das Schema ist da. Aber wie dumm wäre das, wenn ich zweimal das gleiche Schema, kann ich genauso gegenhalten. Also, ich sag euch, das ist mein starkes Gefühl, wenn ich wieder daneben liege, whatever, zerfetzt mich in der Luft. Aber wir müssen uns auf jemanden festlegen. Und ich sage, es ist Florentin. Dann bin ich bei Nils einfach, ja. Weil der gerade auch schon falsch lag und. Du bist bei Nils im Sinne von, Nein, ich klage ihn an. Also ich. Ey, wir müssen aber eins sagen, die beiden Wölfe, also wenn Florentin jetzt klar sagt, Entschuldigung, du hast was gesagt, aber Wölfe, oder? Ich will, bevor ich den Faden verliere, wenn Florentin jetzt ein Werwolf ist und er sagt schon vor der Abstimmung, auf wen er geht, dann gehen natürlich die anderen beiden Wölfe mit. Also ich krieg dann jetzt sicher 3 Stimmen. Okay? Das heißt,
wir sind noch eins, also du bist kein Wolf, du bist kein Wolf, ich bin kein Wolf. Bei euch, aber von euch dreien sind zwei noch Wölfe. Du hast mich vorhin ein bisschen verteidigt. Also sagen wir vielleicht mal Balle, Lydia und. Ich meine, du setzt jetzt natürlich auch darauf, dass alle Dorfbewohner dich für unschuldig halten und nur die Wölfe auf. Nee, das ist meine aber einzige wieso Chance. Wieso hast du Krane jetzt ausgeschlossen? Weil Uke vorhin Krane gecallt hat die und ich glaube, das hätte ja. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Wölfe würden dich nicht wählen, weil du einfach mit einer sehr sicheren Hand die Campmitglieder raushaust. Wir werden sehen. Ich sag nur, also wenn es zu dieser Abstimmung kommt, du und ich, kriege ich drei Stimmen. Du bist für die Wölfe eigentlich keine Gefahr. Wenn du nicht selber wolltest. Kalle, kannst du noch mal was sagen? Ja, ich bin noch mal auszukommen. Lustig, tatsächlich. Aber ich kriege hier ein Signal. Das Funkloch, es ist beendet. Pink Panther? Mhm. Etienne. Stark. Du guckst mich auch schon die ganze Zeit an und versuchst irgendwas aus mir rauszunehmen. Ja, ja. Ich sitze dir zu entspannt. Und ja. Das ist so, ja, ja, es ist so. Es ist diese Entspanntheit. Gut, ich würde ganz gerne zur Abstimmung kommen, weil ich möchte jetzt irgendwie wieder was passiert. Möchte noch jemand was sagen? Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? Ich finde, Valentin ist die ganze Zeit genau gleich. Wie Apache. Die in dieser Runde? Oder, was meinst du genau? Ja, seit die Tage sind wir hier. Wir spielen das jetzt den dritten Tag und du bist... Genauso. Und ja, was bin, auch in dem Spiel spielen wir auch Werbe. Jetzt wird's Meta. Also ich finde das auch ein bisschen doof, dass du mich jetzt von der Gruppe einfach als den langweiligen Typen da einfach so. Nein, gleich ist nicht langweilig. Ja, aber was soll das dann heißen? Aber es ist nicht besonders abwechslungsreich. Du hast dein Spielstil gefunden und du warst. Naja. Ja, gut, das. Was soll ich dagegen sagen? Also, eben war ich total laut, jetzt bin ich was ruhiger. Also, ich meine, das sind ja schon Unterschiede. Macht draus, was ihr wollt. Kalle, möchtest du jemanden töten oder was sagen? Töten. Ach so. Okay. Ja, okay. Jetzt, wir müssen da durch. Ach, ich hab nix. Gut, aber alles klar. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1, 0. Okay, wer zeigt auf Nils? 2 zeigen auf Nils. Wer zeigt auf Florentin? 2 zeigen auf Florentin. Wer zeigt auf... Du zeigst auf Lydia? Ja. Und wer zeigt auf... Du zeigst auch auf Lydia. Ja. Zwei zeigen auf Lydia und einer zeigt genau, auf... Genau, wer ist auf mich? Also haben wir 3x2. Ja, wir haben 3x2. Das ja, heißt, der Coach entscheidet. Ja, dann nehme ich natürlich den, auf den ich zeige, Nils. Ja, das... Was? Tschüss, Leute! Das war, glaube ich, ein Fehler. Nee, jetzt, ich glaube, auch so ein Fehler. Ah, geht er hin. Er war einer der Großen. Der, er war einer der Großen. Der war kein Wolf. Fuck! Ja, das wird eng. 3 Wölfe. Ja. 1, 2, 3. Das ist leider absehbar gewesen. Damn. 3 Wölfe und 3 Menschen. Ich sag gar nichts mehr. Aber sonst nichts mehr. Sonst also keine Liebenden, kein Jäger, kein nix? Also das erfahren wir ja nicht. Es sind, ich dachte nur, es passiert nee, wenn noch was ein jetzt. Liebender gestorben wäre, dann wäre jetzt noch einer mitgegangen. Genau. Dann wäre es noch, also die Liebe wäre Jäger gewesen. Wäre auch mitgegangen. So, Freunde, der... Jetzt wird's langsam... Jetzt wird's schwer für die Unschuldigen. Fuck, ja. Gut, ich lasse noch kurz dieses betretene Schweigen. Das ist unangenehm. Wir bleiben da noch was drin in diesem Gefühl. Lass es nochmal auf euch wirken. Die Aussichtslosigkeit. Ich will nur sagen, dass niemand auf mich gehört hat. Wirklich niemand. Was meinst du? Was mit Etienne? Auf Ede zu zeigen. Also, ich zeige seit mehreren Runden ja, auf weiß, Etienne. Ja. Ja, aber mit deiner Antenne. Du lieferst ja keine Argumente. Aber die Antenne. Du musst ja wohl Argument genug sein. Also, ehrlich gesagt, der Witz, nee, Eddie, komm jetzt nicht mit. Du bist aber verdächtig. Nee, pass mal auf, wenn ich jetzt rausfliege, freue ich mich ein Stück, weil dann bist du echt der Obertrottel hier. Weil du dann mit der Antenne da rumgefuchtelt hast. Und dann ist das eigentlich für mich eine ganz gute Entschädigung. Also vielleicht bin ich deshalb so entspannt. Ja, Moment, aber da hast du ja auch nichts von, wenn ihr verliert, weil er blöd war. Also naja, aber ich kann dann nach dem Spiel ins Forum gehen und sagen, naja, der Krane. Ja, mega geil. Damit wird es nach. Okay. Mit diesen wunderschönen Worten vom Schlafen gehen. Es wurde ein bisschen gezankt, es wurde sich ein bisschen gestritten abends. Es war schwierig, es ist eine schwierige Situation gerade im Camp. Die Lage ist angespannt und kein Wunder, dass die Werwölfe da relativ zufrieden erwachen. Aber vielleicht doch nicht so zufrieden, weil ihr Essensvorrat dezimiert sich langsam immer weiter. Aber
Dann erwacht die Hexe. Die könnte jemanden retten. Die könnte jemanden töten. Und dann erwacht der Seher. Kann rausfinden, ne? Ring, 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 ring! 6.30 Uhr, meine Güte. Das habt ihr nicht erwartet von den Sommerferien, dass man so früh aufstehen muss. Aber so ist das. Wenn man früh ins Wasser springen will, in den kühlen, klaren See. Ja, gut, da drüben. Macht's gut, Leute. Das ist natürlich. Das haben wir eine coole Jacke. True. Das wirft ja kein so gutes Licht. Zu deinem Gefühl. Ja. Okay, hier läuft einiges schief. Ja, also hier läuft einiges schief. Also ganz kurz, ja, Eddie hat ja eben gesagt, er hat das Gefühl, er kriegt von Lydia. Wir wissen ja noch gar nicht, kriegen wir noch die Auflösung? Nee, das ist ein Mensch. Ah ja. Die Werber befassen sich. Also, ja, gut, also. Aber gut, ich meine, Eddie hat mich. Lydia natürlich sehr offen beschuldigt. Und jetzt ist sie tot. Ey, das ist da natürlich, aber da wäre auch dumm. Also wenn ich Werwolf wäre, wäre das dumm. Und ich habe halt auch gesagt, ich habe keine Beweise. Es war ein Gefühl, komplett daneben, klar. Aber ich wäre natürlich schon auch ganz schön blöd, wenn ich versuchen würde, das jetzt da nochmal Nachdruck zu verleihen. Ja gut. Ich mag deine Gedanken. Aber für mich bist du mich unschuldig. Ja, deswegen, das heißt, du bist für mich auch safe, damit sind die Wölfe da drüben. Was? Nee, also ich check überhaupt nicht, warum sie rausgewotet wurde. Was haben denn die Wölfe dann davon, wenn es nur ein Sie ist unschuldig. Ja, ja, das ist schon okay. Klar, aber du nimmst ja auch manchmal welche, die dich. Valentin, ja, oder wir ja. Sind ein Team, lass die drei sind Werwölfe. Mein Punkt. Also ja, okay, mein Gedanke ich zwar mit, aber ich wollte sagen, ne, du hast ja irgendwie auch Feinde als Wolf wahrscheinlich. Ne? Du weißt ja irgendwie, wer hat mich schon mal outgecallt und so. Den bringst du doch eher um als Lydie, die ganze Zeit nichts gemacht hat. Also ich verstehe einfach nicht, warum sie es war jetzt. Wegen dem Gefühl, das macht ja keinen Sinn. Die Wölfe wissen ja, wer sie sind. Ja, lecker. Die Jacke. Also, weißt du, die Wölfe versuchen doch auch manchmal, oder die gefährlich werden könnten, raus aus dem Spiel zu nehmen. Ja, weil sie wissen, dass Eddie gesagt hat, er verdächtigt Lydia. Indem sie Lydia rausnehmen, hauen sie quasi Eddie auch gleich noch raus. Genau. Ja, okay. Ja, gut, das könnte ja, aber deswegen, sein, ist, ja. Deswegen ist Ede für mich safe. Also deswegen so, sind wir zwei safe, ihr drei seid safe, die Wölfe. Ihr habt jetzt Lüde genommen, damit der Verdacht auf Ede geht. Krane hat gerade mit seiner Antenne die sowieso Frage Richtung ist, Ede. Matthias, wie gewinnen wir das noch? Ich wollte gerade sagen, Moment, das wird schwierig. Das ekelt mich aber ganz kurz, das ekelt mich wirklich an, wie ihr hier spielt, unschuldig zu sein. Ja, ja, das finde ich auch wirklich schön. Ab. Also wirklich, ihr drei. Was sagt deine Antenne jetzt? Drei. Was sagt meine jetzt? Antenne sagt. Sagt immer noch drei. Seid Werwölfe. Und das können wir ganz kurz abschließen. Also wir sind uns abschließen. Alle einig, dass Florentin Werwolf ist. Ihr drei seid Werwölfe und unter den Werwölfen gibt es ein Liebespaar. Ja, aber und deswegen beschützt ihr euch alle gegenseitig. Und warum also, schließt du Walle aus? Das würde mich auch. Ja, warum schließt du Walle aus? Also ich finde es ganz nett. Glaube ich, aber warum? Welches? Meine Antenne sagt mir das. Ach ja, okay, die Antenne. Ja. Okay. Nee, so, aber ganz kurz. Ede so. Und ich sagen, wir sind zwei safe, ihr drei seid's. Du sagst, ihr zwei seid safe und wir drei sind's. Das heißt, wir vier sagen, Florentin ist ein Wolf. Krane, ey. Nein. Aber Florentin, aber hör auf mit der Scheiße, Mann. Wir kennen uns jetzt wirklich schon lange. Ich kann dich null einschätzen, weil du einfach, sorry, die ganze Zeit nur dumme Scheiße die sich logisch in keinen Gesamtkonstrukt einbauen aber lässt. Er hat die Antenne in der Hand. Ja, dann lass mal los. Denkst du mal die Antenne jetzt los. Wie so ein Aluhut. Also, für wen hast du... Moment kurz, warum du sagst, ey, ich gehöre zu denen, die safe sind, das raff ich. Aber Eddie ist für mich nicht safe. Du nimmst den einfach mit. Warum nimmst du für den mich so, ist, also so krass mit rein? Weil das könnte doch... Es wäre doch Eddie ist dumm blöd, von das den Wölfen. Nein, das also ist voll die geile Strategie. Dumm, dass das wenn er... Es wäre voll dumm, wenn er als Wolf jetzt Lüdi rausnimmt, find ich die er gerade als einziger... Genau, aber weil du warum so verteidigst denkst, du ihn? Ja, mein, auf mich auf diese Argumentation zu verlassen, das klappt. Also ich wähle Lüdi raus, nachdem ich sie... Und alle wissen, sie ist unschuldig, obwohl ich sie davor ja, ultra belastet habe. Trotzdem geht keiner habe. Auf dich. Du bist ein Typ, der um die Ecke denkt. Ich glaube schon, ja, aber du. Nur einmal, nicht zweimal. Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Aber wäre meine Vermutung. Ich traue dir viel zu. Also. Flo, was sagst du? Ich habe ein bisschen, ich weiß nicht, ich kann euch leider nicht einschätzen. Leider habe ich auch einfach zweimal unschuldige Leute rausgehauen. Deswegen kann ich meiner eigenen Einschätzung leider gar nicht mehr trauen. Und deswegen denke ich mir so, fuck, es gibt noch drei Stück. Ich will echt nichts dazu sagen. Hör auf, Eddie! Ich bin unschuldig. Aber es gibt noch drei Stück. Aber warum bist du von Anfang an auf Eddie gegangen? Drei warum hast von immer auf ihn gestimmt? Es ist halt so,
Wenn ihr diese Folge, diese Nacht, diesen Tag jemand Falsches rauswählt, ist es halt vorbei. Ne? Und letztendlich, wahrscheinlich sogar, wenn ihr jemand Richtiges rauswählt, ist es auch vorbei. Ich möchte das jetzt gar nicht durchrechnen. Hör auf. Also, okay, hey, alles gut. Eine Sache noch, ganz kurz. Eine Sache, die wir noch nicht bedacht haben. Es gibt auch noch die Liebenden. Hm. Ja, das sind zwei Werwölfe. Aber ich rechne nicht, wer verliebt ist, ehrlich gesagt. Die beiden? Die beiden. Aber wenn ein Wolf und ein Unschuldiger. Was ist denn, wenn ein Wolf und ein Unschuldiger die Liebenden sind? Ja, ich hab's ja auch nicht gerafft. Also kann das sein, dass nur ein Liebender weiß, dass er geliebt wird? Nein, beide. Nein, sie wissen es beide. Aber wenn, das ist schön. Aber das kann wirklich sein. Ein Unschuldiger und ein Wolf. Ja. Und die sind Liebende. Dann macht das ja aus drei Wölfen quasi vier. Praktisch. Ja, aber die Liebenden müssen dann die anderen Wölfe halten. Nicht unbedingt. Aber auch andersrum. Es macht auch einen Dorfbewohner mehr. Genau. Aber das finde ich eine spannende Sache. Oh, mein Kopf explodiert. Es ist super spannend. Es ist richtig gut. Aber man kann so viel falsch machen. Also aus meiner Perspektive ist es halt dumm, nicht einen von den beiden zu nehmen. Ja. Weil ich weiß, dass ich kein Wolf bin, also muss mathematisch einer von euch es sein. Und egal, wen man nimmt, würde auch der Matthias andere fliegt raus, wenn es das ist. Bislang hat alles, was Matthias gesagt hat, Sinn ergeben. Ich bin unschuldig, er sieht mich als unschuldig. Vielleicht ist er der Seher, vielleicht weiß er das, deshalb ist er sich so sehr, weiß ich nicht. Könnte sein, aber er hat mit seinen Einschätzungen richtig gelegen. Er hat auch mit der Nils-Einschätzung richtig gelesen, dass Nils unschuldig ist. Das war 100% on point. Okay, ich muss. Du bist also, ganz komisch gerade. Ja, Kranit, du bist so over the top. Und Walle verhält sich halt. Da muss ich sagen, da bin ich jetzt super verunsichert, weil in der Runde davor habe ich dich für so krass unschuldig gehalten und du warst so schuldig. Und jetzt habe ich ein ähnliches Gefühl wie in der Runde davor. Ja. Aber. Ich weiß nicht, ob du zweimal in der Lage diesen Kaiser-Sosei-Move machen kannst. So. Was, der bin ich? Das ist der mieseste Villain, der jemals created wurde. Ja, ich glaube, es würde passen, wenn wir Walle rauswählen und Fabian einfach so mit rausfliegt. Ich glaube, das würde logisch einfach genau passen, weil ich kann Fabian null einschätzen. Aber ich habe eben auf dein Gefühl getrustet mit Lüdi, das war es schon mal nicht. Ja. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, dass ich jetzt wieder Kaiser-Sosei bin. Also, I don't know. Sollen wir da einfach Krane nehmen? Hör auf, ey! Ich raste aus. Ich muss aber warum rastest du denn aus? Wir haben gesagt, wir haben ja vorweg haben wir gesagt. Warum rastest du denn aus als Wolf? Aber ganz kurz. Ist doch klar, dass wir dich so ein bisschen verdächtigen. Nein, ganz kurz. Wir haben vor dem Spiel gesagt, wir revealen nicht unsere Rolle, aber ich reveale jetzt, ich bin unschuldig. So. Okay, Regelbruch. Aber dann sag doch mal bitte, warum Walle raus ist. Warum du dir bei uns drei so sicher bist und Walle nicht. Also. Das Problem bei euch beiden ist, ihr deckt euch die ganze Zeit gegenseitig. Die ganze Zeit? Doch, also die letzten 10 Minuten. Jetzt, wo du sagst, es stimmt. Die decken sich die ganze Zeit gegenseitig und das ist halt einfach für mich super verdächtig. Mhm. Okay. Also für mich ist Ede gerade nur safe geworden, weil du hast jetzt nicht gesagt, warum er unschuldig ist. Alles davor ist mir vollkommen egal. Valentin ist komplett lost. er sagt die ganze Zeit irgendwas. Das gebe ich sogar zu. So. Ich sag ja irgendwas. Sag, können wir nochmal den Hand testen? Nein! Du lockelst die Hand! Oh, die Hand! Ja, sie zittert doch die ganze Zeit gleich. Also. Die Hand. Aber er war dreimal Wolf und hat dreimal gleich gezittert einfach. Ja, aber ich zitter halt immer gleich. Ich glaub, wenn ich das mal so treffe, dann also für mich ist es jetzt zwischen Walle und Krane. Es ist diese fucking Antenne und die sagt mir, es ist Ede. Wir haben jetzt sogar schon Shot. Aber die Antenne zeigt doch auch auf. Nein, die zeigt auf Ede. Freunde, jetzt ist die Frage. Wir müssen das langsam mal abstimmen. Alle. Ich weiß nicht, ob diese Diskussion jetzt noch weiterkommt. Wie bin ich da hingekommen? Wegen der Hand geht's oder was? Ich habe das Gefühl, also, oder wollt ihr noch was dazu sagen? Nee, es gibt keine neuen Erkenntnisse. Ich glaube, kommt nicht mehr weiter. Also, wollen wir? Walle? Macht, was ihr denkt. Walle. Wenn ihr das für schlauer Die Finger steigen empor. 3, 2, 1, los. Wer zeigt auf Valentin? 1, 2, 3. Okay. Und das ihr zeigt beide sein. Auf Ede. Dann würde ich sagen, es ist Valentin. Okay. Mann, wieder wusste ich nach Hause. Ich will mal auch zum Ende im Camp noch sein. Mann. Letzte Nacht ist die beste, habe ich mir sagen lassen. Ja! Okay. 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 Ja, Krane. Okay. Okay. Ja, Krane. Okay. Okay. Alles klar. So, jetzt wird's gleich Nacht. Und wir können das ja noch mal kurz durchrechnen, was jetzt, wie es jetzt hier aussieht. Wir haben also... Nein, Wolf FM oder was? Ey, die Antenne gilt immer noch. Nein, stopp. Die Antenne. Was passiert jetzt? Ich wollte nur wissen, was du zu sagen hast. Dann wird's Nacht. Ja, das würde mich auch interessieren. mein Guess ist ja noch nicht tot. Also, Valentin ist tot, aber der Typ, für den du eben gewauscht hast, dass er auf jeden Fall unschuldig ist.
Ja, weil ich hatte von ihm super Mixed Signals bekommen. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung. Eine kurze Frage, wenn diese eine Einschätzung falsch ist, könnte es sein, dass deine Einschätzung generell vielleicht gar nicht so Nein, Eddie, das ist. Ich kenne mich aus mit falschen Einschätzungen und ich sehe hier einige. Ja, also. Ich habe mich bei Valentin auf jeden Fall vertan, aber ich mein Haupt nein, das ist eine Farce. Stopp. Mein Hauptguess war die ganze Zeit Eddie und Matthias. Okay. Weißt du, was ich die ganze Zeit höre? Au! Ich sag mal so, es wird jetzt mal nach. Wir entscheiden das am nächsten Tag, was ja, hier passiert. Ja, jetzt fliege ich halt raus, ne? Ja, du kannst ja. So, zwei Wölfe sind noch da. Zwei leckere Dorfbewohner zum Essen. Wen möchten Sie verspeisen? Ja. Hexe. Seher. Und es wird morgen. What? Ja, wow. What? Wow. Was für eine Überraschung, ey. Viel Spaß euch noch. So. Moment. Dann würde ich einfach sagen, dass wir zur Abstimmung. Ich würde sagen, wollt ihr frei abstimmen? Was ist jetzt passiert? Es sind zwei Wölfe da, es sind zwei Liebende da. Tja. Sage, wir brauchen vielleicht gar nicht mehr so viel diskutieren. Aber dann wissen wir doch alle jetzt, was ist, oder? Wollen wir abstimmen? Ich würde sagen, wir stimmen jetzt ab, oder, Etienne? Als ich wieder eingeschlafen bin, dachte ich mir so, fuck. Aber gut gespielt. Aber es tut mir leid. Meine Liebe ist... Ja, da hätte ich es wissen. Wir führen es noch durch. Also wollen wir es mal pro forma, wer soll raus? Matthias. Tut's nicht! Ja, sehr gut. Ich kann euer Schoß. Wir haben das ganze Leben vor uns. Und damit wir beide haben die Liebenden gewonnen. Yay, für die Liebe! Hatten wir das schon mal? Ich weiß es gar nicht. Hatten wir schon mal das für die Liebe? Für die Liebe! Glückwunsch, das war richtig gut. Richtig gut. Hier, bitte. Ach, das war... Das haben wir richtig gut gemacht. Ich liebe dich. Das war richtig gut gemacht. Wusstest du, dass er Wolf war? Hast du das gedacht? Oder? Matthias? Nee, er. Ja. Seit wann? Seit relativ von Anfang an. Warum? Ja, das war schon, also was Nils gesagt hat, hat schon Sinn ergeben. Allerdings, das, das war auch, also, ich habe auch gemerkt, wie er versucht hat, mich zu schützen. Nils also, war der Seher, ne? Nils war der Seher, der wusste es halt auch. Hat Nils sich auch angeguckt, wer ich bin? Nee. Er hatte nur eine Runde gehabt, glaube ich. Aber Matthias hatte ich nicht als Wolf. Also jetzt am Ende, Krane war so auffällig, aber gut gespielt, weil du hast kluge Sachen gesagt als Wolf. Ich hab's versucht. Sehr gut zurückgehalten. Ja, es war eine sehr interessante Runde und ich weiß gar nicht, dass vielleicht kann man mal nachschlagen, ob die Liebenden schon mal gewonnen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal hatten. Was wäre denn eigentlich jetzt passiert, wenn in der Nacht ich gesagt habe, lass mal Ede reißen? Weil das war auch mein Gedanke. Hätte ich nämlich gerne gesehen. Ja, ich habe auch gesehen. Aber dann hätte dann Florentin auch gewonnen als Wolf quasi? Nee, dann hätte dann wärst du ja gerissen worden und er wäre mitgestorben. Dann hätte ich halt den Ball abgeben müssen und dann wahrscheinlich eher dem Wolf gegeben und dann hätte er Fabian überstimmt und dann hätten die Wölfe gewonnen. Aber ich hätte dich halt in der Nacht überstimmen müssen, deinen Liebenden zu reißen. Es gab nachts ja einmal eine Situation, wo es auch so ein bisschen Richtung Ede ging und dann hat Florentin einfach so getan, als hätte er das nicht verstanden, was du meinst. Ja, das hat er schon mal gemacht. Aber das ist echt interessant, wenn sich die beiden letzten Wölfe einfach nicht einigen können, dann ist es gibt dann keinen Wolfskönig. Naja. Ja, für die Liebe bin ich gerne. Ich war übrigens komplett unschuldig. Kein Wolf. Ja, ich war unschuldig. Ich war nur verliebt. Aber das kann man mir nicht vorwerfen. Wollen wir noch eine Runde spielen oder wollen wir nach Hause? Wusstest du, dass er ein Wolf ist? Nee. Jawohl, ich hab gedacht, wir wollen noch eine Runde spielen. Du warst Seher, oder was? Du wusstest. Ja, ey, ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass. Also, man darf ja nicht sagen, welche Rolle man hat. Mhm. Aber, das hatte ich auch. Ja. Aber ich habe. Keiner hat irgendwie ist auf die Idee gekommen, okay, warum entlastet der Eddie und warum beschuldigt er. Aber hast du das als Seher gesehen, dass ich unschuldig bin? Ja. Okay. Übrigens, ich war die Hexe und ich habe richtig dumm agiert einfach. Was habe ich? Ich habe genau das gesagt. Genau, ja. Aber richtig dumm, dass wir beide, also Seher und Hexe, sich gegenseitig beschuldigt haben. Naja, aber man muss sagen, die Hexe ist schuld. Also wenn ich jetzt nochmal Hexe bin, weiß ich nicht, Mel war Hexe. Ah, Mel war die Hexe. Du warst tatsächlich die Hexe. Ja, Mann. Deshalb die Reaktion. Okay. Das hat Matthias auch noch gekonnt. Ich hab's direkt gesagt, aber ich war die Sachen, die du davor gesagt hast, haben mir alle Sinn ergeben. Ich hatte dich. Und warum hast du dann so vehement mich auf unschuldig gehabt? Nee, weil er hat dich verdächtigt. Wir hatten Lüdi rausgenommen. Ich wusste ja, dass ihr beide die Dorfbewohner seid. Er geht sowieso. Woher wusstest du, dass wir die Dorfbewohner sind?
Ja, weil ich weiß, wer die Wölfe sind, weil ich selber Wolf war. Ihr könnt schon mal abstimmen, wer der nächste Coach sein soll. Aber ihr Wölfe hattet gar nicht uns als Liebende auf dem Schirm, oder? Ich war unschuldig. Dann hat der Jäger niemanden gar nicht erschossen. Wer war denn der Jäger? Ich finde, ihr habt das ganz gut gemacht, sodass man nicht gecheckt hat, dass sie wirklich ein... War der Jäger nicht dabei? Der Jäger war raus tatsächlich. Ach, der Jäger war raus? Ach so. Wir machen jetzt eine Powerrunde, wo alles drin ist. Und es kommt noch eine Rolle dazu. Also Jäger ist wieder drin. Okay. Kannst du auch noch mal bitte, Mel? Der Jäger ist wieder drin, Amor ist drin und wir packen den, weiß ich nicht, ist die Rolle der Dorfdepp, der Narr, der gerne in der ersten Runde rausgewählt werden möchte. Und dann? Dann hat er gewonnen. Dann ist es vorbei. Okay, aber das ist ja wenn er so offensichtlich ist, ist es dann von uns auch ein Ziel, den drin zu lassen? Ihr wollt ihn, ihr wollt nicht, dass der rausgeht, weil er hat dann gewonnen. Dann ist das Spiel zu Ende. Und nach der ersten, ersten Runde verwandelt er sich dann aber in einen normalen. In der ersten Runde sowas machen. Und ich habe noch eine Frage bei Amor. Musste er auch das Liebespaar beschützen? Oder nee. Nein, okay. Der ist einfach, der verwandelt sich dann direkt danach auch in ganz normalen. Der hat dann keine Funktion. Wer war denn Amor? Ich war. Ach du. Der will in der ersten Runde. Der zählt aber nur, wenn der gewotet wird. Ansonsten spielt er als so ein Read-Aufnehmer. Das zählt nur, wenn der gewotet wird. Das zählt nicht. Als wenn wirklich was macht. Wenn der Depp gefressen wird, das zählt nicht als Sieg für den Depp. Genau, wenn er gewotet wird. Genau, in der ersten Runde, wenn er es schafft, dass die anderen sich rausgehen, glaube ich, dass das so ist. Weil das eine random, der wird halt gefressen. Das ist erstaunlich, dass ich so lange überlebt habe. Achso, aber du bist der neue Coach. Noch einmal, der Depp kann, dann hat dann schon verloren nach Runde 1 oder gewinnt er dann mit den DörflerInnen? Er kann mit den DörflerInnen noch. Aber Coach. Also der Coach, erstmal Eddie's Applaus. Also auf einer Karte von den Unschuldslämmern ist jetzt ein kleines X. Und derjenige, der dieses X hat, der ist der Narr, der möchte einfach, wie ich gerne, in der ersten Runde rausgewählt werden. Ein X ist auf, der Narr ist ein X. Es gibt keine Narrkarte, Knarrte, sondern nur, er hat ein kleines X. Okay. Und danach ist er normal. Gut, es ist jetzt sehr viel drin, es ist Amor drin. Ist ach so, wenn die erste Runde vorbei ist, dann ist er. Ist dann ganz normaler, dann will er nicht so. So, Walle, jetzt Ambition viertes Mal in Folge. Ja, das ist schlimm heute, ich war immer Wolf. Wie fühlt sich das aber an? Aber das war nicht, ne? Das war schon. Ja, also da hast du mich auch ziemlich kalt erwischt, als du mich als. Also, ja, weil das ist ja das Tolle bei den üblichen Verdächtigen, dass Kevin Spacey überhaupt nicht, also die Bullen um den Finger wickelt. Und das habe ich versucht, also danke für das Kompliment, aber es hat mich ziemlich kalt erwischt, weil ich dachte, ja, stimmt. Ich fand den Satz aber auch super. Mir. Wenn ich unschuldig bin, bin ich der beste Asset für die Wölfe, den man sich vorstellen kann. Ich gebe euch jetzt mal eure Karten, was haltet ihr davon? Wenn ihr mal nach oben guckt. Ja. Ja. Diesmal fange ich mit Krane an, vielleicht passiert dann was anderes. Wir sind drei Wölfe. Da bin ich. Matthias, du warst ja gut. War gerade. Bella? Ja, achso. Oh, abwechselnd. Valentin? Mhm. Valentin. Danke. Matthias? Ja, jedenfalls sagt die eine Ameise zu der anderen. Ja. Geht? Ganz schön hoch der Berg, sollen wir nicht lieber ein Loch graben? Oh. Ich bin richtig deep, die Geschichte. Das ist schon lange danach, 10 Jahre später sind wir schon. Okay, ist vorbei. Gut. Ihr kommt an. Hallo, hallo, hallo andere Campbewohner, hallo, schön, dass ihr euch hier da seid. Uns wird nach. Kennenlernspiel. Speed und brutal und knallhart heute. So, wir fangen an, dass ich auch ja nichts falsch mache hier heute. Als erstes erwacht die Liebe, der Arbor, und wählt sich zwei Personen aus und unser Liebestod wird dann herumgehen und diese antippen. Diejenigen, die angetippt wurden, können nun die Augen aufmachen und sich erblicken und sich verlieben. Ja. Hallöchen. Gut. Ja, ich glaube, das ist so okay. Dann ist es halt so, ihr hättet halt nicht mit diesen esoterischen, okkulten Sachen rumspielen sollen, die hier überall rumliegen. Jetzt habt ihr den Salat, ihr seid Werwölfe und erwacht. Und sucht euch ein leckeres Opfer. Als nächstes erwacht die sogenannte Hexe. Sie hat die Möglichkeit, jemanden zu retten.
oder jemanden zu töten. Als nächstes erwacht der Seher. Und damit klingelt der Wecker, ist der erste Tag im Camp so richtig, es geht los, das heitere Treiben beginnt. Sonnenbrust. Press the sun. Kaffee. Oh. Kaffee, ihr seid zu jung für Kaffee, das gibt wie ich nur diesen Hagebutten. Oh nein. Na, ist oft so, ne? Ein bisschen fantasielos, ne? Tschüss. Tschüss. Kann ich deinen Band haben? Mein Namen noch nicht mal. Ich weiß nicht, wer es ist. Es war's. Ist immer irgendwie erste Runde raus. Ist immer mies. Ja, immer mies. Schlimm. Nur du darfst immer hier sitzen. Das ist das Tolle. Ich habe auch einen geilen Sitz diesmal. Es ist aber auch schön, von oben zu gucken. Das ist echt, du hast mehr Wissen und du kannst nur die Feinheiten analysieren. Es wird auch immer sehr laut gelacht von oben. Man sieht dann so, wie Leute sich verhalten. Ne? Ja, die erste Runde war direkt. Das muss jemand sagen. Ach, und ich habe wieder einen Platz. Geil. Aha. Ja. Oh. Aha. Das ist wieder der Platz. Das schreibe ich doch direkt auf. Ey, nächstes Mal sitze ich auf dem Boden, einfach nur damit diese Diskussion nicht wieder aufkommt. Es ist wieder die berühmte erste Runde. Wir wissen Achtung, nicht. Fabian, ich setze mich gemütlich hin. Was sagt dein Radio? Der hat eine Decke. Nee, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass jetzt müssen wir darauf aufpassen, weil irgendjemand hier möchte ja rausfliegen. Ja. Aber rein theoretisch könnte der Dofner auch von den Wölfen. Ja, es kann sein, dass Matthias... Könnte Zufall sein. Ja. Nee, also das ist, ich kann jetzt die offiziellen Regeln nicht, aber das macht für mich keinen Sinn. Also, weil wenn die Wölfe den fressen, ist ja komplett random. Das habe ich auch gerade gefragt. Das hat ja... Aber es hätte sein können, dass sie... Ach so, genau, dass sie aus Versehen den Dorf, den Narren fressen und dann niemand jetzt sterben. Dann hätten sie ja einen Narren gefressen. Aber nach dieser Runde ist der Narr eh obsolet, oder? Ja, er ist für mich unschuldig. Der Wölfe kennen keinen Humor, daran erkennt man sie. Genau, der ist dann ist weg. Er hat nur in der ersten Runde, kann er jetzt ganz schnell, ist das Ding zu Ende. Aber, ey, wenn die Antenne abbricht, ne, dann kriegst du keine neue. Ja. Keine neuen Infos mehr. Nö. Das Ding gehört meinem Vater. Ich habe gesagt, ich gebe das Ding wieder unbeschädigt. Alles, was wir in Unterhaltung haben hier, dieser Radio, der nur zwischen 4 und 5 Uhr funktioniert. Ja, hat irgendjemand was gehört oder ist jemand besonders... Vielleicht Valentin aufgeregt. Also ich bin statistisch halt. Ich wollte gerade sagen, ja, aber bist du besonders verdächtig oder bist du besonders frei? Walle raus! Walle raus! Walle raus! Ein anderes Mobbing-Fan. Also zumindest, wenn man dich rausschmeißt, kannst du keinen Vorwurf machen, dass wir das irgendwie so... Das stimmt, so ja, das vielleicht stimmt bin schon. Ich ja dann nah. Oh! Ja, da versucht er sich zu retten. Aber nicht schlecht. Aber dann wäre es super dumm, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, genau. Hast. Weiß man nicht. Ne? Ich habe ja eben noch mit dreimal um die Ecke denken. Ich bin 3 gekommen ins Spiel langsam. Ja. Ich glaube, lass uns doch einmal flott abstimmen. Ey, Entschuldigung. Du hast recht. Ich habe es versucht. Weil es sterben ja auch viele miteinander. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen blöd. Jetzt... Ja, Walle hat es verdient und so, aber jetzt wir mit 3 Leute, die das richtig gut finden, wenn wir einfach völlig irre einen wählen, so. 4. Und jetzt, wer? Was? 4. Der Narr doch auch. Ja, also ist Nils der Narr. Wir nehmen Walle. Hä? Der Narr? Der Narr kann ich mir vorstellen, dass der jetzt... Verstehe die Logik. Nein. Ja. 3 Wölfe wissen, wer es unschuldig ist. So. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt einfach wegen einem dummen Gag... Walle rausschmeißen. Dann machen wir das nicht den ganzen Abend. Hast du eine bessere Idee? Ja, ich würde gerne noch einmal ganz kurz sprechen. Auch. Hat jemand was gehört? Hat irgendjemand wirklich einen Ansatz? Oder machen wir es einfach komplett random? Um noch was zu sagen, wenn es darum geht, wer es verdient hat, Nils. Oh. Ich wollte nur sagen, damit sollte man gar nicht erst anfangen, weil damit machst du andere Fässer auf. Und dann gehe ich mal in den Ölkeller und dann zung, 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 zung. Das ist alles, ich sage ja nur. In den Ölkeller. Wir haben gar keinen Schlüssel zum Ölkeller. Das brauchen wir dringend. Das Öl. Ist teuer. Ich meine wegen den Fässern, ne? Was ist denn Ölkeller? Okay. Ja, weil sein Vater der große Ölmagnat ist. Ja, genau. Und der hat uns ein Radio gegeben. Warum willst du nicht, dass wir noch ein bisschen länger drüber reden, sondern Walle sofort töten? Ich bin voll dafür. Ich bin voll dafür. Ich sag mal, wenn du dann diese Redelsführerei übernimmst, dann werde ich immer, dann klappen bei mir die Ohren auf. Was soll ich sagen? Die Worte auch. Also, wie möchtest du den Reflex? Gibt es jemanden, den du verurteilen möchtest? Oder? Nee, ich habe überhaupt keinen Verdacht. Ich will einfach nur. Den Fehler meine ich nicht nochmal. Ich wollte einfach nur.
nur mal ganz kurz bevor jetzt, weil ich hasse das, wenn irgendwer macht einen dummen Gag und dann alle stürzen sich drauf und sagen haha und dann ist halt aber alles, was wir haben in dieser Not ist Humor. Haben wir das in dieser schwierigen Situation. Ja, das war immer genau toll. Das hat immer schon Spaß lustig. Gemacht. Mach das mal, mach das mal. Oh, das ist jetzt Valentin! Meine Fairness-Frage, wer ist nicht am Anfang rausgeflogen? Oh, wer ist schon lange hier? Und immer wieder lange hier. Ich glaube, ich war noch nicht der Erste, oder? Aber es war Valentin, hör mal ich erinnere mich nicht mehr an die ersten Runden. So. Komm, dann wählen wir dich einfach in der zweiten Runde raus. Ja, genau. Okay, cool. Toller Deal. Ich liebe dieses Gespräch. Wie findest du das? Natürlich, rausfliegen ist immer doof. Das ist ja wohl klar. Aber wenn, dann in der ersten Runde. Keine Ahnung. Macht halt, was ihr wollt. Das ist jetzt dreimal um die Ecke. Also, was soll ich sagen? Also, du machst keinen guten Fall, um dich zu verteidigen. Ja. Ach so, findest du nicht? Nee. Ja. Du machst keinen guten Eindruck. So generell oder jetzt gerade? Und das von Kran. Ja, was soll ich sagen? Das ist halt schwierig. Was will man? Also ich verstehe auch den Gag. Ich finde ihn ja auch witzig. Aber ich will halt auch nicht raus. Gag, ne? Ich habe ja auch zwei Herzen geschlagen. Was ist denn zum Beispiel mit Bella? Ja, zum Beispiel. Bella. Ach, zum Beispiel. Wie vorhin kann ich jetzt keine Wölfin sein, weil Bella, er würde ja auf mich kennen. Bei dir würde ich, da würde ich mich nicht trauen, weil ich schon so häufig auch am Anfang rauskomme. Da würde ich echt einfach schlecht. Da hätte ich wirklich ein schlechtes Gewissen einfach. Ja, das stimmt. Und ihr habt denselben Haarschnitt auch. Ja. Ja, wir machen ja später noch so eine kleine. Hast du die schwarzen Strähnchen da drunter gekriegt? Zähl, ich zeig dir. Ich mag den Wald hier gerade. Also, aus Gewissen stattdessen. Ja. Gibt es noch jemanden außer Walle? Ich glaube, Nils wollte sich noch anbieten. Nein. Was war das gerade? Nicht. Ja, jetzt mach den gleichen Gag nochmal. Warum ist der so ruhig? Du bist der Coach. Stimmt. Oh, wir könnten auch mal. Stimmt, die Macht. Jede ist müde. Was sagst du, Eddie? Ich hab nix. Also außer den Gag. Hast du irgendein Gefühl? Ja, genau. Deine Gefühle waren doch. Also, Mel ist jetzt natürlich das Gegenteil von letzter Runde. Oh. Egal, was ich mache. Ja, nee, ich sag ja nicht, dass das verdächtig ist. Ich sag einfach nur, du wurdest eben rausgeschasst für Emotionalität. Jetzt hast du ja wahrscheinlich gesagt, jetzt gucke ich mir das alles mal an. Genau. Mach so, dir mal. Ansonsten, nicht falsch. Ja, Walle ist natürlich in jeder Hinsicht hier der auffälligste, aber das haben wir auch selbst verschuldet mit unserem Spruch. Aber warum macht sich der Narren nicht verdächtig jetzt? Der Typ macht sich doch verdächtig. Ja, aber es könnte jetzt wirklich aus reinem Zufall genau den Narren getroffen haben. Weil ansonsten, wenn alle auf die Walle gehen, muss doch der Narr irgendwie. Wir haben angefangen, sich dann verdächtig machen. Ja. Und selbst Nils will niemanden anklagen, was sehr ungewöhnlich für ihn ist. Weil er danach vielleicht sein wird. Was wir auf jeden Fall vermeiden müssen als Gruppe, ist ein Nahtoderlebnis. Ja. Okay, dafür lasse ich dich. Okay, dann komm. Dann alle auf jeden Fall die erste Runde schon mal überlebt. Wir nehmen nicht Walle. Komm. Wen dann? Sag einen Namen. Der möglichst mit zwei Silben. Raus! Stimmt, das muss raus. Also ich spüre, dass es hier eine Menge Leute gibt. Was wäre denn hier so auf der Seite? Wir nehmen mal, Walle ist auf der Seite, der und wir können ja mal hier uns hier zerfleischen. Das wäre jetzt mal fair. Simon zum Beispiel. Ja, ganz ernst, ihr habt mich noch nie angezeigt so. Ich wurde, glaube ich, noch nie wirklich angezählt. Möchtest du das sagen gerne? Würde. Ja. Aber ich will noch was mit den Rascheln gehören. Also. Oh, jetzt kommst du mit Rascheln plötzlich. Die Raschelphase ist vorbei. Wenn der Narr nicht rauskommt, kannst du nicht ganz am Ende bringen. Das raschelt sofort. Okay. Aber du meintest, du hast was Rascheln gehört? Ja, aber ich. Ja, okay, dann Simon. Links oder rechts? Ich finde, so Rascheln ist so. Lame. Aber wir haben sonst nichts. Wir können ja Flaschen drehen auch. Rascheln. Oder rascheln. Wir können das Spiel machen, jeder sagt. Aber hast du es gehört in der Werwolf-Runde oder? Nee, ganz am Anfang, als sich alle. Bei der Amor-Runde? Nee, als wir ganz am Anfang sich jeder offenbaren sollte. Da. Ja, aber war das also jetzt? Sag uns Simon oder Walle, wir sind einfache Menschen. Ich glaube, wir machen jetzt mal. Es ist ich mache nicht zu langweilen. Ich brauche ein bisschen Action. Warum denn jetzt Walle? Haben wir alle random ausgewählt und Simon hat sich jetzt verdächtig gemacht, gerade von sich aus. Das ist mir zu sehr nah jetzt. Ja, Simon. Also ich kann ja nicht alles gleichzeitig sein. Ich kann ja nicht nah sein und noch Wolf. Ich nehme ihn komplett anders. Ich nehme okay. Jeder entscheidet für sich. Leute, in Gewissensrunde. Nicht Walle. Nicht Walle. Nicht Walle. Okay, die Finger hoch, bitte. Ja. Ja. Okay. Boah, Gott. Okay, ich nehme. Warte. Achso, ich weiß gar nichts. Ich möchte nochmal einen Case für Kram. An mir wird es nicht liegen. Ja, das muss so, okay, Finger hoch und 3, 2, 1, 0. So, okay, pass auf. Ich gehe jetzt mal langsam durch. Wer zeigt gerade alles auf Valentin?
Nein, Nils rennt nur selbst, einer, okay. Wer, du ziehst durch. Wer zeigt auf Nils? Zwei. Wer bist du? Zwei. Du hast auf nur Nils. Nur Nils. Nils ist ein verrückter Typ. Okay. Er ist aber clever, weil wer zeigt er ist nah, so Simon? Hätte er das Spiel gewonnen. Ja. Und wenn nicht, ist er jetzt einfach unschuldig. Wer zeigt auf Simon? Clever. Ich. Du und Florentin. Ach so. Oh. Florentin, du auch zeigst auf Simon? Auf mich. Okay. Ich zeig auf Krane. Ich okay, auch. Wer zeigt auf Krane? Einfach ich so. Auch. Zwei auf Krane. Wo zeigst du hin? Ich zeig auf Florentin. Und du? Ich auch. Du zeigst auf Florentin. Also wir haben zwei Florentin. Zwei mal zwei. Nee. Okay, was haben wir? Florentin, Krane und Simon haben wir. Moment, Florentin, Krane und Simon. Ja, haben alle zwei Stimmen. Okay, Coach. What, wer fliegt aus dem wir Team? Wir beide zwei. Dieser nie wieder Gewissensrunde, ey. Nie wieder Gewissensrunde. Dieser Trottel. Aber okay. Finger weg vom Ghetto-Blaster. Alright. Oh shit. Ja, lass die Antenne da. Tschüss. Die brauchen wir noch. Es war so schön mit dir. Tschüss. War er der Narr? War ganz schön mit dir. Coach! Yes! Sehr, sehr gut. Erste richtige Entscheidung. Solange man sehr, sehr gut. Wer stand zur Auswahl? Krane. Simon. Krane, Simon, ich. Ja. Wir hatten alle zwei. Stimmt. Ja. Ich habe auf Krane gezeigt und ich habe Krane rausgewählt. Das sollte euch vielleicht. Ey, um ehrlich zu sein. Hey, hast du nicht auf Florentin gezeigt? Nein. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich kein Ausschlusskriterium. Okay. Weil du würdest dich natürlich jetzt, das ist ein super Move, auf ihn zeigen und wenn die Entscheidung ansteht, ihn auch noch rauswählen, dann kommt der Wolf. Du bist automatisch für den Rest des Spiels safe. Das und stimmt. Das ist so eine mächtige Errungenschaft. Aber das habe ich in einer Runde auch mal. Freunde, wir machen das mal kurz nach. Vorgeworfen, da galt es nicht. Wir machen das mal kurz nach. Weil wer weiß, warum beschützt du ihn? Wer weiß, vielleicht ob am nächsten Morgen warum diese Diskussion sich komplett hinfällt. Warum hast du dich selbst gewählt? Warum wohl? Ja, ich will jetzt schlafen. Es war so offensichtlich. Also das habt ihr alle, das war ja super. Okay. Gut. Ja, das war offensichtlich. Hat ja auch die Abstimmung abgebrochen. Es ist Nacht. Es ist Nacht. Vielleicht. Stimmt, der Nahe, ist plötzlich so, ihn überkommt so eine Form von Schlauheit und dieser Wunsch, sich selber irgendwie von seiner Mutter abholen zu lassen, ist jetzt nach der ersten Nacht, ist das eigentlich völlig okay für ihn. So. Ihm geht's eigentlich ganz gut. Er möchte doch eigentlich hier bleiben. Und jetzt erwachen die Wölfe. Das war für sie alles nicht so erfolgreich, was hier passiert ist. Und ja, so ist das manchmal, ne? So. Und die Hexe erwacht. Sie könnte jemanden retten. Sie könnte jemanden töten. Der Seher erwacht. Und dann erwachen alle im Grunde. So. Also, Nils ist für mich safe. Ich habe darauf, kurze Frage, vielleicht habe ich mich nicht verstanden. Der Narr darf nur in der ersten Runde was machen. Ja. Aber das war doch die zweite Runde schon. Nee, also in der ersten Tagesrunde quasi. Ja, also wo man diskutiert. Also war das noch quasi, also du könntest der Narr sein und es würde alles Sinn ergeben. Also, es könnte sein, dass er der Wolf ist, sich selbst nominiert hat. Also. Und dann denkt er natürlich, ich habe mich selbst nominiert, ich war der Narr. Und ist in Wahrheit aber ein Wolf. Weil wir haben ja festgestellt, der Narr ist nachdem er nah ist, unschuldig. Das heißt, in dem Moment, wo er sagt, ha, guck mal, ich bin der nah. Ja, aber hat er nicht gemacht. Wäre er jetzt immun quasi. Hat er natürlich nicht gemacht, weil das wäre illegal. Das Voting von mir wegzukriegen. Und das ist ein zusätzliches Argument, warum er wahrscheinlich der nah war. Oder ihr seid verliebt. Oder verliebt. Moment, hast du dir gerade eine Heilung? Ich meine, ich hätte einfach einen Schnauze halten gesagt. Jetzt bin ich da irgendwie in irgendeiner Rolle. Ihr unterhaltet euch gerade so schön, dass euch gar nicht auffällt, dass ihr alle lebendig seid. Ja, das stimmt. Ist doch schön, wenn das mal so ist. Kann mich auch mal freuen. Ja, ist doch total schön. Erstmal danke, liebe Hexe. Es ist nicht schlecht. Ein Werwolf raus. Ein Wolf ist raus. Und jemand lebt noch. Zwei sind noch da. Das heißt aber auch, die Hexe kennt jetzt eine unschuldige Person, weil sie die Person geheilt hat in der Nacht. Oder er wahrscheinlich hat sie sich selber geheilt, oder? Ich meine, gibt es einen Grund?
Jetzt schon. Nils, warum hast du... Simon. Nils hat gerade Lydia angeguckt, danke an die Hexe, und hat ganz explizit Lydia angeguckt. Ja, aber ich weiß... Ich weiß es nicht. Es war so, hier, I see you. Okay, können wir noch einmal kurz... bei Eddie ist das Ding, entweder du bist für die Runde safe oder du bist fucking Wolf, weil wenn jemand so einen Move macht... Bei den meisten so. Wenn jemand so einen Move macht... Dann du, auf jeden Fall. Ah, nee, das ist doch so krass. Also, wenn einer so das erste Runde direkt den eigenen Wolf einfach zum Fraß vorschmeißt, um sich selbst zu safen, das ist ein Move, den habe ich schon mal bei dir gesehen. Und den würde ich dir zutrauen. Ich verstehe nicht, warum du so viel Kraft aufwendest, mich ins Rampenlicht zu rücken, der was Gutes getan hat für die Runde. Weil ich nicht ausschließen will, dass. Das Misstrauen ist stark. Ja, ich traue dir das nämlich zu. Aber wenn es nicht was, bist du safe. Aber du willst nicht so früh die Wölfe dezimieren. Ja, aber wir haben so viele. Aber er hat es ja auch nicht geplant. Wir haben ja alle weird gezeigt und auf einmal waren wir beide genau. Also er hat ja nicht geplant. Ich habe nicht mal zwei Leute auf. Ich will nur, ich bin ja bei dir, dass er quasi vielleicht eher gar nicht so dass es krass geplant war, sondern er hat gemerkt, ich komme in die Situation und ich nehme jetzt lieber jemanden. Ich wollte nur einmal verankern, nicht, dass wir das für alle Zeit sagen safe und dann erstmal alle so nehmen. Und ich sage nicht, ich will nicht Eddie wählen, aber ich will nur nicht, dass wir es vergessen. Genau. Mit derselben Begründung ist aber auch Walle nicht safe, nur weil du ihn gerettet hast so ein bisschen, ist er jetzt aus dem Fokus raus. Ja. Ich wollte es nur auch noch sagen, also wir sind alle noch drin. Aber wer hat denn, also was ich ganz interessant fand, ist, wenn in dem Moment, wo jetzt zwei Leute jemanden wählen, also die Wölfe, wenn sie smart sind und sich irgendwie Blicke zuwerfen, dann versuchen die sich ja, wie so Rudeltiere, wie sie sind, dann auf einen zu einigen, um zu verhindern, dass dieser Vot durchgeht. Wer hat denn Krane gewählt? Ja, wer hat Krane gewählt, ist die Frage. Ich habe Krane. Ich auch. Ihr beiden habt Krane gewählt. Aber wen hat Krane gezeigt? Mich. Auf Bella. Ja. Und wer hat noch auf Bella gezeigt? Niemand. Krane. Und wer hatte noch zwei Votes? Simon, ich habe auf Simon gezeigt. Ach so, ja. Ich habe auf Simon gezeigt und dann tatsächlich... Und ich habe auf Florentin gezeigt. Und du hattest zwei. Und ich hatte zwei. Genau, ich habe auch auf dich gezeigt. Ich hatte es auch zwei. Du hast auf mich gezeigt. Simon Krane gewählt. Nur weil du so im Nahgespräch warst. Ja. Ich hatte leider nicht zwei Wochen. Ich hatte leider nur jeweils zwei. Ja. Und der Rest jeweils ein. Oder wie auch immer. Ja. Mhm. Wer hat noch auf Florentin gezeigt? Ich. Du? Ich. Ihr beiden. Ja. Ja, so, jetzt wissen wir das. So. Was errechnen wir daraus? Können wir noch einmal kurz darüber reden? Warum war der Narr nicht auffälliger? Also, ne? War er doch. Ich fand, der war. Nils hat das so. Wenn er relativ aufwendig. Ja, ich sag ja auch, es ist Nils, aber ihr seid ja eben nicht so mitgegangen in der Diskussion, als ich ihn ausschließen wollte, weil dann wäre er ja ganz klar jetzt unschuldig. Ich meine, es könnte natürlich auch ein sehr guter. Genau, das wird schon, aber auf sich selber ist hohes Risiko. Also, das ist ein volles Risiko von Nils. Entweder es klappt, dann ist er immun und es klappt nicht, dann ist er in der ersten Runde raus. Damit sind wir beide exakt in der gleichen Position. Stimmt. Macht das hinter euch aus. Ich habe einfach nur was Gutes für die Runde getan. Aber ich meint ihr, wenn man das Spiel das erste Mal mit Nara, oder? Wie bitte? Ja. Das Spiel das erste Mal, man dann sowas machen würde, anzutäuschen als Wolf, dass man sich selber... Und die beiden sind ein Ehepaar. Am ehesten noch. Also nein, ich wollte jetzt gerade nicht wieder Nils verteidigen, ich wollte eher sagen, wer könnte denn noch der Narr sein, weil das gibt uns ja trotzdem schon mal einen Hinweis, wo man auf jeden Fall nicht so dumm ist. Wer nicht der Wolf sein kann, weil der Narr ist ja ein Mensch. Simon hat eben, genau, das ist ja gut für uns, wenn wir wissen, wer das gewesen sein könnte. Darauf wollte ich nur nochmal sprechen. Also meint ihr in der ersten Runde, dass sich Simon sehr verdächtig, auf sehr viel Verdacht auf sich gelenkt hat? Hast du? Und deshalb wollte ich ihn nicht wählen, weil ich dachte, naja, wenn dann das könnte halt der Narr sein. Aber fühlt sich irgendwer von euch kürzlich dumm? Aber also weiß man, dass man dumm ist, wenn man... Nicht hat irgendwer das Gefühl, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich fühle mich richtig klug, sagen wir mal. Ja, hat irgendwer das Gefühl, wow. Das ist passiert. Also ich finde schon, dass ich glaube dir, dass du der Narr warst, weil ich sonst niemanden nie erlebt habe, der versucht hat, rauszufliegen. Weil du warst schon so komisch suspekt. Ja, außer du selbst. Wie bitte? Ja, außer du selbst. Ja, aber dann wäre ich doch safe. Das wäre doch umso besser. Dann würde ich ja jetzt mich nicht versuchen zu verteidigen. Oder erst ein Wolf und ist einfach auf den Zug aufgesprungen und sagt: Oh ja, genau, vielleicht bin ich der nahe so. Kann ja auch sein. Man hat ja, wenn man angegriffen wird, nicht viele Möglichkeiten. Ja, genau. Du kannst entweder mitgehen oder androhen, dass du vielleicht, dass sie verlieren, wenn sie dich wählen. Im Anbetracht der sich schon sehr fortschreitenden Zeit, würde ich sagen. Wir machen es mit dem Speedy. Aber dann wird es hierher der Fliegen. Dann wird es wirklich so. Warum hast du Walle genommen? Walle? Du hast auf Walle gezeigt. Nee, nein, ich habe auch vorhin Lass uns mal wieder so eine geile Gewissensrunde machen, wie. Das fand ich richtig gut. Aber was heißt das? Was meinst du mit Eddie? Also ist das ein Versuch wert? Oder?
Nein. Das Risiko ist, ich wollte lediglich verankern, dass ich ungern wollen würde, dass wir jetzt sagen, okay, Eddie ist es auf keinen Fall, weil das ist ja genau das, was der Move dann zwecken wollen würde. Deswegen. Aber du hast niemanden, den du in den Ring werfen könntest als. Okay. Ich bin erst kürzlich. Geht nach eurem Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin. Das war echt so. Irgendwas ist ganz komisch bei dir. Wir haben nur geredet, wer der Narr sein könnte. Geht nach eurem Gefühl. Weil ich zu sehr dachte, dass Walle echt sein könnte mit dem Narr, deswegen dachte ich, komm, Simon. Geht nach eurem Gefühl. Ich habe sogar random mehr oder weniger gemacht. Ich habe mir nicht mal Gedanken gemacht, weil ich eben nicht wollte, dass das wieder auf Walle geht. Also ich bleibe jetzt bei der Statistik und will Walle. Darf ich eine Sache noch fragen? Ich weiß, wir haben keine Zeit. Aber eine Sache noch fragen. Ja, bitte. Statistik ist fies. Einer der beiden Kandidaten hier, die zwei Stimmen hatte. Ja. Gibt es eine Person, die also wer hat zwei Stimmen auf sich vereinigt sozusagen? Florentin, Walle und Krane. Genau, und Dings ist ja raus. Und also Florentin und Simon und Simon. Florentin, Simon. Simon und Florentin sind die noch übrig sind. Ja. Wer hat Simon gewählt? Ich. Ich auch. Walle. Ja. Genau. Ihr beide habt Simon gewählt? Genau. Ja. Und wer hat Florentin gewählt? Simon und? Wir beide. Und du? Achso, du. Wir beide. Okay, weil ich finde nämlich diese, weil, ganz kurz nochmal, wenn man spürt in seiner Wolfsnase, dass der Wolfskollege in Gefahr ist, dann natürlich muss man irgendwie gucken, dass man sich irgendwie zusammenfindet und denselben wählt, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass der genug Votes hat, dass das noch eine Chance gibt. Und deswegen habe ich gefragt, wer hat im Rudel gewählt? Und da halten wir jetzt fest, Simon und Lydia, ihr wart ein Rudel und Florentin und Walle waren Rudel. Okay, ja. Also ihr seid auf jeden Fall Rudelverhalten. Ein Wahlrudel. Ich war ein Rudel gegen. Guter Punkt. Ich habe in meinem Fall noch nicht mal wirklich hingeguckt. Ich wusste weder, wer noch wen wählt. Ich dachte nur, okay, egal wen ich wähle, man wird es mir irgendwie versuchen. Okay, Freunde, Gewissensrunde. Finger hoch! Statistik. Hier gibt's noch Liebende, hier gibt's noch Jäger, hier gibt's Hexen, hier kann auch alles passieren in der ganzen Runde. Es kann auch richtig rund gehen. Ich Hexe verstanden. Gut, 3, 2, 1, Gewissen! So. Wer zeigt auf Bella? Ich. Gut, einer. Wer zeigt auf, wo zeigst du hin? Walle. Okay, ihr habt euch gegenseitig alles klar. Wer zeigt auf Simon? Ich. Eins. Du? Zeigst du auf Simon? Nee, Lydia. Achso. Okay, wer zeigt auf Lydia? Gott, ist das verwirrend jetzt. Einer. Wo zeigt ihr denn alle? Walle. Okay, wer zeigt auf Walle? What? Statistik? Vier Leute zeigen auf Walle, habe ich das so gesehen? Ja. Ey, Walle, sorry, aber du hattest ja sogar eine extra Chance. Ich meine, irgendeiner muss ja fliegen. Und du bist das Chance. Hast du mir nicht in der ersten Runde gesagt, wir wählen ihn in der zweiten Runde? Weil in der ersten Runde ist er safe, weil er vielleicht nah ist und dann wählen wir in der zweiten Jahr. Er hat aber auch ist das jetzt nicht die Walle, Chance? Du wirst leider abgeholt. Tag und Nacht. Okay, ja, ich hab's offensichtlich. Außer ich wünsche euch noch einen schönen Camp. Dann nicht dein Gamer. Nee, aber dann wäre die nicht kein Gamer. Bitte, ich weiß, das war nur Gruppenzwang, Mann. Du weißt, wie das ist. Rucksack noch mit. Ach komm. Ich hab ihn, finde ihn nicht. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Walle. Oh, komm. Sorry, Walle. Das kann nicht sein. Walle, komm zurück. Das wäre gut, wenn man ihn wieder zurückholt. Das wäre richtig. Das wär, wenn man können wir zaubern? Regeln. Also, Florentin. Time Warp. Ja. Du hast auf Walle. Es wird nacht. Ich hab auf Walle, genau. Es wird nacht. Hört auf mit diesem, wer hier wählt, das mach ich fertig. Achso, wir sind ja jetzt nachts. Es wird nacht. Wir schlafen. Wollt weiter diskutieren. Alles klar. Nachtruhe. Diskutiert nicht in der Nacht, denn sonst wirst du totgemacht, war eine der wichtigsten Regeln, die auch in die Camptür geritzt wurden, wie ihr gesehen habt. Das ist schon ein sehr altes Camp, von 1750 wurde das immer wieder benutzt. Und die Werwölfe erwachen. Als nächstes erwacht die Hexe. Möchte sie vielleicht jemanden töten? Das nächste erwacht der Seher. Und damit wird es Tag. Hey Leute. Tschüss. Tschüss. Lüdi. Oh Gott. Oh, die schreiben mir. Ja. Ja. Vorsicht. Ja. Postkarte. Wenn wir Brieffreundin. Vielleicht. Ach ja. Okay, das Walle-Gate, das war... Also unvermeidbar. Ich hätte auch nicht gedacht, dass so viel auf ihn deuten.
Wir haben zwei Unschuldige verloren in den letzten beiden Runden. Ja. Walle war unschuldig und Lydia war unschuldig. Aber Lydia wurde ja von den Wölfen gekillt. Ja, aber, ja, aber Krane war schuld. Wer hatte alles nochmal, durften das nicht besprechen vor der, also du hattest Walle gewählt. Du ich habe auch Walle. Ich hab auch Walle. Ihr beide habt Walle gewählt? Ja. Lass uns mal bei dieser Rudel-Idee bleiben. Ja, deswegen, ich will abgleichen. Ich wusste nicht, also, Moment, hat nicht Lydia ich auch will gucken, gewählt? Wer sich wieder rudelig verhalten hat. Ja, Lydia hat auch. Ja, Lydia wen hast du gewählt? Simon. Okay, also wir haben, Flotin hat doppelte Rudelaktion gemacht, du hast doppelte Rudelaktion gemacht. Ich will nicht Ja sagen, weil ich nicht genau weiß, was du meinst. Ich habe doch vorhin mit Walle auf Simon gegeben. Ja, aber wie smart ist denn das von dir? Mhm. Indem du direkt den, der in deinem Rudel war, potenziell, dass du den rausnimmst, wo du sagst, okay, wenn ich den wähle, der mir rumgerudelt hat, dann nehme ich mich ja selbst aus dem Rudel raus. Das wäre ganz schön schlau. Ich glaube, diese Rudel bist du schlau? Ich hab, nee, eben nicht, leider gar nicht. Ich habe einfach nur, was Mel auch vorhin gesagt hat, von wegen am Anfang irgendwie der Walle-Gag und dann so danach, dann hauen wir im zweiten raus. Ich hätte auch nicht gedacht, dass so viele auf ihn gehen. Ich dachte, ich dachte, die ihn aus dem Grund wählt, ehrlich gesagt. Also zwei Wölfe, vier Dorf. Also mir war schon klar, dass er jetzt gehen wird. Mir war schon klar, naja, weil wir uns keinen, wir können uns nicht wirklich einigen. Also es geht halt immer der, über den er meistens. Kann bitte jemand endlich mal Beweise oder irgendwas vorbringen? Es hat keiner was. Ich hatte das Gefühl, dass ich hier Schmatzen oder hier so eine Jeans. Nein. Hast du auch gehört? Dieses Stehengeräusch, das kommt von dem Stuhl. Wirklich, das Stehengeräusch ist bestimmt. Also ich habe auch was gehört hier. Links von dir oder rechts von dir? Hier aus der Ecke, deshalb habe ich auch Simon auf Simon gezeigt. Jetzt mal ernsthaft, würdest du irgendwas hören? Ich wüsste nicht mal, was ich hier für Geräusche machen sollte, die du hörst. Aber ich habe gehört, ich kann es dir genau sagen, was ich gehört habe. Ich bin ein Wolf. Verdammt, die eine Sache, die du nicht hättest. Wölfe verstehen doch Wölfe. Aber habt ihr gerade gehört? Ich habe nackt Schmatzen gehört aus dieser Ecke. Oh. Aber was bedeutest du was bedeutest du was bedeutest das jetzt? Also hat, was, vielleicht hast du geschmatzt, vielleicht hat ja, aber was bedeutet aber das? Kannst du es nochmal nachmachen, was genau du gehört hast? Den Koch gibt's nicht. Warte, ganz kurz, Ruhe, wir wollen das mal gut hören. Dann heißt es aber, dass Florentin der Wolf sein muss. Florentin ist der Wolf, weil er so geschauspielt hat. Weil du hast den Wolf schon geschauspielt. Ich habe tatsächlich gedacht, wenn er aufwacht, für die Kamera den Wolf schauspielert. Deshalb Schmatzen zu hören ist. Ich möchte noch mal was in die Runde schmeißen, ganz kurz. Und zwar etwas, was, finde ich, eben gerade der Dorfbewohnerrunde und auch den Wölfen insbesondere sehr zum Verhängnis geworden ist, das sind nämlich die Liebenden. Weil ich glaube, in der letzten Runde hat keiner auf dem Schirm gehabt, dass es die Liebenden gibt, weil das einfach so beigemischt wurde. Deswegen hat gar keiner überhaupt drüber nachgedacht, was könnten die Konstellationen sein. Und wir haben jetzt wieder die Situation, dass die Liebenden auf jeden Fall noch im Spiel sind, weil sonst wären zwei Leute gegangen, wenn einer gestorben ist. Jäger so, haben wir auch noch, ne? Die Frage aber es sind gerade zwei Leute gegangen. Oder aber das nicht, hat damit nichts zu tun. Ne? Es kann nichts damit zu tun haben. Die sind aber nicht zusammengegangen. Das waren zwei verschiedene Runden, Tags und Nacht. Das heißt, die Liebenden sind noch auf jeden Fall unter uns. Und die Frage ist, okay, wer könnten die Liebenden sein? Jeder weiß ja von sich, also darf man sagen, was man ist und was man nicht ist? Darf man das gar nicht sagen? Wir wollen das nicht. Darfst halt behaupten, dass du unschuldig bist. Du bist kein Werwolf, das kannst du sagen. Ich bin kein Werwolf, genau. Aber was ich damit sagen will, ist, wer ist Amor? Wie lustig ist Amor? Würde Amor zum Beispiel sagen, hey, keiner kommt drauf. Weißt du was? Ich nehme noch mal Florentin und Eddie zum Beispiel. So. Oder und sie sollen das aufbrechen. Also einfach. Wir sind auch in dieses Camp gekommen, um an unserer Beziehung zu arbeiten. Jetzt ist die Art zwischen beiden. Nein, ich weiß nicht, ob es die beiden sind. Ich will lediglich sagen, das letzte Mal wurde es vergessen. Und das war das, was die beide Gruppen in den Untergrund, weil keiner das überhaupt noch gecheckt hat. Matthias ist nicht mal mehr, der ist gleich gegangen jetzt. Oben hat man es gemerkt. An dem Verhalten der Liebenden, dass da was im Busch war. So. Ja, also so. Hier habe ich die Vibes noch nicht bisher. Ja, das ist deswegen sage ich es, aber es sind da definitiv noch zwei Liebende unter uns und da müssen wir drauf achten. Und dass, wenn das wieder so eine Konstellation ist, einfach nur das vorbei. Werwolf. dafür können wir sorgen. Bella möchte heim. Du sagst immer so viele kluge Sachen, aber was dann fehlt, ist die klare. Das klare Ziel. Was sollen wir jetzt machen? Er will auf niemanden zeigen, was ich verstehen kann, weil dann macht man sich automatisch mit angreifbar. Aber der Abend ist schon so weit fortgeschritten, dass wir alle sehr professionell sind, glaube ich, inzwischen. Ich glaube, ich muss mal Anschuldigungen fordern. Ich kann nur noch mal wiederholen, ich habe was hier aus der Ecke gehört, ich habe aus der Ecke Sachen gehört, aber auch das Schmatzen, ich weiß nicht, ob es Schmatzen war, ich habe nur was gehört. Ja, über einen Schmatz. Bei der Ecke bin ich. Ich schmatze jede Nacht. Aber Moment, das war aber noch, als Lydia hier war, ne? Weil das kann ja dann auch Lydia gewesen sein, nur mal so. Du hast doch die sitzt halt direkt. Es geht ja um Geräusch, meine ich nur. Ja, es war kein Wolfsgeul.
es ist halt, ich habe das schon oft bei Werwolf gehabt, dass wenn nicht sofort Einigkeit herrscht unter den Wölfen, dann gibt es so diese 3-4 Sekunden, ich war ja auch schon, jeder war auch schon mal Wolf, dieses so, und wenn man ganz genau hinhört, dann hört man da manchmal was. Aber es ist natürlich gemein, sowas zu sagen. Aber also was, du hast es in der Ecke da gehört quasi. Ja, hier rechts von mir. In der Rudelecke. Und Bella ist halt zu weit weg, Lydia ist jetzt weg, keine Ahnung. Ich hab schon, also sagst du konkret dabei, Simon? Ich habe hier das Schmatzen gehört. Eigentlich sagt er konkret Simon. Eigentlich ohne schon. Ja, ist doch gut, wir brauchen Namen. Ansonsten kann wir genau, du hast ja alle Gewissensrunden. Ich möchte nur sagen, wir nehmen halt mal Florentin, weil es vielleicht wirklich, das finde ich schon eine gute Sache, dann hätten wir, entschuldige, aber ich habe dich vorhin schon mal verurteilt, was? Also genau, wir brauchen nur kurz sagen, nein, dass das zweite Mal schon ist, dass ich jetzt quasi im Fokus bin so und also andere waren noch gar nicht, aber reden sehr viel, wer angeblich alles Schuld hat. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber reimt es sich? Nee, ich möchte gerne Namen. Wir brauchen jetzt Namen. Es ist schon spät. Wir brauchen Namen. Wir brauchen Namen und wir brauchen Anschuldigungen. Ja, wir haben keine Zeit mehr. Ja, aber ich kann jetzt auch nicht erfinden, dass ich was gehört habe. Also ich habe halt nichts gehört. Klar kannst du das. Also was? Ja, aber ich will ja auch niemanden rauskicken, der auf meiner Seite ist. Das ist ja einfach bescheuert. Nee, das stimmt. Aber wisst ihr, was brillant wäre? Es tut mir leid, ich will dich auch, ich weiß, du kriegst es gerade ein bisschen ab. Es tut mir auch leid. Aber ich denke auch immer so in Konstellationen, die geil wären einfach. Mhm. Und es wäre richtig, richtig geil. Jetzt nochmal Florentin und ich liebes Paar. Ja, und diesmal wärst du aber Wolf. Und ich bin nicht Wolf. Weiß ich nicht. Oder aber ich meine, das ist ja schon geil, wenn man liebender ist und dann den Wolf rausnimmt, weil man weiß, man muss sich dann nachts nicht dieser Geschichte stellen, dass man, wer wird gefressen, um zu verhindern, dass eben der Freund gefressen wird. Ja. Könnte zum Beispiel sein, ihr seid nochmal liebenden, er ist ein Wolf und haut den mit. Ah, Wolf deswegen nimmt raus, hat er Krane genommen. Um quasi zu verhindern, oh, dass ja. Das wäre halt auch eine mögliche Konstellation. Auch nochmal, jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. Aber es ist ja schön, wenn der Amor lustig ist. Aber Amor möchte doch, dass das Dorf gewinnt. Amor weiß nicht, wer ist. Doch Quatsch, aber Amor wäre ja Quatsch, wenn man nochmal das Gleiche, dann würde man es ja schwerer machen für uns alle. Also warum sollte Amor jetzt die beiden nehmen? Aber ich dachte, die beiden Liebenden müssen. Oder ist Amor einfach lustig und, also das kann natürlich sein, aber es würde uns doch eigentlich eher schaden, wenn es die gleichen Leute nochmal sind, weil man aber eher gewinnt, nicht dran denkt. Entschuldigung, aber gewinnt Amor oder die Lieben? Nee, die Amor gewinnt im Dorf. Und wenn das dem Dorf uns also schwerer macht, wäre es ja Quatsch. Das denke ich nur. Aber wenn Amor so weit gedacht hat, weiß man natürlich auch. Ich vielleicht. Würdest du als Amor so denken? So? Also ich meine, mein Ziel als Amorin ist ja zu gewinnen. Und dann denke ich ja, was würde mich zum Sieg bringen? Und dann würdest du, welche Konstellation würdest du dann nehmen, wenn du jetzt Amor wärst? Ich jetzt nehmen würde? Nehmen wir mal so random. Ich glaube, ich hätte 2 Girls genommen. Das geht nicht mehr. Aber ich kann ja nicht mehr. Aber es ist eine gute, merke ich mir für sich, wenn ich mal irgendwie Amor aber, also ich finde es eine gute Sache, aber das würde ja dafür voraussetzen, dass Amor nicht will, dass wir gewinnen. Und Amor müsste ja eigentlich wollen, dass das Dorf gewinnt. Aber ich verstehe mir noch nicht, was die Wahl ist. Also entertainment-mäßig wäre es besser. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich gefragt, wer hat es gemacht? Ja. Hat es jemand gemacht, dem das Entertainment was bedeutet? Gut, aber wir wollen ja nicht. Hat geheime Nachrichten. Er hat gerade irgendwelche Buchstaben zugehalten, also auf dem Ball und zugeflüstert. Also tut mir leid, das hat was wir in unserer funktionierenden Beziehung. So, das heißt, das wirklich, haben die gerade kommuniziert? Wir haben sie auf jeden Fall angedingst, aber ich weiß überhaupt nicht, wie man so. Ich habe einfach nur den Football gesehen. Dann haben die sich. Ja, sorry, aber Sex. Wie kann man sich denn noch auffälliger hier verhalten? Entschuldige mal. Football irgendwie. Wir haben eine funktionierende Beziehung, dazu gehört Kommunikation dazu. Okay? Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal. Wir müssen langsam mal ein bisschen was abstimmen. Wir müssen langsam mal ein bisschen was abstimmen, Freunde. Es nützt alles nichts. Bleib beim Schmatzen. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wir haben verschiedene Sachen gehört. Ich kann nicht zusammenfassen, weil ich es nicht verstanden habe. So, also, da was geraschelt, da was geschmatzt. Sag doch mal. Da gibt es eventuell irgendwelche Liebenden. Da ist irgendwie was. Entweder du oder Eddie. Entweder Eddie ist der Liebende. Aber Eddie ist zu krass. Aber er redet nicht. Ich kenne ihn. Guck mal, er redet einfach nicht. Er ist ein bisschen müde. Müde und sicher. Wir haben nochmal eher Krane rausgewählt, aber es könnte auch Taktik sein. Ihr könnt nicht Krane nochmal rauswählen, der ist nicht mehr da. Achso, nein, er hat schon Krane rausgewählt. Wir können ihn nicht machen. Krane, komm noch rein, wir müssen Krane, raus. Krane, raus. Okay, Krane, rein. Gewissensrunde, die haben immer so gut funktioniert. Okay, trau dir nicht. Es nützt ja nichts. Für den Feierabend. Trau ich dir. Für den Feierabend. Follow your heart. Follow your heart. Follow the finger. Was sagt mir mein Heart? Was sagt mir mein Heart? Dein Herz. Dein Heart will go on. Gutes. Finger hoch. Finger hoch, der Tod muss kommen. 3, 2, 1, 0. So, wie viel zeigen auf Simon? 2. 2, würde ich sagen. 2. Oh, wir haben wie viel 2, 2, 2. Wo zeigst du hin? Oh, 2, 2, 2. Auf den King. Ede. Du zeigst, Coach King. Ihr zeigt beide auf ihn. Warum? 2 und weil du mir zu viel Macht hast, das mir gerade aufgefallen. Okay. Einer auf Simon. Also 2 auf Simon, 2 auf. Aber ich habe schon einmal einen rausgewählt. Ich weiß, kann auch. Ja, vor allen Dingen, du bist der Coach. Also es sind 2 auf Simon, es sind 2 auf Simon und 2 auf. Und 2 auf Eddie. 2, 2, 2. Du bist Freund. Ja? Simon, Eddie, ich. Und jetzt entscheide, Coach.
Mach. Sag es wenigstens. Geh bitte. Simon. Es kommt das echt nicht ich schon mehr zu oft jemand zum Abholen. Das ist das letzte Camp, wo ich rausgeworfen werde. Ich sag's euch. Nein, Simon. Was? Nein. Tschüss, Simon. Nein. Nein. Nein, geh nicht rein. Yes. Eddie. Und die sind auch liebende, oder was? Die waren liebende? Okay, okay, Alter, das ist ja Eddie, der absolute Oberhammer. Habe ich jetzt meine Unschuld bewiesen? Jetzt aber zweite Unschuld Mal noch Ey, du bist so gut. Ja. Hast jetzt du. Hast aber da muss man sich verdienen. Okay, oh wow, okay. Halt es drin, Nochmal, denn es wird Mel war unschuldig. Es wird nach. Ich hab's nicht mitbekommen. Okay, aber weißt du denn, was du damit machen sollst? Nein, aber du vielleicht. Ja, aber ich werde jetzt sterben. Aber noch darfst du reden. Nee, nichts. Darf ich noch reden? Ja. Es ist Nacht, nee, du schläfst langsam ein, Es wird langsam müde. Ja, du bist noch deine Gefühle. Offen, aber es ist ja, okay, alles klar. Ich hab meine Gefühle erforscht. Ich weiß, wen ich nehme. Es sind also... Jetzt nachts? Oder? Ein letzter Wolf. Noch da. Und möchte vielleicht jetzt noch jemand speisen, um zu sehen, ob er das Ganze irgendwie noch retten kann. Hexe erwacht. Der Seher erwacht. Und es wird morgen. Es gibt nicht mehr so viel gutes Frühstück, weil es sind halt viel weniger Leute inzwischen da. Das hat auch die Küche gemerkt und es wird einfach viel weniger angeboten. Und ja, was riecht hier eigentlich so lecker? Riecht ihr das? Ja, ich wollte es gerade fragen. Ich seit 20 Minuten will ich fragen, was hier so lecker ist. Zwiebel, ich rieche was Zwiebel. Bleib hier. Nehmen wir. Coach. So. Und die Situation sieht jetzt aus wie folgt. Die Liebenden sind raus. Ich war so bei dir, aber da du dir den so reingeschnitzt hast. Aber Bella, ganz kurz. Jetzt haben wir, ja, jetzt hör auf, Mann. Aber gibt er jetzt den Ball als Zeichen? Oder ja, gibt er den Ball als Macht? Er hat gefragt, er sollte ihm geben. Hat gesagt, gib ihn dann mir, weil bla, und jetzt weiß ich nicht. Aber gut, sie können ja nicht, warte mal. Es ist ja nur noch ein Wolf. Ein Wolf ist es. Zwei Menschen, ein Wolf. In dieser Runde wird es entschieden. Aber wenn du Coach bist und du hast nur noch eine letzte Amtshandlung, ja. Ich gebe den Ball jetzt einem bei drei Spielern. Und du bist ist das eine Möglichkeit der Kommunikation? Ja. Ich gebe es dem Wolf. Als Kommunikationsmittel. Aber er war ja gut. Er war unschuldig. Und er weiß, dass ich unschuldig bin. Florentin war unschuldig. Ich sag ganz ehrlich, mein Hart sagt, du bist es, ich habe dich gerade gewählt, du hast Rudelfalt an den Tag gelegt und wenn Bella das ist, what the fuck, dann hast du es auch verdient. Ich war auch eher bei ihm als bei dir. Ich könnte immer noch die Narrennummer sein am Anfang. Ja, aber denk mal so. Also ich aber, am Ende, ja, das ist schon, ich bin ist unschuldig, schon krass, ich muss mich entscheiden und mein Hart sagt, du bist es. Du kannst es eigentlich jetzt schon sagen. Deswegen, ne? Lass uns abstimmen, weil du weißt es. Oder du drängst mich jetzt so. Wir wollen heim, ne? Das möchte ich jetzt hören. Ich bin immer noch gedanklich bei dem ersten Zug, wo er selber auf sich gedeutet hat. Ja. Okay. Und ich denke mir, wirklich die ganze Zeit, ist das der Wolf-Masterplan, in der Situation zu sagen, ich deute auf mich selber. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Ist sonst sehr die erste Runde. Ich sag dir jetzt, was passiert ist. Mhm. Eddie ist der Seher. Ja. So, der war super entspannt, der wusste ganz genau, was Phase ist. Eddie und ich, wir checken uns immer gegenseitig ab. Mhm. So. Eddie wusste, dass ich unschuldig bin. Eddie hat mir, ohne zu zögern, das Ding gegeben und gesagt, follow your heart. So, ich habe die ganze Zeit... Scheiß follow your heart. Ich habe die ganze Zeit Florentin immer im Dings gehabt. Ich habe eben Florentin gewählt, auch davor. Und ich habe nicht in einer Sekunde irgendwie dich in den Verdacht gebracht. Ja, ich hab mich sehr. So, und du weißt, ich bin unschuldig aufgrund des gesamten Spiels. Ja, ja. Und, man hat nur Angst, dir auf den Leim zu gehen. Und ja, jetzt, ne? Aber wenn ich jetzt aber... Also, vorhin habe ich Florentin verdächtigt und da hat er sich anders verhalten wie jetzt auch und da war er es nicht. Vielleicht sollte ich jetzt diesmal auf dich gehen. Aber ganz kurz, du vertraust ja nicht nur... Entschuldigung, es tut mir leid, ich soll dich nicht überfahren. Ich will nur ganz kurz antworten. Eddie ist unschuldig und er hat mit einer unfassbaren Selbstsicherheit mir den Ball gegeben. Das heißt, du vertraust nicht nur mir, sondern auch Eddie. Moment, aber stopp. Das ist ja die Frage. Angenommen, das stimmt, die Theorie stimmt. Eddie war der Seher, weiß, wer der Werwolf ist. Und seine letzte Amtshandlung ist, er gibt den Ball an dich. Ja. Das kann ja halt auch das Zeichen sein.
Nils ist es, weil er darf ja nicht mehr reden, wenn er tot ist. Ach er darf so, nicht ach, reden. Jetzt verstehe ich. Und als Marker, weil es reicht ja, wenn wir beide ihn nehmen. Sehr smarte, aber sehr, sehr smarte letzte Argumentation, wirklich. Also, das ist der Wolf, hängt am Seil, super Argumentation. Dafür kriegst du einen Punkt, aber leider falsch. Nett. Deine haarigen Punkte will ich gar nicht. Weil natürlich Eddie auch genau weiß, im Zweifel können wir uns auch alle gegenseitig wählen und dann entscheidet das der das Bürgermeister. Nett, auch, und er guckt mir in die Augen und sagt zu mir, follow your heart, ja. Und er sagt es ja. Nicht zu einem von euch. Also, sorry. Aber super aber Argument. Also, was für mich noch ein Argument ist, dass. Wenn Eddie den kleinsten Zweifel hätte, würde er dir den Ball nicht geben. Nie im Leben. Du kennst mein Andererseits, Verhältnis. Ja. Also würde er mir nie noch im was, Leben machen. Wenn du das sagst mit diesem Zeichen, und ihr habt euch ja vorhin wirklich kurz kommuniziert, nenn ich's mal. Ja. Ne? Also auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass der Ball, der irgendwo abgegangen, also dass ein Zeichen ich, ist. Ich sag's nur, weil ich vorhin krönen. Selber, also ich war vorhin selber Coach und dachte mir immer, wenn ich den Leuten sagen will, wer es ist, checken die das? Ja. Und ich dachte mir, ich weiß nicht, ob sie es checken würden. Und deswegen bin ich vielleicht so ein bisschen in diesem Gedankengang drin. Aber ich weiß auch aber nicht. Bella, merkst du auch was? Merkst du, dass Florentin mich schon aufgegeben hat und nur versucht, um dich zu ringen? Merkst du das? Ja, weil du, weil in meiner, er sagt, weil du der er hätte ja auch sagen können, warum weißt du, er hätte ja auch, du bist ja super Debattierclub-Champion. Und, aber du weißt, ich bin verloren für dich. Und du gehst nur auf Bella. Wenn ich Eddies Logik folge, bist du der Wolf, da muss ich nicht mit dir reden. Nein, exakt umgekehrt. Eddie hat, ja, das wissen wir nicht. Die Frage ist jetzt Eddies Erbe, wie interpretieren wir Eddies Erbe? Ja. Ja. Okay. Ich bin immer Fan für lange Reden, weil ich mache das auch, wenn ich schon Wolf bin und noch mich retten will. Deswegen lass uns gerne reden, so viel du willst. Ja, aber Bella ist smart, Bella hat eine Intuition und follow your heart. Lass mich tätowieren. Sind eure Herzen so weit? Also, da du auf, also. Ich bin mir echt. Na? Bella, dann zeig auf dich selbst. Ich zeig auf Florentin. Niemals. Florentin auf mich. Ey, das wäre jetzt gut. Aber wir alle auf uns nee. Ich will das schon. Ich will nein, das darfst du nicht, weil dann will er jetzt dich und dann hat er gewonnen, weil dann frisst er mich in der Nacht. Also wähl ja, bitte genau. Jetzt wirklich. So. Florentin. Laila, Nils. Oh Gott. Habt ihr euer Hart alle am Follow? Ich wünsche mir. Ach ja. Bella, möchtest du noch was sagen? Ist das nö. Ein gewisses Entscheidung. Jetzt einfach. Okay, eure Hearts sind soweit. Letzte Runde für heute. Letzte Wahl. Nach dieser Wahl wird jetzt alles entschieden sein, ob gut oder böse gewinnt. War ein guter Tag heute bisher, es hat eigentlich alles gut gelaufen. 3, 2, 1 und zack. Es sind 2 auf Florentin. Es war eine schöne Zeit. Die Sache mit der Badehose verzeih ich dir nie. Aber ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und jetzt werden wir erfahren, ob die Wölfe oder die Menschen. Nils, du. Ja! Sehr gut. Ja, es ist, man weiß es einfach nie. Also, Dankeschön. Und zwar kommt unsere Kollegen nochmal zurück. Es war zu leicht am Schluss, dass ich dachte, das kann doch nicht. Ja. Es war sehr spannend. Und ich war Jägerin, hätte noch. Ach, du warst Jägerin? Ich war Jägerin, ja. Ach, wow, okay. Ja. Stimmt. Aber ich hätte nichts machen können, außer ihr hättet mich jetzt rausgeworfen und dann hätte ich noch einen von euch. Wen hättest du dann erschossen? Ja, kommt eine Diskussion vorher an. Ja. Wer gemeiner gewesen wäre zu mir, das weiß ich nicht. Also, Florentin, auch gute Idee, aber man würde doch den Ball nicht jemandem geben, nein. Jetzt ganz ehrlich. Ich weiß es nicht. Hast du das zur Verteidigung gesagt oder hast du es wirklich gemacht? Nee, weil ich mir wirklich vorhin selber als Coach wirklich die Gedanken gemacht habe, angenommen, ich wüsste, wer es ist, würde ich das teilen. Dann würde ich dir sagen, bei 2, 3 Leuten ist es zu riskant. Bei 4, okay. Wenn er unschuldig ist, dann gibst du doch den Ball den Unschuldigen, weil er hat doch dann einen Vorteil. Also ja, aber wenn ich als kommunizieren will, als Leiche, dann habe ich das noch als letzten Akt einen, aber nee, es ist wahrscheinlich eine dumme Idee, ich habe nicht dran gedacht. Aber. Situation. Nee, aber gut, also ja, man ist ja am Schluss immer da, dass man denkt, es kann halt einfach sein. Es kann durch Blödsinn und Dings einfach. Ich hätte sehr gerne gesehen, wenn ihr beide Bella rausgewählt hättet, dass Bella dann, wen sie dann noch mitnimmt. Das war auf jeden Fall die letzte Runde. Ich glaube, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Habt ihr noch ein paar letzte Worte? Simon, wie war das für dich? Ich war, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal Wolf und ich habe so lange mit nur nie durchgehalten. Es war sehr innerlich, war ich. Es war geil. Aber äußerlich warst du ja. Ja, ich hätte beinahe es noch vielleicht eine Runde weiter geschafft, aber da war der Ede war das größte Problem. Ja. Es gab eine Stelle, die war ein bisschen kritisch. Also das mit Krane, das war, glaube ich, noch Glück, ne? Das war noch nicht gesehen, aber ich hab 3 Leute angeguckt, dich, Simon und Florentin. Das heißt, ich hatte direkt 2 Wölfe als Treffer. Und am Ende war es halt knapp, weil du warst noch drin. Ich wusste, du bist unschuldig, ich wusste, Nils ist unschuldig, ich wusste, hier sind die beiden schuldigen. Aber Florentin hat bei der letzten Wahl auf Simon gezeigt. Und das haben wir zum Glück komplett und das war halt so ein Punkt. Ich wollte unbedingt, ich habe hier versucht, Zeichen zu senden, dass wir Simon wählen, aber du warst so fixiert auf Florentin, dass ich am Ende nicht wusste, ob ich nicht doch lieber auf Florentin wählen soll, damit ein Wolf sicher raus ist und dann hätten die Liebenden gewonnen. Mhm.
Und ich habe, Gott sei Dank, gab es noch einen Gleichstand und ich war Coach, so dass ich Simon rausschmeißen konnte und dadurch musstest du mitgehen. Ja. Und ich habe den Gleichstand. Und dann war der letzte, ja, die letzte Chance, habe ich halt gedacht, wenn ich dir den Ball gebe, muss Bella klar sein. Ich habe ja, dass ich legit bin, habe ich ja bewiesen. Ach so, ja. Und ich würde ja nicht Nils den Ball dann geben. Ja, also ich fand's echt cool, aber auch ein bisschen fragwürdig, diese Herleitung, dass du dadurch ein Zeichen setzen willst. Das hatten wir ja nie und das wäre sehr, ja, aber ich wusste, dass der Nils ist. Aber, weil man nichts hat. Weißt du, was ich gesagt hätte? Deswegen fand ich es wirklich gut, weil ich habe ja wirklich dann gezweifelt, in dem Moment, man wirklich denkt, scheiße. Wer war denn Amor? Wer war Amor? Ich fand, diese Runde war sehr, sehr mathematisch. Also dieser ganze Tag war sehr viel davon ausgegangen wurde, weil wen hast du gerade gewählt, wen hast du gewählt und die Rückschlüsse. Das hatten wir, glaube ich, so, ist mir das noch nie aufgefallen, dass wir es so doll gemacht haben. Ich fahre meine Antenne ein. Und sag mal, was riecht hier so geil? Oh, das sind Gyoza, die aber schon weg sind. Oh. Der Geruch ist noch da. Der Geruch ist noch da. Der kommt da so aus der Richtung. Mit dem Gut, ich bedanke mich bei euch allen. Das war eine sehr schöne Runde. Ja, weißt du was, Uke? Du bist mein MVP für heute. Ach, das ist ja. Dankeschön. Sehr viel Spaß gemacht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und schreibt uns nicht in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Das, oder, naja, macht was ihr wollt. Den Support so. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Noch mal reinkommen? Danke. Nee,